Gereiste reisen selten bis Elba. Man macht es euch halt selber. Hallo, Manolo. Ja, ich habe eine kleine Anfrage gekriegt, schon, ist schon ein bisschen länger her. Und zwar vom Andi. Ich zeig's euch auch mal schnell. Und zwar hat der Andi, ja, das ist schon ein paar Monate her, ich musste jetzt ein paar Stunden scrollen. Achso, ihr seht das ja gar nicht. Ja, Andi, sorry, hat ein bisschen gedauert, ich bin heute früh aufgestanden, wissen, dachte ich, warte mal, irgendjemand hatte geschrieben vor, ne? Ich weiß nicht, schon ein paar Monate her, sorry, aber wird abgearbeitet. Ja, und gehen wir mal rein, und zwar geht's darum, kurz und knapp, hat er mich gebeten, den, ja, ich sag's mal, den Wahnsinn ein bisschen zusammenzufassen. Ich habe mir das jetzt so überlegt, dass ich wahrscheinlich zwei Versionen machen werde. Einmal jetzt hier die lange, die ihr jetzt auf YouTube seht, und die werde ich nochmal ein bisschen verkürzen für Väter und die, die weniger Zeit haben, wirklich nur die wichtigen oder für mich wichtigen Sachen. Und ja, hier machen wir jetzt einfach mal einen kleinen Rückblick und ich tue dazu ein bisschen was sagen. Natürlich muss dazu erwähnt sein, dass viele Videos fehlen. Gerade Bedini, da hatte ich ja keine Ahnung, 200 Videos oder so, die sind, da sind die meisten leider weg, aber ich hoffe, ich kann das meiste, weiß ich hoffentlich noch, ne, und wenn nicht, ich habe ja ein paar Videos sind ja gesichert. Ja, am 6.1. habe ich das Video 10 Jahre hier, das war dann nach dem Hack, ich wurde ja gehackt, das wissen vielleicht die einen oder anderen auch nicht. Ist aber auch nicht ganz so wild. Ich konnte den Namen sichern von meinem Kanal. Das hat wenigstens geklappt. Und ja, dann ging es halt wieder weiter. Ja, das erste Re-Upload war dann der RMF-Test, die Auswertung. Also das ist eh ein Riesending auf meinem Kanal. Der RMF-Charger bei René. Ja, der Bleiakkus regeneriert, blablabla. Könnt ihr euch ja mal ein paar Videos angucken. Da habe ich eben hier, ach so, das war, genau, das, ich hatte selber einen Test gemacht, einen RMF-Test, das ist quasi, glaube ich, die Auswertung, ich weiß es jetzt gar nicht, ich hatte auf jeden Fall selber einen Test gemacht und habe dann gesagt, ey, zur Community halt, ey Jungs, kommt, schickt mal eure REMs rein hier, jetzt gucken wir mal, ne, einfach so, das war dann, glaube ich, hier das Einladungsvideo. Ja, ein Riesenthema auf dem Kanal hat sich dann so im Nachhinein ergeben. Also angefangen hat mein Kanal fast nur mit Bedini-Videos. Ja, kann man sagen. Also der Kanal. Ich hatte vorher noch einen anderen Kanal. Da war so ein bisschen sozialkritisch, sag ich mal, so ganz vorsichtig. Das könnte man heute gar nicht mehr machen. Wie war das? Zeitung lesen und amüsiert. Ne? Mehr will ich dazu nicht sagen. Also Grüße gehen raus an die, die es noch wissen. Damals noch Mensch 2.0, ne? Naja, auf jeden Fall auf dem Weg sind wir dann irgendwie auch aufs Schultief gekommen. Und nach vielen, vielen Monaten oder was auch immer, damit rumspielen, testen und so, sind wir dann so drauf gekommen, dass das doch gar nicht so ist, wie die das alle erklären und blablabla, ne? Kann sein, dass ich natürlich auch falsch liege, ich glaub's nicht, auch bis heute noch nicht, bin fest davon überzeugt, dass ich recht habe. Oder viele auch aus dem NBN recht haben, ne? Also es wird da hier bei Wikipedia und so hingehen, als wenn das die unumstößliche Wahrheit wäre. Wenn ihr aber euch mit den Sachen beschäftigt, kriegt ihr Einzelbeispiele, wo das dann eben auch erklärt wird, dass wenn er, dass es dann halt negativ oder verpult induziert, ne? Ja, hier ein Video zum RMF-Test. Also das Video geht jetzt ein bisschen länger, ne? Dann Peltier-Element, hatte ich damals rausgekriegt, ich weiß gar nicht mehr, vielleicht hat mich da auch einer darauf hingewiesen, dass es eben verschiedene gibt, einmal den Generator sozusagen und einmal das Kühlelement, die müh unterschiedlich sind. Ja, 170 Aufrufe nur, ne? Naja, schade. Egal. Dann haben wir hier ein Video, das ist noch nicht einmal veröffentlicht. Ne? Ihr seht das, keine Aufrufe. Also ich habe noch ein paar Videos von dem Hack, habe ich noch. Die kommen auch noch. Eigentlich will ich immer Sonntag eins hochladen, aber das habe ich jetzt irgendwie verbummelt. Also ein paar Videos kommen noch.
Boah, das war jetzt, glaube ich, nicht so einfach ein Video. Hier seht das ja, RMF-Charger bei René, ne? Für den Vorwurf, dass ich das ja nicht hinschreiben täte, wo das herkommt, täte. Man könnte das ja alles nicht nachvollziehen. Grüße gehen raus an René. Ja, und dann kam schon eine Sache. Achso, das sieht man jetzt hier auch gar nicht mehr. Ja, moin. Ja, durch den Hack, okay, fällt mir jetzt gerade ein, die, ihr seht ja jetzt hier PV-Manifest. Dass ich, boah, das ist ja krass, ne, Jungs. Das fällt mir jetzt gerade erst auf, wenn man so um meinen Kanal zurückgeht, da sieht man das ja alles gar nicht. Also, ich, oder wir als Community haben, ach Jungs, helft mir mal in die Kommentare, also 2 Jahre reichen da nicht. Mit PV, Solar, vor allen Dingen die Parallel- und Reihenschaltung von Modulen. Also ich habe halt jahrelang mit PV und Solar, also PV, ne, rumgespielt, rumgemacht. Ich habe mich damit selber autark gemacht. Da gab es auf dem anderen Kanal auch Videos, wo da kommt kleine Freude wieder hoch, ne, von damals. Ich kann nicht so lachen, ich habe einen Zahn gezogen, geht mir die Fresse weh. Dass viele wissen das noch, dass das war vor Weihnachten, glaube ich, wo ich dann Video hochgeladen ist, es ist vollbracht oder ja, autark in Saig, Mensch, autark in Saig hieß die Reihe, also autark bis in den Saig. Und wisch, werde ich nie vergessen, wie ich unten in der Bastelkammer saß und selber realisiert habe, dass ich eben jetzt autark bin, dass ich keinen Strom mehr von irgendjemand brauche, ne? Und damals wusste ich aber nicht, warum, wieso, weshalb und bliblablub. Es war halt alles unglaublich und hin und her jetzt mittlerweile das PV-Manifest, keine Ahnung, das ist ja nur schon so und so viele Jahre alt. Da wusste ich noch nicht ganz so viel wie heute über Elektronik, aber das war quasi das Video. Also ihr braucht euch die ganzen Solar-Videos gar nicht angucken, die jetzt eh weg sind. Oder PV-Videos, sorry. Weil in dem Video ist alles zusammengefasst. Ne, also das war auch, wo die da mit dabei waren beim Hack, das wissen noch viele, dass ich auf das Video gepocht habe, ob das nicht irgendwo jemand noch online gesichert hat. Und vielen lieben Dank nochmal an euch. Ne, überall, wo ihr seht, Re-Upload nach Hack, das seid ihr gewesen. Ihr habt meine Videos gesichert und vielen, vielen Dank nochmal, dass ihr dieses Video gesichert habt. Weil da ist alles drinne. Was ich über PVW, vielleicht 1-2 Sachen sind da jetzt vielleicht noch dazugekommen, aber das ist nicht ganz so relevant. Gut, die bifazilaren Module sind dazugekommen, das gab es damals noch nicht. Aber wenn ihr mit PV rummachen wollt, dann zieht euch das Video rein, bis ihr das kapiert, was ich dort sage. Ne? Ihr könnt das auch alles überprüfen, wie gesagt, wir haben die Videos, wir haben, das wissen die Zuschauer auch noch, hier unter meinem Tisch, ne? Was war denn das, ein Baustrahler, 500 oder 800 Watt irgendwas, ich weiß es nicht mehr, oder 300 Watt, keine Ahnung. Und haben halt unten Reihenschaltung getestet. Schatten, wie der Schatten sich auswirkt, da dabei wieder und ja, alles, also bei gegen Parallel und Reihe und bliblablub. Ja, und am Ende ist ganz einfach 5. Klasse Physikbuch. In der Reihenschaltung ist der Strom immer gleich. Ne? Deswegen parallel. Was haben wir hier noch? Auch noch ein unveröffentlichtes Video. RMF Charger Tipp. Weiß ich jetzt selber nicht mehr, was das ist. Ist wie gesagt zu lange her. Ne? Ja, kommt auf jeden Fall noch. Der Bedini 3.0 RMF Charger braucht Hilfe. Oh, das ist ein wichtiges Video. Oh, dass das nicht hochgeladen haben. Also hier geht es zum Beispiel in dem Video darum. Wie gesagt, also RMF müsst man mal nachvollziehen, wenn ihr beim Segelohrenbob auf den Kanal geht, gibt es ein paar Videos, wo er in Köln war. Hier bei Cobra 11, bei dem Produktionsteam oder, ne? Und man kann sagen, eine Woche vorher, so ungefähr, habe ich mit RMF angefangen, ne? Und dieses Video hier zeigt jetzt, dass es tatsächlich auch Batterien gibt, die der RMF nicht schafft. Und zu diesem Zeitpunkt auch hatte ich wirklich richtig gute RMFs, Leute. Ne? Also, habe ich jetzt immer noch. Ne? Aber da hatte ich mal eine Batterie, wo es der RMF nicht geschafft hat. Ja, also
erst dann, wo ich mit dem Bedini 3.0 bin, habe ich dann mal einen Durchgang gemacht, sag ich mal. Und dann konnte RemF die wieder laden. Ne? Danach war alles wieder. Da möchte ich aber dazu sagen, deswegen habe ich vielleicht noch nicht, keine Ahnung, also bei mir gibt es ja keinen Plan oder irgendwas. Ich, ne, kommt mal 3 Monate nichts. Sorry. Das ist Härtefall hier. Ne? Hier reden wir wirklich von, weiß ich nicht, also das ist wahrscheinlich eine 1% Chance, so eine Batterie dann wirklich nochmal hinzukriegen. Ne? Das wollte ich noch dazu sagen. Was haben wir hier? RemF schon mehr Strom Ampere Tuning. Oh, das ist ein Video, das ist immer leider immer noch aktuell. Das ist, dass ich das noch nicht veröffentlicht habe, nirgends. Ne? Und da ging es darum, damals. Was ist das? Hier steht doch, guck mal, hier steht doch 21,4. Also. April 21 war das dann, oder was? Na, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall geht es darum, dass das dieses Ampere-Tuning, wie gesagt, Segelohrenpop, bitte nicht, bitte jetzt nicht alles im Segelohrenpop oder Segelohrenpop, du auch, bitte nicht falsch verstehen, Digga. Ich habe es wirklich getestet. Die Ampere steigen, das ist richtig, Ampere-Tuning, aber der RemF-Effekt fällt. Also die Regeneration wird schlechter. Meine Erfahrung. Möge mich jeder des, eines Besseren belehren. Ne? Dieses Ampere-Tuning ist meiner Meinung nach so ein ähnlicher Fall wie mit den Alone-Batterien. Wo ich doch mal, ich bin mal ehrlich, Jungs, ich denke, dass der Einfluss der Zuschauer da negativ sich ausgewirkt hat, dass eben alle die Ampere haben wollten und Pli und PSU Mai und das muss nur alles, wie es im Buch steht und so. Das hat eben in die falsche Richtung meiner Meinung nach geführt. Ne? Muss ich mal noch hochladen, das Video. Der Re-EMF-Effekt, genau, hier habe ich mal gezeigt, ja, wie will man zeigen, wie man eine Batterie regeneriert? Du weißt ja vorher nicht, ob es klappt, ob es überhaupt kaputt ist und blablabla. Und keine Ahnung, bei dem Akku wusste ich. Ich wusste es irgendwie vorher, Leute. Ich habe nicht reingeguckt, kann ja den Akku, also ich kann ja nicht in die Zellen reingucken, ne? Kann ja auch bloß messen und so. Aber ich hatte irgendwie im Gefühl, diesmal kannst du es zeigen. Mit dem Akku und machst es mal die Kamera an, dass die Leute wirklich mal sehen, dieser Moment, wenn das Ding freigezockt wird, würde der Segelohrenbob sagen, ne? Das ist der Moment. Ja, muss ich auch noch hochladen. Machen wir. Scheiße, Sonntag schon rum, ne? Naja, machen wir nächsten Sonntag. Ja, dann hatten wir eine lange Zeit, oh, da freue ich mich schon, ne? Wenn ich es sehe, eine lange Zeit, ja, Bastler-Hangouts gemacht. Ihr seht auch schon an den Zahlen hier, 76 und ich weiß gar nicht mehr, wie viele es waren. Ich weiß gar nicht, ob wir 100 geschafft haben. Da haben wir, ja, uns immer, wann war denn das? Ich glaube, samstags, ne? Samstags haben wir uns da immer getroffen, im Jitsi, Hangout, Discord oder irgendwas, also so zum Quatschen halt, und haben einfach gebastelt, gequatscht, keine Ahnung. Ne? Ihr seht ja, gab auch nie, Thema war ein Abend, hier war Streamtest-Thema. Naja, ne, also, keine Ahnung, also wir haben jetzt, ja, es wurde sich schon viel gewünscht, dass wieder mal die Hangouts stattfinden. Ich konnte die lange Zeit nicht machen, weil durch den Hack und ach, keine Ahnung, das hat sich alles so gezogen. Ist natürlich schon meine Faulheit, brauchen wir nicht drüber reden. Aber schlussendlich hatte ich dann keinen PC mehr zum Streamen. Ne? Ich habe jetzt wieder einen, bin aber jetzt gerade aktuell an einer Sache dran, wo ich ja, jetzt gerade mal eine Pause macht, das ist jetzt mein Urlaub, weil, ja, die will ich erstmal fertig machen, da bin ich ein bisschen am Forschen und so. Ihr habt ja ein Telegram, die in Telegram sind, wissen da natürlich dann schon ein bisschen mehr, was ich so immer treibe, ne? Gastbastler zu Gast, ja gut, die Hangouts gehe ich jetzt nicht unbedingt so drauf ein, also haben halt viel, hier zum Beispiel kann ich mich erinnern, haben wir ein bisschen Monitor repariert, wo die LEDs getauscht haben, also es wurde viel repariert, aber auch viel, ja, Thema XXX, ja, was sagen wir mal, verschwörungsähnliche Geschichten
oder unsere Gedanken, Ideen oder was wir gesehen haben und wie, also ne, jetzt nicht nur reparieren oder so, sondern auch ja, auch natürlich Fragen aus dem Chat oder ne, also pff, ich weiß jetzt, es waren so viele Themen, ihr seht es ja, ne, über 70 Stück. Das stundenlang hier, da weiß ich natürlich jetzt nicht mehr auf jedes Thema einzugehen. Was haben wir hier? Strippen, Photovoltaik, Akkus, Cut-Verbrauch, Lüge. Ja, moin. Strippen? Hm. Das muss man vorher nochmal angucken, bevor ich das hochlade. Oh, scheiße, ich darf nicht lachen. Ja, okay. Ja, Photovoltaik, wir haben natürlich auch über Photovoltaik mal geredet in den Hangouts. Das ist natürlich irgendwo klar. So, was haben wir hier? Ich wollte Bedini basteln, mach mit. Oh nein. Guck mal, 480p. Wisst ihr, wie alt das Video ist, Alter? 25 FPS. Das ist schon Jahre alt. Da hat ich halt versucht, die Leute zum Basteln mit anzuregen. Das hat auch wunderbar geklappt. Aber zur damaligen Zeit war ich doch an zu viel Sachen einfach dran. Und die Community ist mir dann auch über den Kopf gewachsen, ehrlich gesagt. Deswegen habe ich da dann die Bremse eingezogen. Deswegen will ich schon nicht, dass es größer wird, weil ich weiß, was dann passiert. Ne, dass eben solche Projekte, das finde ich persönlich selber schade, dass ich das nicht weitergemacht habe. Der Teil 2, ich weiß gar nicht, Teil 2 gab es, glaube ich, sogar noch. Also es ging darum, eben ein Bedini zu basteln. Alle mit denselben Bauteilen. Dass wenn ich jetzt den Bedini mache und klemme dort eine LED an, dass du das zu Hause auch machen kannst. Und du oder jeden anderen eben auch schreiben kannst, hey, ich habe an der Schaltung das und das gemacht. Und dann kann der dieselbe Schaltung nehmen und das ummachen. Und was weiß ich, mit dem Ösi oder mit dem Spektrum Analyzer gucken, was du vielleicht nicht kannst. Ne? So, oder Ergebnisse vergleichen und etc. Eigentlich eine coole Sache. Ne? Hm. Vielleicht sollten wir das mit dem machen, mit dem, an dem ich forsche. Hm, machen wir ein Update? Naja, egal, das behalte ich mir mal im Hinterkopf. Ja, doch, hier haben wir ja was. Action for Free, Parallel oder Reihe, Photovoltaik, der Aufbau. Der Aufbau, der steht übrigens noch hinten. Ich habe da, glaube ich, 4 Videos gemacht, wie ich das alles aufbaue und etc. Gut, da kann ich ja euch gleich mal euch die Zuschauer fragen. Wollt ihr das unbedingt noch sehen? Also wir reden jetzt hier von Leben oder Tod, weil das macht halt eine Menge Arbeit noch und also auch Zeit, das kostet mich also insgesamt dann wahrscheinlich ein halbes bis ein Jahr. Also ich bitte euch, das nicht zu fordern, weil das ist mir einfach zu langwierig, weil es ja im Grunde genommen im Tafelwerk steht und ja, es gibt auch viele andere Videos mittlerweile auf YouTube, die es richtig erklären, dass eben die Reihenschaltung scheiße ist. Ne? Deswegen fand ich das jetzt wesentlich nicht. Ne? Deswegen habe ich das nicht gemacht. Schulde ich euch auf jeden Fall noch. Ich bitte euch, wie gesagt, mir das... Lassen wir es unter den Tisch fallen. Es ist der praktische Test. Aber Jungs, ich habe das Licht hier und Video. Und das ist ja mein praktischer Test. Da läuft seit ein paar Jahren. Das funktioniert. Ne, oder wie beim Calvin, wir haben auch Hangouts gemacht drüber, da kommt dann noch ein bisschen was. Vielleicht können wir dann, sagt er, komm, scheiß drauf, das brauchst du uns nicht mehr liefern. Mach uns lieber das neue Forschung und im Mach-mit-Style. Ne? Das wäre eigentlich eine gute Idee, ja. So, machen wir weiter. Für das Dicker entschuldige ich mich. Bastler unter sich, Hänger quatschen über freie Energie zum Beispiel, haben wir hier mal. Oh, hier, Bedini, Juldi, Tesla-Spule, Solarenergie, Hangout HD vom 22. März 2014, Leute. Stimmt das? Alter. Oh, guck mal. Wie jung, ja, moin. Oh, da war Benjamin, da war so ganz schön jung, du. Da ist er schon 10 Jahre her. Digger. Schon wieder Digger, Entschuldigung. Ja, hier kommen wir jetzt schon zu einer Sache. Jetzt fällt mir gerade auf, dass ich mir das ja gar nicht markiert habe. Ich mache keine 2 Varianten, Leute. Da wäre ich ja wahnsinnig, wenn das jetzt 2 Stunden geht und das dann alles nochmal raus. Ja, Andi, sorry, das
Das ist deine Arbeit. Das ist die Arbeit für eure Kinder, dass ihr euch dann hier die Leckerlis raussucht oder so in den Müll. Ne, schreibt euch halt auf und sucht halt die Videos und guckt euch halt an, ne? Okay. Was? YouTube ein S.com. Punkt, 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 Sicherheit und Technik, blablabla. Naja, das ist wieder so, auf der einen Seite eine wunderschöne Geschichte, auf der anderen Seite eine schreckliche Geschichte. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt zu nah drauf eingehen sollte. Also sagen wir mal, das, was hier umbenannt wurde, also das heißt in Wirklichkeit nicht so, damit kann man einiges machen, sage ich jetzt mal. Das sollte man aber nicht machen, weil da mindestens zwei, was ich weiß, Bastler sich schwerstens verletzt haben. Wirklich. Ne? Also jetzt kein Spaß. Einer davon kann man sagen, da ist ein Tod nochmal von der Schippe gesprungen. Wäre das ein paar Zentimeter alles anders gelaufen, wäre wahrscheinlich hinüber. Ne? Grüße gehen raus an Ronny. Und deswegen haben wir damals, bevor dieser Hangout lief, haben wir uns getroffen und überlegt, wie wir es schaffen, dass eben das Sicherheitsbewusstsein mit rüberzubringen. Das ist uns nicht gelungen. Und daraufhin habe ich dann den Hangout abgebrochen, weil das einfach, es ist es nicht wert, für wenn es 1000 Watt sind, dafür zu sterben. Das ist Schwachsinn. Ne, das ist absoluter Blödsinn. Deswegen, ich würde sagen, da gehen wir gar nicht näher drauf ein. Live-Bastler, neue Challenge? Ach, da hatten wir, glaube ich, über die 1-Watt-Challenge nachgedacht. Wir hatten ja, der AAH war ja auch noch, ne? Aber ich glaube, da haben wir noch ein bisschen was. Hier weiß ich jetzt nicht, was das ist. Ist ohne Titel, die zwei Videos. Keine Ahnung, was ich da gemacht habe. Vielleicht das hier interessant. Das weiß ich aber jetzt wirklich nicht mehr. Dann MBBT echt oder fake, das ist nicht ganz so interessant für die freie Energie oder befreite Energiegeschichte. Ja, und hier, gucken wir, Bedini-Test komisch 3. Das ist noch meiner ganz alten Bude. Guck mal hier, 2012, ne? Ja, moin, Digga, 12 Jahre her. Schon wieder Digga gesagt. Ja. Also das war eigentlich so der Beginn dieses Kanals, kann man so sagen, ja. Ich hatte damals, also muss ich euch erzählen, das gehört, das ist wirklich extrem krass. Ich hatte damals, fragt mich nicht, bin irgendwie auf den Segelohrenpop gekommen, ihr kennt das ja. Und ich habe da irgendein Bedini-Video, wie gesagt, 2012, ne? Da gab's ja die meisten Videos, die es jetzt gibt, noch gar nicht. Da hat er irgendein Video gehabt. Ich kann mich nur erinnern, den Bastelplatz, im Hintergrund die Mucke und der Typ, ne, Thorsten, weißt Bescheid, und der Typ, da doch ich dachte, jetzt geht's los, Digga. Da hat er komplett Lack gesoffen, das kann doch gar nicht wahr sein. Und da hat er halt diesen, ja, so einen Lüfter-Bedini. Den, ich glaube, den habe ich sogar noch. Ich weiß es gar nicht. Oder schlimm, hab ich auf jeden Fall so einen Bedini nachbauen wollen, wie Segelohrenbob das im Video gesagt hat. Also mit so einem PC-Lüfter. Und, ja, ich hatte, glaube ich, 3 Lüfter da oder so. Und ich bin ja Kfz-Mechaniker mit Wurstpfoten. Und das sind ja, was weiß ich, 0,2er Drähte, ne? Also Libby erstmal 3 kaputt gemacht, Wicklung abgerissen und naja, der Grobmotoriker. Und dann habe ich irgendwie, ich weiß gar nicht, irgendwo noch einen Lüfter, kann sein, dass der Felix mir den sogar vorbeigebracht hat, der Hans im Glück. Und dann habe ich den, dann haben wir den halt, ich weiß nicht, ob wir den zusammen umgebaut haben, weiß ich jetzt nicht mehr. Ne? Auf jeden Fall das Ding, hatte ich dann den Bedini und ja, Segelohrenpapa gesagt, Da den klemmst du an eine Batterie und dann lädst du die andere Batterie und dann hast du Over Unity. Hab ich alles aufgebaut. Und ja, wie gesagt, guckt euch das Video an. Es waren 3 Teile, glaube ich. Totales Chaos. Ich kann es selber auch nicht mehr nachvollziehen. Ich krieg's so nicht wieder hin. Aber da sind nicht nur die Ausgangsbatterie gestiegen, nein, auch die Eingangsbatterie. Und da saß ich halt da und dachte mir, Mensch,
Das gibt es doch ja nicht, ne? Ich bin Kfz-Mechaniker, Digga. Ich wusste jetzt nicht hier Physik oder irgendwas mit Strom. Aber eine Autobatterie, wenn ich da was rausnehme, kann ich nicht steigen. Das habe ich schon gelernt, ne? Und da dachte ich mir, das kann doch nicht wahr sein, Digga. Und dann weiß ich noch, da hatte der Thorsten in der Zeit, wo ich da rumgebastelt habe, hat Thorsten seine Videos angeguckt nebenbei. Und da habe ich irgendwo in dem Video seine Telefonnummer gesehen. Die gibt's übrigens nicht mehr, braucht er nicht suchen. also seine Festnetznummer, die meisten kennt das ja gar nicht mehr, ne? Und da dachte ich mir, das war die Nacht um 1, also zwischen um 12 und dann um 3 in der Nacht unter der Woche habe ich halt rumgebastelt, weißt du? Und da dachte ich mir, scheiße, ne? Da steigt die ein, du musst den kaum mal anrufen, vielleicht geht er ja ran, ne? Ich gebe die Nummer ein aus dem Handy, aus dem YouTube-Video, weißt du? Das klingelt einmal, Leute. Ja? Ich so, was? Ich so, oh ja, ich hab dein Video gesehen. Ja, ja, und ich hab gesagt, na, ich hab ja, da steigt die Eingangsbatterie und der Ausgangsbatterie. Ich wollte noch Bescheid sagen, es funktioniert richtig cool. Danke fürs Video. Und Thorsten, was ist los? Wie die Eingangsbatterie steigt, wisst ihr? Ja, so hab ich einen Thorsten kennengelernt, ne? Ja, das, und das ist auch. Jetzt ersten Sachen, oder was mich eben auch viele Jahre auch angetrieben hat, weil ich das eben gesehen habe, ne? Ja, hier haben wir ein kleines sinnloses Video. Frohes neue kurze Info. Dann hier der Jobcenter-Scheiß. Schuldief Alone Akku-Test. Ende Alone Batterie. Genau. Da haben wir noch ein wichtiges Thema, die Alone Batterie. Hab ich leider durch den Hack sind viele Videos weg. Hier ist mal noch eins. Aber natürlich nicht veröffentlicht. Ja, moin. Und ja, da ging es um so Kristallbatterien, bliblablub. Und da der Siegelmann Bob hat da ja diese Bedini-Kristallbatterie hat da gebaut und keine Ahnung, da sind wir irgendwie auf den Trichter gekommen, irgendwie selber mal ein bisschen rumtüdeln. Und ach, keine Ahnung, irgendwie haben wir dann Laune geschüttet, ich weiß es auch nicht mehr so richtig, vielleicht ist beim Thorsten auf dem Kanal, das ist vielleicht noch ein bisschen nachvollziehbar, auch wann das war, ne, der hat da sau viele Videos auch dazu gemacht. Und ja, die hat halt selber aufgeladen, die Batterie, ne? Eine hab ich noch. ja, guckt euch halt die Videos an. Ich weiß nicht, ob ich da vielleicht mal noch eins machen muss. Ich glaube, wegen Sättigung und so. Naja, egal. Netzwerkloses Bastler-Netzwerk, NBN, für die, die es noch nicht rausgekriegt haben, das ist es. Hier habe ich mir aber selber schon einen Vermerk gemacht, neu machen. Ne? Also das werde ich wahrscheinlich nie mehr veröffentlichen, das Video. Das ist übrigens meine alte Bastelkammer. Da ist schon lange Haare, Digga. Haha, Digga, wie Haare, scheiße. Da ist schon lange Haare, ne? Und hier war das so, wo hier hinten saß ich, genau hier, wo das war, wo ich autark war. Da hatte ich ja autark in Sarg und so. Da gibt's vielleicht, habe ich da sogar noch ein paar Videos. Bedini 3 Wicklung anders gewickelt. Ach, das war das, da ging das los hier mit Hans im Glückwicklung und ach, na was, wie ist nicht alles, haben wir halt die ganzen Wicklungen durchgebrettert vom Bedini, ne, vom Lüfter, Bedini, Motor, was wir da so machen. Bedini Bastel Time Seminar, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr, müssen wir selber dann erstmal wieder angucken, zu sehen, was das überhaupt ist. Ich glaube, das war so dieses, so ein bisschen ein Versuch, dieses Bedini, mach mit, zwei, also Nachfolger, ne, was ich vorhin erklärt habe, dieses mach mit, so ein bisschen, aber es hat irgendwie nicht, es war zu viel los, Leute, damals, es war wirklich zu viel los, ist einfach so, ist meine Schuld. Ne, da ist ein Video, Info mit Pause, da hatte ich auch mal eine kleine Pause gemacht, ach, ja, das war ja da, wo meine Oma krank war, ne? Ja. Dann hatte ich noch das, dann hatte ich noch einen übelsten Bandscheibenvorfall, wo ich ein halbes Jahr außer Kraft war. Ja, ich glaube, das war die Zeit. Ich weiß nicht, ob es der Oma war oder der Bandscheibenvorfall. Hier steht jetzt leider kein Upload-Datum. Naja. Ach, hier. M-U-N-A-D. Action sagt Danke. Ist leider auch kein Datum, ne? Das war wohl der, also das könnte Mensch in der Natur auf seinem Kanal. Das war wo, ja, ich glaube, ein paar Tage, ich glaube, ein, zwei Tage, nachdem Nico nach Tanker gegangen ist. Ja. Das war schon hart, Digga. Ne? Schon wieder Digga gesagt. War auf jeden Fall für ihn gut,
Ne? Für alle anderen wahrscheinlich nicht so. Haben wir halt so die guten Dinge vermisst, ne? Ist doch klar. Ja, mittlerweile ist er ja wieder da und sogar in meiner Nähe. Auch interessant, ne? Nico, wie die Zeit so da. Ah, du warst ja schon mal hier und bist dann. Naja. Sachsen, wo die schönen Mädels wachsen. Ne? Und ich habe keine. Ja, moin. AGM-Batterie zerlegt nach 10 Jahren. Ich habe schon einen Kumpel. Die Batterien, die mir Falco. Ja, sagen wir mal, man kann schon sagen, geschenkt hat. Er hat ein paar Kröten hat er genommen, aber das war okay. Wo Falco im. Also, wir haben ja die Hangouts gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, was hatte ich denn damals? Ich glaube noch die Baumarktbatterie, ich weiß es, ist ja egal. Und da kam halt Falco, also AK Ultra Ampere, kam in Chat und hat geschrieben, da war noch nie im Chat oder waren nicht viele Leute, ne? Und da schreibt er, ich komme morgen, also ganz genau kriege ich es nicht mehr zusammen, auf jeden Fall, ich komme morgen dich besuchen und bring dir deine Batterien oder irgendwie so, du weißt, ne? Gib mal Adresse. Naja, und Adresse, Internet und so, ne, mittlerweile gibt's sie nicht mehr raus. Damals waren es halt weniger Leute und hab ich gesagt, okay, probier's es halt mal. Ich glaube, da ging noch YouTube PN sogar, da ist, oder? Ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall haben wir es irgendwie hingekriegt, dass er meine Adresse gekriegt hat. Wir haben den Hangout bis, ach, was weiß ich, ne, bis nach um 2, 3 irgendwas und bin dann pennen gegangen und, 14 Uhr war's, glaube ich, Klingels und Radau und, ne, und ich war total noch zerkratzt und alles. Und auf jeden Fall steht der Falco vor der Tür. Mit, ich weiß nicht, lügen, 4 oder 6 mit die schwarzen Batterien hier. Das ist 100 Amperestunden. Ne, 150. Und 150? Ich weiß gar nicht mehr, Leute. Egal. Zu viel Zahlen im Kopf. Auf jeden Fall steht er dann mit den Batterien vor der Tür. Ich dachte mir, Alter, was ist denn jetzt los? Ne, wie gesagt, hat einen kleinen Übelus genommen, aber das steht ihm kein Verhältnis, Leute. Also, vielen lieben Dank nochmal, Falco. Das war, da hatte ich ja dann, was war denn das? Ich glaube 6 kW. Und dann hat er mir nochmal 2 gebracht, glaube ich. Und dann 9, ne? Naja, ist ja wie wurscht. Auf jeden Fall, das war eine dieser Batterien. Dann nach 10 Jahren mal reingeguckt, aufgesägt und einfach mal reingeguckt. Oh, 4000 Aufrufe. Ja. Scheint doch die einen oder anderen zu interessieren. Dann haben wir Bedini-Schaltung selbst gebaut, ohne Löten, nach Segelohrenpapp. Ist auch eine interessante Geschichte. Könnt ihr euch vorstellen, dass ich dafür Hate kassiert habe? Muss ich mal überlegen, ne? Und das ist sehr interessant für euch mal zum Nachvollziehen, wie manchmal sowas abläuft, wisst ihr? Also ich sitze hier rum, bastel, mach irgendwas, ne? Und mir schreibt in der Facebook irgendwie, oder damals war es halt in der Facebook, ich glaube in der Facebook-Gruppe, hey Mensch, könnte nicht mal irgendjemand ein Video machen, wie man Bedini eine Schaltung baut, ohne zu löten. Wie ich aber nicht löten konnte, kein Lötkolben, ist auch egal. Und keine Ahnung, ich dachte mir halt, ja gut, wäre ja doof, wenn die nicht löten können, das nicht bauen können. Da dachte ich, nimmst mal Lüsterklemme, ist ja kein Problem, kann man ja mit Lüsterklemme machen. Dann habe ich halt das Video gemacht hier, 17 Minuten. Und der Dank dafür war, dass, weil es gab ja schon ein Video, glaube ich, Bedini-Schaltung selbst gebaut, glaube ich. Ja, und das findet ihr auch noch, dieses direkte Video, was ich meine, das war vom Andi. Da gibt es denselben Titel mit Löten. Und denke auch, was da im Hintergrund ablief. Also auch nochmal für dich, Andi, ne? Ich wollte nur einem Menschen helfen. Und du hast mich dafür wochenlang fertig gemacht. Und ja, und das, und das, und das, Digga. Ich wollte einfach nur das dem ohne Löten zeigen. Da war kein Hintergedanke, nix. Vielleicht siehst du es irgendwann. Also ich kann drüber lachen, ne, weil, ne, ich hoffe, du lachst auch irgendwann drüber. So, was haben wir hier? Bedini-Wicklung, PC-Lüfter, Umbau, Reload nach Heck. Ja, ich glaube, so Wickelanleitung und so ein bisschen Hilfestellung war das, glaube ich, ne? Wie man Bedini halt baut, sag ich mal. Dann haben wir hier Meissner Oszillator, Nachbau, SSG, Bauanleitung und Nutzung, Inverter. Das war dieses Ding,
was ihr, wenn ihr auf meinen Kanal hier geht, das erste Video, was ihr seht mit dieser A-Team-Musik, das ist halt aus 12 Volt Batterie oder 9 Volt oder irgendwas, 230 Volt Geräte betreiben kannst. Kleines Bastlertreffen im Wunderland. Oh, das war auch schön, ne? Hier mit dem René, das wisst ihr noch. Der Quantenwirbel, ne? René, wisst ihr noch. Das hat sich eingemeißelt, Digga. Ne? Ja, mit René hat sich die Dach auch erst Kontakt. Da kommt auch noch was. Seid schon mal gespannt. Ja, weiß jetzt nicht mehr genau jeden Inhalt, aber da haben wir auch viel rumgebastelt. Das war mal so ein spontanes Zusammentreffen beim Segelohrenbob in der Burg, ne? Der Burg meine ich damit, Segelohrenbob, seine Bastelkammer. Haben wir Spaten selber so im Wunderland haben wir geschrieben, ne? Ach, schön, mal der Rückblick gefällt mir. Macht Spaß, Leute. Es freut mich wirklich. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Ja, haben wir ein bisschen Sachen rumprobiert, ein bisschen getroffen und so, ne? Damals war es noch ein kleinerer Kreis, ne? Wenn man das. Also im Internet war es schon größer, aber mittlerweile ist auch der Real-Life-Kreis ein bisschen größer geworden. Dank NBN auch, ne? Dank euch natürlich. So, was haben wir hier? Solarblock. Ja, da haben wir jetzt hier mal ein kleines Beispiel. Dass ich mich halt mit PV, Solar, haben Leute halt hier erklärt, Juden, Spannungsabfall, blablabla. Das ist aber Grundlagensache im Grunde genommen, ne? Bedini-Motor richtig gebaut, à la Bastet. Ja, moin. Das ist doch hier, es blastet da, ey. Ja, wenn du mal lachen willst, ist nicht kein ernstes Video. Da ging es um Mythbusters, haben halt falsch gezeigt, wie der Bedini-Motor, also so gezeigt, also schlimmer geht's nicht, ne? Naja, egal. Was haben wir hier? Ein via falsche Abrechnung zur Preiserhöhung. Ah, wisst ihr jetzt nicht mehr. Ich hatte ja, ne, Thema Strom, hat ja mit Nvidia zu tun und so. Zum Glück nicht mehr. So, dann haben wir hier RMF Charger Version Action for Free bei René. Grüße gehen nochmal raus an den Hater, der geschrieben hat, ja, da ist doch überhaupt kein Bezug zu René. Digga, kannst du nicht lesen? Hast du vielleicht nicht gesehen, ne? Nicht böse gemeint, Digga. Aber ich hab's schon immer hingeschrieben. Auf meinem Platin ist die Unterschrift vom René drauf. Ich hab seine Erlaubnis. Nur mal so am Rande. Egal. Ist egal. Das wissen halt viele nicht. Bastler Hangout, Freie Energie und andere. Guck mal, da ist hier, das ist übrigens, für die, die es nicht wissen, der Betreiber des Forums overunity.com. Hm? Grüße gehen raus an Stefan. Das war eine wilde Zeit, du. Wo Stefan rasiert hat, das ist in der Badewanne im Hänger oder so. Also, da waren schon Sachen dabei, Leute. Ne? Fällt mir jetzt gerade bloß so ein. Also, wir hatten da Lustiges. Also, Leute eingeschlafen und hat alles Mögliche. Ne? Das war so, da haben wir, glaube ich, über alles Mögliche so ein bisschen gequatscht. Ne? Und dann ging's los. Befreite Energie, Joule-Tiefbauer, habe ich das genannt. Ja, moin. Und das ist quasi das Joule-Tief. Das hängt auch heute noch in, quasi sag ich mal, in meiner alten Bastelkammer. Dass wenn du anschaltest, ich will jetzt nicht lügen, zieht es 200 mA oder 300 oder irgend so ein Mist. Und es ist ziemlich dunkel. Und dann kannst du zugucken, wie sich das halt hochschwingt. Und dann wird es hell und der Verbrauch fällt. Guckt euch ein Video an, ich weiß es nicht mehr. 100 Milliarden, also wesentlich weniger und wesentlich heller, ne? Der Modus oder, ne? Keine Ahnung. Genau, in den späteren Videos, das seht ihr dann auch noch, müsst ihr jetzt ein bisschen euch mit dran denken, wo ich dieses Dubai-Licht und so, da ist der Modus auch, was ich gesagt habe, ich vermute, dass das immer heller wird und das ist, das war der Ursprung, ne? Das war vor 10 Jahren, Leute, ne? Also wer da jetzt kommt und sagt, das habe ich vor 2 Jahren rausgefunden, der kann, alles gut, ja. Habt ihr auch kein Problem mehr damit. Alles gut. Macht's, gibt's als anderes, als man wurscht. Hauptsache es geht, macht eine Runde, das ist viel wischer. Ja, und dann, zwischendurch hat sich das mit dem E-Auto ergeben. Von 1992, einen Clio. Interessanterweise war da auch, es war bei in der Nähe von VEB und ach naja, war alles wieder wie gemacht, ne? Ich musste es quasi holen. Auf das E-Auto gehe ich jetzt mal nicht näher ein, da kommt aber auch noch ein Video. Ich kann quasi, da ja für das Auto, das war defekt, ne, Schrott sozusagen, also
ne, ging halt nicht mehr und alles Mist. Und ich hatte halt den Vorteil, dass ich wusste ja, wie man Batterien regenerieren, habe ich gedacht, oh, probierst du es halt mal, so Nickel-Cadmium übrigens. Und an diesem Auto hängt so ein Rattenschwanz dran. Ich hole euch mal was. Die technischen Unterlagen vom Todesstern. Hier, Clio Electric. Ich gehe da jetzt nicht näher drauf ein. Ne? Hier, Renault Institut. Produkttraining, bla bla bla. Und das ist quasi, nicht quasi, das ist die, ja, hier haben wir jetzt zum Beispiel mal die Steckerbelegung vom Steuergerät. Oh nein, das hätte nicht passieren dürfen. Das war jetzt richtig scheiße. Ah, das war dumm, Leute. Das muss nämlich an dem Platz, wo ich es raus habe. Egal, hier ist dann nochmal das was ähnliches für den Elektro Rapid. Das habe ich für die Schaltpläne gebraucht und so. Und zwar ist es so, dass das Auto nur 5000 Mal gebaut wurde, glaube ich. Und ja, ich habe beim Renault angerufen und ja, da hat mir freundlich mitgeteilt, dass ich bei ihm Reifen kaufen kann und einen Scheibenwischer für das Auto und ansonsten soll ich ganz weit wegbleiben damit. Ne? Grüße gehen raus ans Renault-Team, Werner. Vielen lieben Dank nochmal. Und ja, weil es eben keine Unterlagen gab und mir keiner weiterhelfen konnte. Ja, was willst du machen? Machen wir es wie bei Bedini, habe ich mir dann gedacht. Jetzt schrubbst du die Karre auseinander. Musst es halt selber begreifen. In diesem Begreifen, bliblablub, ist es durch einen 1 zu Milliarde Zufall dazu gekommen, dass ich tatsächlich Kontakt mit dem Konstrukteur des Steuergerätes von diesem Auto Kontakt bekommen habe. Grüße gehen raus an Löhle und vielen lieben Dank nochmal, mein Guter. Ich glaube zwar nicht, dass er meine Videos guckt, aber ne, der Mann, der hat mir richtig geholfen. Ne? Und da habe ich dann auch die technischen Unterlagen gekriegt, die ganzen Schaltpläne, bliblablub. Und ich habe das Auto durchgespielt. Musste ich, weil es eben keine Fehlersuche ist. Mir konnte ja keiner helfen. Oder ich habe halt auch keinen gefunden. Bei der Suche nach Hilfe habe ich eben Löhle gefunden, der mir dann auch geholfen hat. Aber das Gesamtverständnis über dieses Auto, wie das dann alles funktioniert, warum macht die Pumpe das, warum der Lüfter das, wann macht er das, warum macht er das, weißt du, das habe ich mir alles, das wollte ich alles wissen, damit ich das begreife. Und dabei hat sich dann im Laufe der Zeit ein sehr, sehr finsteres Bild geäußert, sag ich jetzt mal, oder geformt. Und ich habe zwei A4-Seiten, ich hatte das auch schon mal in dem Video beschrieben, irgendwo sind die, das muss ich irgendwann mal noch machen, sind zwei A4-Seiten, wo ich sage, dass die Punkte, die ich da aufgeschrieben habe, Punkte sind, die beweisen, unwiderlegbar, dass hier absichtlich schlecht gebaut wurde. Also, na, was ich schlecht gebaut wurde oder halt nur mit einer Gehirnhälfte gedacht oder so. Also da sind Sachen, da wirst da selbst der Laie, der keine Ahnung von Elektrik hat, sagt dann, Moment mal, der Lüfter läuft auch bei minus 50 Grad, wo der gar nicht gebraucht wird, nur um Energie zu verschwenden, dass du nie so weit kommst. So ein grober Überschlag von mir ist, wenn ich diese Punkte abarbeite, dann behaupte ich, dass dieses Auto von 1992 einen BMW Mini Elektro besiegt. Mal eine Kampfansage. Ne? Und wenn man das jetzt wirklich machen will, da bräuchte ich keine Ahnung. Also das ist jetzt keine Sache von in einer Woche oder so. Ne? Also da gehört da schon ein bisschen Hirnschmalz dazu. Schaltungen bauen, entwickeln, die es eben noch nicht gibt und etc. Ne? Da weiß ich auch noch nicht, wie es weitergeht. Zum Auto kommt dann auch noch mal ein Update, wo der aktuelle Stand da mal so ein bisschen und damit ihr ein bisschen, also da braucht ihr jetzt nicht so eilig drauf warten, sag ich mal. Ne? So, was haben wir hier? Defekte, ah, das war mein Bastellicht über der Bastel-Dings. Bastelplatz, unten. Defekte Neonröhre an Joule-Tief. Kann ich wirklich nur, kann man sich schon mal angucken, das Video, weil ich dort eben zeige,
dass das, was ich zeige, geht nur mit einer kaputten Nierenröhre. Fragt mich nicht. Guckt sie euch an. Fragt den Professor. RMF Charger Version. Das hatten wir doch schon. Guck mal hier. Ist doppelt hochgeladen, Strottel. Hä? Ah, okay, guck mal, hier ist ein Doppel-Upload. Hab ich gar nicht gemerkt. Sorry. So, E-Semmel, ne? Also die E-Videos lassen wir jetzt mal weg. Da gibt's nur noch ein lustiges Video. Ja, dann ging's los. NBN, also dieses Netzwerk, was es nicht gibt, hat dann angefangen, Pakete zu verschicken, die es nicht gibt. An Empfänger, die es nicht gibt. Und Leute, die es nicht gibt. Und Zuschauer haben es dann gesehen, die gibt's auch nicht. Ne? Ja, also wir tun uns halt untereinander in NBN so gut wie möglich helfen, versuchen zu helfen, ne? Keine Ahnung, ach, haben wir mal ein Beispiel. Ja, keine Ahnung, irgendjemand sitzt im Hangout, bastelt irgendwas und verflucht seine Lötpumpe. Ja, im Zweifel, wir haben sie schon ein paar Mal gemacht. Ja, genau, die Ostsee-Aktion von Mischa, da hat NBN Geld zusammengelegt und hat einen Ostsee gekauft, ein neues. Ne? Meistens ist so, gebrauchte Sachen machen wir und so und helfen uns untereinander. Aber kommt auch durchaus mal vor, dass mal eine Spendenaktion gemacht wird und zack, da kriegt man einer einen Ostsee neu. Ich habe auch schon Ostsees, ich habe selber eins geschenkt gekriegt. Da kommt auch noch ein Video, na gut, sehen wir dann. Deswegen dann auch die Verschenkaktion. Steuergerät am Sack, ne? Das war ja, glaube ich, so dann die Zeit, wo ich dann Probleme hatte, weil das Steuergerät Probleme gemacht hat. Ne? Ich glaube, bis dahin war ich so weit, dass alles ging. Bis auf 2 Temperatursensoren und noch irgendwas. Na, stimmt, der Relais-Abschalter hin. Ist egal, war ein paar Kleinigkeiten halt, ne? Also ist alles repariert mittlerweile. Judith beeinflusst Flamme. Das ist auch cool. Hatte damals auch mehr Aufrufe, ne? Also wie gesagt, das sind halt Videos, die haben jetzt 120 Aufrufe. Die hatten damals, keine Ahnung, wahrscheinlich Tausende auf meinem alten Kanal. Weil das zur damaligen Zeit, das Juldi und so, das war halt richtig auch im Thema und so, in der Masse, sag ich mal, ne. Ja, das meinte ich, das Video, das ist ganz cool, E-Auto knacken. Hier habe ich quasi dann das Auto ohne Steuergerät betrieben. Das ist möglich bei dem Fahrzeug, hier seht ihr ja, Renault, ne. Also das schon so, wie soll man das sagen, es hilft vielleicht zu verstehen, dass das alles gar nicht so kompliziert ist. Besser kann ich es jetzt. Ne, dass man es halt, wenn man sich da reinfuchst, kannst du halt mit 2 Treten die Karre fahren. Hashtag kriminelle Energie. Oh mein Gott. Egal. Wird der RMFS richtig? Ah ja, das ist cool. Jungs, hier hat sich dann mal was zusammengefügt. Das Auto hat ja, wie gesagt, ist ein E-Auto, hat ja Nickel-Cadmium-Batterien. Flüssig, wichtig. Und ich habe schon mit dem RMF, haben wir die zusammen regeneriert, da wart ihr mit dabei, ne? Ich habe da immer Videos gemacht und etc. Und das Ergebnis ist noch fast geheim. Ein paar wissen es schon. Das wird dann so. Ja, freut euch schon mal, Jungs, ne? Gut. Das, wie gesagt, kommt dann beim E-Auto, geht irgendwann mal weiter. Ich weiß nicht. Bedini Lüfter Triggerabnahme. Ja, da hatte ich damals die Triggerabnahme beim Bedini gezeigt. Gegen Plus, gegen Minus. Ne? Ja. Im Grunde genommen, dieses gegen Plus ist dann ja so ein bisschen das Action for Free Jultief gegen Plus, die Schaltung. Ne? Das war aus den Erkenntnissen von damals, von vor 12 Jahren oder so, das habe ich einfach mal beim Jultief ausprobiert. Mehr nicht. Das ist das große Geheimnis von der Schaltvariante. Ne? Segel on Bob oder die damals wussten das ja schon. NBN Lieferung und AGM Schrott. Ah, guck, hier hat der Falco die dann abgeholt. Die Schrottbatterien. Ne, die eine hat sich aufgesägt. Das sind die, das ist da, wo er sie abgeholt hat. Da hat er mir, vor circa 4 Jahren hat Falco mir die AGM sehr günstig vom Werkstoffhof. Guck, da ist es. Ich hab, da ist sogar ein bisschen Beschreibung. Ne? Was ich euch gesagt habe, sehr günstig. Na, siehst du, hab ich noch eine Schnauerung gehabt. So, Planung, Übersicht, E-Auto, da gehen wir uns nicht näher drauf ein. Obwohl, in einem von diesen E-Auto-Videos ist natürlich auch die Erklärung so ein bisschen, da habe ich schon den Zettel mal ins Video gehalten. Egal. Ach, guck mal, wir haben noch ein Video. Und zwar ist das auf
Ammonium Alone, Aluminium, Aluminium Alone, wie ich eine Autobatterie umrüste, aber auf Aluminium Alone, nicht auf Kali Alone. Und das Aluminium Alone ist so ein bisschen Ampere-Tuning, dass halt die Norm, dass die Batterie halt die normalen Werte etc., aber der Rückladeeffekt ist nach meinen Testerkenntnissen wesentlich weniger. Wesentlich. Jetzt fast wieder gesagt, das Wort mit D. Google lügt, eBay Kleinanzeigen geht auch ohne Lügen. Ach ja, das ABK-Installation und so, naja gut. Geht halt auf allen Gebieten, ne? Es geht immer anders. Man kann immer irgendwie, ne? Segler einmal zu VEB Sachsen. Ha! Naja gut, das ist ja jetzt so Historie, ne? Naja. Könnt ihr euch ja mal angucken, da ging's, also das war mein Versuch, die, gerade die RMF-Technik oder Bausätze zum Verstehen, Spielen, Kennenlernen und so auf den Markt zu bringen eben, das ist leider gescheitert. Und ja, ist halt so, ne? Elsterglanz will's wissen, bitte. Das war eine Frage aus Discord, glaube ich. Elsterglanz, ne? Oh, ich weiß gar nicht mehr, um was ging. Ich weiß noch, Elsterglanz ist aus Discord war, da hast du mich irgendwas gefragt. Hab ich gesagt, mach Kamera an, zeige ich dir. Bitte, da ist es, keine Ahnung, was das war. Ja, Bäckle von Löhle, genau. Da hat er ja, genau, da hat mir ja dann noch den Bügel. Ich hatte das Steuergerät hingeschickt, da hat er, da war ein Conti nur kaputt, war gar nicht viel. Und da hat er mir noch einen Bügel und die Abdeckung für das Auto geschickt. Ja, das war auch cool. Löhle, ein Topmann, wirklich richtig krass, Ehrenmann, ohne Scheiß. RMF trifft Akkudoktor. Damals hieß es noch Akkudoktor, ist eigentlich jetzt falsch, ist der Akkuerfrischer. Ne? Ist eigentlich falsch. Warum habe ich das Akkudoktor? Hieß es damals Akkudoktor? Das war, glaube ich, von Thomas Ertrag. Hat der das Akkudoktor genannt? Also den Akkuerfrischer, glaube ich, das war doch das. Den hatte Thomas Ertrag, der hat ja die Bedinis gewerblich verkauft und auch dann diesen Akkuerfrischer. Wenn ihr jetzt sucht, Akkuerfrischer, nicht Akkudoktor, das sind die anderen. Ne? Das ist die Gegenseite mit den Millionen Klicks. Nachdenken. Ne? Ja, den Shop gibt's aber mittlerweile auch nicht mehr. Ne? Schade. Ja, dann ging es hier Action reagiert, da haben ja einige Zuschauer ja, das Video, glaube ich, geschickt, oder? Balkonkraftwerk ohne Netz funktioniert, ja, genau, was das war. Ja. Also, ich muss sagen, mit den Solarleuten, da habe ich auch fertig. Ne? Guten Morgen, YouTube, Abonnenten. Bla, Beschreibung, es geht vom 1.8. bis 7.8. Ach, da habe ich einen Monat jeden Tag ein Video, ja. Das war so eine Aktion, ich weiß gar nicht mehr. Das war irgendwie wegen den Zuschauern. Ich glaube, einer hat gesagt, das kriegst du nicht hin oder so. Und hab gesagt, das kriegst du hin, mein Guter. Ne? Alle Jahre wieder, bald wieder Ozonloch. Was ist mit Cache überhaupt? Ne, das muss ein bisschen lustig machen über die Dogmen und Pferde, die immer durch. Ne, die Säue, die durch die Dörfer getrieben werden. Läuft der Hubel nur gut, das ist ja wieder E-Auto. Dann hier Bad Brandenbacher Zitronenlimo, ich habe sogar einen Namen hingeschrieben, die haben mich noch nicht mal verklagt, krass. Bad Brandenbacher, top, Leute. Na gut, die nehmen das nicht ernst, ne? Limo oder Medizin, heute wird schon schreiben, Limo oder Gift. Nachtschicht, Akkugeflüster mit Action. Ach, das war ja die Regenerierung. Ich habe halt quasi die Videos jetzt vom E-Autos, sind alles wie ich den Akku regeneriere. Hab ich halt gezeigt. Dass es jeder selber machen kann. Batteriekasten, dann haben wir Verteiler gedruckt mit dem Wasser. Ich will gar nicht dran denken. Weitere Zellen abgeschmiert, naja. Dann hat man hier PC-Lüfter 20.000 Umdrehungen anders gewickelt. Das ist die Hans im Glück-Wicklung, wenn ich mich recht erinnere. Ich denke. Und ja, das ging richtig gut ab. 20.000. Bier- und Wasserbetrug in Gürmen. Reinheitsgebot. Hashtag eher sterben. Ja, moin. Ne, dass halt ihr dürft halt kein Bier nach dem Reinheitsgebot trinken. Müsst ihr eigentlich mit der Geschichte. Oder guckt euch halt das Video. Schlippt der Adlerschuss alles. Ne, also Bier ist nicht Bier. Zellenspannung ist wieder da. Oh nein, da verrate ich doch schon was. Born Ketchup, der Chemie-Cocktail in einer Flasche. Das ist so ähnlich wie bei
Beim Monde sei mir Rotz, da ist ja kein Zucker drin, ne? Aber sechs Süßstoffe oder so ein Dreck. Die noch viel schlimmer sind wie Zucker. Was geplatzte Fluoridadern in den Quellen. Ach ja, genau, das ist unsere. Die käuflichen Quellwasserdinger, da ist immer ein sind immer Fluoridadern neben den, also in den Quellen direkt. Und ja, bei meiner Quelle ist das, meine Quelle ist halt kaputt, ne? Naja, macht ja nichts. Ja, hier war dann so ein Repariervideo mal, als ob 4000 Euro. Das scheiß Ding, Alter, what the fuck? Also Repariervideo scheint gut anzukommen. Akkus sind wieder drin, naja. Sächsisch, Rassismus gegen die Welt. Das ist auch interessant, da kann ich euch mal T-Code Edi empfehlen. So sprachforschermäßig oder sprachlich, dass man da, das ist ein Riesenpunkt später geworden damals, wo ich Edi kennengelernt habe, wusste ich noch gar nicht, wie wichtig er ist. Ne? Grüße gehen raus, mein Guter. Wasserverteiler, das ist wieder Auto. Off-Grid Segelohrenbob. Ja, da haben sie den ersten Strom damals abgedreht. Und dann hat er mich angerufen und gefragt, ob ich noch einen Wechselrichter habe, mit dem wir die Netzspannung nur vorgaukeln können. Ne? Und ich hatte tatsächlich noch eine Gurke da, die ich nicht gebraucht habe, auch unbedingt. Zack, ins Auto zum Dorsten haben wir Off-Grid Dorsten gemacht, ne? Die Gasheizung, ne? Haben wir da angeklemmt, ne? Alter, guck dir das Video an. Die Drähte hier, hau ab, Alter, alles offen und. Also da, glaube ich, die Innung würde das Video, glaube ich, gerne sperren lassen. Die Geschichte des 3D-Druckers, das ist auch ein interessantes Video, dass die halt 1910, 20 schon 3D-Drucker hatten und damit Häuser drucken konnten, sage ich jetzt mal, ne, was jetzt ja ganz neu ist, 2023 war das, glaube ich, ganz neu rausgekommen. Da hatte ich das mal rausgesucht, welches ich vor Jahren mal gesehen hatte. Ja, wieder Action reagiert hier, das ist so eine finstere Sache. Obwohl 95 Likes, euch hat es anscheinend gefallen, mir gefällt sowas gar nicht. Das ist kompletter Dünnschiss von unwissenden Leuten. Nicht, also, aber jetzt nicht Bob, mit Bob habe ich keine Probleme, alles gut. Ne? Also wir haben nicht, wir mögen uns vielleicht, er mag mich vielleicht nicht, oder keine Ahnung, also ich habe nichts gegen Bob und etc. Erst von diesen ganzen Solarbastlern, sage ich mal, noch der Vernünftigste. Also, liebe Grüße Bob, ich hast mir gegenüber, ich hoffe, ich habe dich nie so krass angepisst, dass du denkst, ich hasse dich oder so. Nee, wie gesagt, für mich bist du von diesen, die Hobby-Solarbastler, bist du für mich der zwischenmenschlich der Korrekteste ist. Ne? Jetzt mal von den Videos abgesehen, aber manche, die sind schon, da gibt's schon ordentlich Spezies, sag ich mal. Ne? Der Wasserverteiler wieder, was? Facebook 1 Million KI-Track? Ich glaube, da haben sie mich gesperrt oder irgendwas, weiß ich nicht. Ja, dann war ja die Batterien im Sack, die der Falco mitgebracht hat. Ich weiß gar nicht mehr, was ich dazwischendurch dann hatte. Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich mir dann Stapler-Batterien besorgt. Und habe die, glaube ich, auch erstmal benutzt. Die sind dann aber scheiße gewesen. Und dann haben wir die regeneriert. Und ja, jetzt haben die halt wieder 100%. Und alles, was jetzt hier läuft, Video, Handy, Kamera und alles, Laptop, hängt an den Batterien, ne? Ja, hier waren es aber, glaube ich, noch nicht regeneriert. Ich weiß es nicht. Ja, hier wieder E-Auto, das lassen wir mal weg. Neonröhren, Joule, Deep Action for Free, Zusatz. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr. Das ist auch nicht ganz so interessant. Das ist schon interessanter hier. Wie regeneriert man eine Batterie? Da ist das Hauptaugenmerk eben darauf, dass es nicht nur darum geht, eben eine Batterie zu laden, sondern die auch zu entladen im Regeneriervorgang. Ich habe auch irgendwo einen Zettel, wo das ganze Wissen, was ich über die Jahre gesammelt habe, so oft geschrieben ist, dass jemand, der einen Mikrocontroller oder ein Programm schreiben kann, diesen Zettel nehmen könnte und ein Programm schreiben. Das war eben geplant, dass dann eine komplette Regenerierstation daraus entsteht bei diesem VEB Sachsen. Ne? Aber es hat halt nicht geklappt.
Also es hat an der Kohle dann irgendwo am Ende gefehlt, ne? Und naja, egal. Google-Sicherheit ist ein Witz. Überwachte, ja gut, mein Kampf mit Google, der ist natürlich auch ein bisschen aussichtslos. Die hatte ich noch versucht, das war ja von dann halt nach dem Hack. Ja, ihr seht das sogar, der Trompeten-Rambo, die Videos. Also ich hatte auch noch einen Gaming-Kanal, wo ich auch keinen Zugriff mehr habe, der sogar noch da ist, wo alle Videos da sind. Es ist definitiv meine Stimme, ich bin das. Es gibt keine Möglichkeit von YouTube, dass ich die Videos wieder kriege. Zum Kotzen. Erst wenn du 100.000 Abos hast, von der GEZ bezahlt wirst und neben dir immer einen sitzen hast, da aufpasst, was du sagst. Dann kriegst du jedes Video wieder. Alles. Mhm. Steuergerät hier, das ist die das EEPROM vom Steuergerät. Quasi, was dem Steuergerät sagt, was das für ein Auto ist, ob das ein Rapid ist, ob, ja, alles. Ne? So, hier, Photovoltaik 50% effektiver. Dass man einfach PV-Module nachmittags, also ab Mittag dann umklappt, ne? Ist eigentlich jetzt nicht ganz so schwer. Joule-Div Alone Akku-Test. Genau, da habe ich erstmals Joule-Div an der Erika. Ist es der Erika? Du bist der Erika. An der Erika betrieben. Das ist halt die lädt halt immer wieder auf, ne? Aber interessiert ja keinen. Beziehungsweise es ist halt, ne, wenn es jetzt mit Aluminium Alone geht, das ist halt nicht so krass. Wir müssen mit Kali Alone machen. So. Dann hat man noch, oh ja, dann hat man noch, hatte ich noch eine Reihe Road to 1.000.000 Kilometer mit unserem Klima. Ich weiß gar nicht mehr, was hat man geschafft? 344.000 oder so. Und dann gab es gewisse Gründe, sag ich mal, die das Vorhaben vorzeitig beendet haben. Ich meine 340.000 mit dem 1.2er Renault. Clio ist, denke ich, trotzdem eine Leistung. Ne, ich habe dann nochmal neue TÜV drauf gemacht. Und so könnt ihr euch das mit Video angucken und haben dann verkauft, weil wir eben aus gewissen Gründen ein besseres Auto und egal. Ist halt so, ne? So, da haben wir nochmal eine Bastler-Hangout. 16. März. Ah, hier der Basti, grüß dich raus. 16. März 2014. Ja, vor 10 Jahren, guck mal, der Basti. Dann haben wir gar kein Bart gehabt. Achim wird's richten. Wassermarsch? Da bin ich jetzt komplett raus. Wie Achim wird's richten? Hat mir der Achim da die Verteiler getroffen? Oh, weiß ich jetzt gar nicht mehr, ne? Ja, vielen Dank nochmal für Achim für das, was du damals gemacht hast. Ich weiß es nicht mehr. Bedini SSG Multibox, das ist wieder das Ding, wenn ihr auf meinen YouTube-Kanal auf den Start geht. Das erste Video mit der A-Team-Musik hier. Bedini SSG Solid State Generator. An den nächsten, der nicht versteht, was Abkürzungen bedeuten. Derjenige weiß, was gemeint ist. Brauchst du übrigens nicht schreiben, ich lese es wirklich nicht mehr. Kannst schreiben, was du willst. Schreib, beleidige mich hier mit Sinn. Ist mir was schlecht und nicht. Das ist mir einfach zu dumm. So, Benzintank fürs Auto. Na egal. Also hier war dann wieder E-Auto, seht ihr, da habe ich dann viel am Auto rumgeschraubt, weil, wie gesagt, war ganz schön was auch zu tun an der Bude. E-Auto. Dann haben wir hier haben wir schon mal einen kleinen Rückblick. Aus Laderadio. Ja, moin, das ist immer noch unten. Das gute alte Laderadio. Die Batterien haben schon, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob die noch drin sind. Ne, hier ist immer noch ein kleiner Rückblick. Das war, glaube ich, noch vor dem Heck ein Rückblick. Könnten vielleicht ein paar Sachen drin sein, die jetzt eben hier auf meinem Kanal jetzt auch nicht mehr zu finden sind. Hier wieder E-Auto. Relaisschaltung mit 0 Watt betreiben. Da ging es dann schon los hier. Ich weiß gar nicht, ob das schon an dem Punkt. Nee, das war noch nicht der Punkt. Nee, das kommt noch. Also hier ging es dann schon los, dass ich wieder mal. Ne, ich hatte ja mit dem Bedini den komischen Vorfall mit der Alarmbatterie und hier hatte ich dann halt eine Schaltung gebastelt mit einem Relais, was halt nichts verbraucht. Oder 0,00 irgendwas, konnte ich halt nicht mehr messen. Ne? Also da, sag ich mal, ging so ein bisschen, sind wir wieder näher rangekommen, sagen wir es mal so. Ladeabschaltung, Entladestation, Laderegler, Abschalter, selbstgebaut, das war für die, ja, Entladestation für PV-Akkus oder etc. kann man das verwenden. Egal, es ist eine sau einfache
Wahrscheinlich auch nicht sehr effiziente Variante, aber es funktioniert. Und ja. Das ist halt, da war ich so auf dem Ding hier, alles so einfach wie möglich bauen. Seht ihr dann noch, kommen noch mal Videos. Neonröhre via Joule-Tief über Zusatzwicklung und Erde. Das können wir dann hier in das so ein bisschen, glaube ich. Nee, das hat glaube ich noch was verbraucht, ne? Ja, na egal. Hier habe ich mal Danke gesagt. Ja. Weil mir da klar geworden ist, dass, beziehungsweise wir haben es, also was ist klar, nicht klar geworden, wir haben es viele Leute geschrieben damals, dass meine Art und Weise, gerade bei den Kommentaren, unter aller Sau war und teilweise auch Zuschauer, die es auch gut mit mir gemeint haben, ich eben verkrault habe oder abgeschreckt habe oder etc. oder was weiß ich, keine Ahnung. Ne? Und ja, das tut mir heute noch leid. Ich habe dazu eben dann hier 19 Minuten habe ich ein Videobild zugemacht, Bild, was ne, auch mal meine Sicht der Dinge, ne? Ist ja immer, dass man auch mal die Gegenseite sieht und ja. Das war auf jeden Fall wichtig. Für mich diesmal, ne? Da habe ich was gelernt. Von euch. Danke. Standklima, was? Standklima als Heizung, Umbau? Ich weiß gar nicht. War, glaube ich, ein E-Auto vorbereitet. Also ist nicht ganz so krass. Aber auch nicht schlecht, ne? Also so eine Klima, da kriegst du ja so einen Raum locker bei Heizung, wenn auch kein Problem. Klima. Nee, Standklima. Ach, ich trottel. Das ist, ich nehme alles zurück. Das ist eine Klimaanlage hier, so ein mobiles Gerät. Da habe ich den Temperatursensor rausgemacht und das Ding quasi umgedreht. Dann könnt ihr die Dinger als Heizung benutzen. Ist nicht so effizient, als wenn ihr euch eine Klimaanlage kauft, die Heizung so hat. Das wäre besser, aber es ist effizienter als mit Widerstand heizen. Ne, also ich glaube, hier habt ihr 1:2 oder so ungefähr. Vielleicht der 1:3 kommt auf eure Anlage an. Photovoltaiklüge, Yellowstrom kann nicht rechnen. Ah, das war geil. Der Online-Rechner. Normal müsst ihr mal überprüfen, ob sie den mal korrigiert, ob es überhaupt noch gibt. Da hat er komplett ein Dünnschiss ausgerechnet. Yellowstrom, ne? Komplette Verarsche. Na egal. Da haben wir ja die Kriegsstrom-Geheimnisse. Leider. Da haben wir dann hier Fehler gefunden, ne? Also es ist die Autoreihe, da seid ihr wirklich live dabei, wie ich das so gemacht habe. Alle TV-Hersteller der Westel, genau, Labeln vom Feinsten, alle Fernseher, Monitore, die ihr alles, schraubt da auf, hinten die Platine, Westel, alles. Mittlerweile gibt es, glaube ich, noch ein paar andere, aber damals, wenn ich 10 Stück hatte, hätte ich mal wirklich die 10 Stück auf Video, ne, habe ich nicht gemacht, klippt mir es einfach oder nicht mehr, was noch zerklappt euren alten Monitor, guckt mal hinten rein. Wie gesagt, die ganz neuen jetzt sind, das sind, glaube ich, ein paar andere Hersteller noch. Aber damals waren alle von denen übelst hart. Unsere zwei Patienten, naja, da war der Hardcore-Patienten. Gabelstapler, Akkuzellen regenerieren. Genau, das waren dann die Zellen. Die habe ich mit dem David, war da zu Besuch da. Da haben wir die Zellen regeneriert. Das war auch mega lustig. Und ja, das sind die Zellen, wie gesagt, die jetzt hier alles am Laufen halten. Und ich habe jetzt aktuell 1,3 kW minus. Bei 13 Volt und 15 Ampere plus. Von Sonne und so, ne? Seht ihr hier draußen? Nee, ich hab zu. Naja, ein bisschen Sonne ist. Ja, Tierquälerei, das Drecksfutter hier für die Katzen. Haben leider die Leute auch nicht begriffen, ne? Denken ja, dass man dann. Na egal, geh ich gar nicht mehr drauf ein. Die Themen habe ich dann irgendwann aufgegeben, weil mir das zu dumm ist. Ganz einfach. Ja, das ist mir zu dumm. Wenn die Leute das nicht verstehen, dann ist. Da bist du halt schon zu tief drin in der RTL-Blase, sag ich mal. Gabelstapler, das war dann der zweite Teil. Da haben wir ja die Brühe gefiltert und naja. Was? Reinigungsresistenter, Supraleiter, leitender Kühlerfrosch. Das war ja mit dem Kriegsstrom und so auch lustig. 12 Volt Photovoltaik Solar Abschaltregler. Das ist quasi. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt Entladen oder Beladen ist. Das, ne, das halt
B oder entladen tust, das nicht so hoch. Ich weiß jetzt nicht, ob es entladen war, das Klubbel war dann eine Hupe, die dann hupt oder so. Nicht, dass du weißt, dass dein Akku jetzt leer ist. RMF Charger bei René, er hat schon wieder hingeschrieben, Alter. Und in den letzten zwei Videos, oh, du hast ja nie den René erwähnt. Nö, gar nicht, Digga. Junge, mach mal einen Kopf zu. Naja, die, unser, das ist so der Oberspezi hier. Das größte zwischenmenschliche Arschloch, was man so auf YouTube finden kann. Ist nicht gelistet, ne? Das ist für, wenn mir einer kommt, mit dem sein Müll oder irgendein Funken von Dreck, kriegt er den Link und ich diskutiere da nicht mehr rum. Tesla, der Übermensch, da geht's drum, das ist schon eher so ein, schon ein wichtigeres Video, würde ich jetzt mal sagen. Achso, warte mal, hier, RMF bei René, schwingt ja oder nicht, finde ich, ist auch ein sehr wichtiges Video, weil hier könnt ihr ohne Oszilloskop, habe ich euch eine Variante gezeigt, ich glaube sogar zwei Varianten oder drei, wie ihr ohne Oszilloskop überhaupt erstmal rauskriegt, ob euer RMF schwingt. Schwingt bedeutet an, aus, er funktioniert, ja oder nein. Ne? Es gibt eben auch den Fall, dass er nicht funktioniert, aber es so aussieht, als wenn er funktioniert. Und das kann man ohne Oszi oft schwer feststellen. Hier zeige ich euch, wie ihr das auch ohne Oszi machen könnt. Kein Problem. Ja, dann Tesla, der Übermensch. Nikolai Tesla soll ja einen Wechselstrom erfunden haben und also ich nenne das mittlerweile das Messias-Syndrom, dass uns irgendwelche Marionetten vorgesetzt werden, die dann 500 Patente in ihrer Lebenszeit gemacht haben bei 30 Jahren im Labor. Wir haben es mal ausgerechnet. Der hat alle zwei Monate was Weltneuheit erfunden. Aber hier habe ich doch sogar Hashtag Messias. Habe ich schon. Cool. Ne, heute Messias-Syndrom. Und in dem Video habe ich dann, ich glaube, eine Professorin oder so gefunden. Hier ist der wahre Erfinder des Wechselstroms. Ich glaube. Oder des Dreiphasen, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ist ja egal, auf jeden Fall Tesla war es nicht. Die zeigt das auch nochmal. Fand ich ganz. Ich hatte es vorher schon rausgefunden, dass das mit dem Tesla, das ist mit äußerster Vorsicht zu genießen. Es ist nicht alles falsch. Ne, da komme ich dann hoffentlich, ich glaube, ich habe ein paar Tesla-Spulen-Videos. Aber, also wenn du da nicht die Löffeln gespitzt hast, die Ohren löffeln, dann da hast du da keine Chance. Da gehst du in den 20 Jahre Bastelmarathon, der dich im Nichts enden lässt. Denn dafür ist es ja auch da. Stromautark mit Schrott und Müll für XXX Euro. Ja, das war die Anlage, wo ich damals autark mit war in der anderen Bastelkammer, genau. Ne? Auch mit fast nichts, halt Dünnschicht, ja, wollen die Leute ja nicht mehr haben. Mittlerweile Bifazila, Wintertest läuft, ihr seht doch, hier blinkt's. Manchmal geht er an, das ist im Sommer top und dann vergleiche ich den jetzt mal noch im Winter und nach dem Winter gebe ich euch dann mal ein Fazit. Gabelstapler regenerieren Teil 3, da haben wir dann, glaube ich, das war dann die Ladung und so, ne, noch ein bisschen erklärt, wie wir das machen. Hier 4 Uhr nochmal. Extern laden mit Ausgleichsladung, ja, das ist zum Beispiel so ein Punkt jetzt schon hier mit dieser Ausgleichsladung vom E-Auto. Okay, Teil 5. Auto. Gabelstapler regenerieren. Also das ist auch ganz gut die Reihe. Weil für das Verständnis, wenn euch jetzt oder ihr lest oder ihr seht, eine Bleibatterie hat, mir ist es egal, Digga, 100 Zyklen, kriegen wir das hin? Ah ne, da gibt es Videos, die auf YouTube, die das auch schaffen. Ne? 1000-2000% überlasten und dann sagen, Bleibatterien sind scheiße. Also auch mal 1000 irgendwo. Ne? Was bedeutet die Angabe 1000 Zyklen? Ganz einfach, das bedeutet, dass nach diesen 1000 Zyklen zwischen Boden des Akkumulators und innen liegender Platten dieser Abstand nicht mehr reicht, wenn es zum Kurzschluss kommt und die Zelle eben zerbraucht ist. Ne? Dann sägst du das Scheißding auf, machst das unten raus, den Schlamm, baust wieder zusammen, dann geht die wieder. Ne? Also die Zyklen bedeutet nicht,
dass die dann kaputt ist. Eine Wegwerfgesellschaft. Also das ist schon, ich denke mal, für unsere zukünftigen Generationen, denke ich, schon wichtig, das zu begreifen. Dass hier all das so gemacht wurde, haben wir die Abstände nur kleiner gemacht, dass es noch schneller geht, dass eben die Leute sagen, ja, bleib bei der Regen, sind scheiße, der. Ne? Aber bezahlen jeden Monat Strom, ne? Ich bezahle keinen Strom und hab die scheiß Bleibatterien. Ne? Ich bin ja komplett irre, ne? Das ist ja, ich bilde mir das ja alles ein hier, das Licht, das Video, dass man das noch rendern mit den Akku, das ist komplett alles Einbildung, der. So, Schauberger Repulsine Funktion. Das ist so ein bisschen Viktor Schauberger kann ich Ihnen nur ans Herz legen. Harter Tobak. Aber der Mann, finde ich gut. Mittlerweile weiß ich, dass da ein paar Sachen auch vielleicht absichtlich weggelassen wurden, um vielleicht auch selber mal nachzudenken oder dann eben drauf zu kommen und sich zu freuen. Hier ist das Grundprinzip. Auch im Vergleich aus der heutigen Zeit, dass es eben nicht mehr so ein Hokuspokus und bliblablub ist. Und da könnt ihr das, was war denn das? Flux? Wirbelrohr war das, glaube ich, nee, oder? Ich weiß nicht, oder Wirbelturbine, irgend so ein Scheiß, da findet ihr auf YouTube, Wikipedia oder irgendwo anders halt auch dann die Erklärungen. Solar, nee, das ist der Entladewarner, da war das vor uns ein Laderegler, das ist der Entladewarner. Wenn ihr PV, da hab ich auch noch Solar, da war ich auch noch Solarbastler, hier, guck mal, Beweise. Ne, einfach eine kleine Schaltung, dass wenn euer Akku, wenn der bei 11 Volt ist oder irgendwas, dass der piept, ne, dass ihr hört, dass der Akku leer ist. Gabelstapler, regenerieren. Oh, da habe ich nochmal regenerieren. Achso, da hab ich wirklich alles gezeigt, genau. Sogar Teil 8 noch, ne, wirklich alles mit Laden, Entladen, wie das wirklich machen muss, damit der scheiß Akku wieder geht. Ja, dann Hashtag einfachste Geschichte. Habe ich hier einfachste Laderegler der Welt. Würde ich heute hinschreiben, der Erde. Ne? Aber naja, so ist das halt. Netzwerkloses Bastlernetzwerk. Das war noch hier beim Markus, ne? Mit Batterien geholt oder irgendwas. Ich glaube, ja. Batterien geholt und noch irgendwas. Naja, haben wir uns ja leider nicht mehr so viel Kontakt. Auch wieder wegen dem Kommentar von mir, ne? Halt. Solaranlage, Starterbatterie oder Solarakku. Na, das war auf jeden Fall ja vor. Da reichen keine 10 Jahre, Jungs. Oder so ungefähr, ja, über 10 Jahre auf jeden Fall, ne? Ist heute vielleicht nicht mehr ganz so interessant. Dadurch, wisst ihr, habe ich ja die Staplerbatterien gezeigt, ne? Deswegen gehe ich jetzt davon aus, dass euch klar ist, dass das jetzt im Grunde genommen Schwachsinn ist. Die zwei Akkus sind Schrott. Ob eine Starterbatterie oder Solar, das ist ein LB-Schrott, ihr müsst Stapler-Akkus mit euch holen. Ne? Dann wieder E-Auto, E-Auto, das überspringen wir. Mono- oder Dünnschicht-Photovoltaik, hier haben wir nochmal noch einen kleinen Hinweis. Das sind meistens hier solche Videos nach den Tests, aus den Erkenntnissen heraus. Und vorher gab es auf meinem YouTube-Kanal halt auch die entsprechenden Tests dazu, ne? Also ich habe wirklich alles gezeigt, so gefilmt, dass ihr jedes Kabel seht, nicht geschnitten, eben, dass ihr wirklich sagt, Digga, der hat hier nicht beschissen, der hat das einfach mal gemessen, und weil damals war so viel Fake-Vorwürfe, ja, Resultat war, dass ich richtig gezeigt habe, nicht nur, ja, ist so, sind die Videos halt länger geworden, die Leute sagen dann, ja, du redest ja so viel, du redest ja so gerne, du kommst nicht auf den Punkt. Ja, Digga, soll ich einen Stummfilm machen? Denkt doch mal selber nach, wenn ich euch was zeigen will, was 20 Minuten dauert. Na klar kann ich, ich kann euch ja mal ein Video machen, wo ich 20 Minuten euch das zeigen, nichts dazu sage, weil es ist ja so, und dann sage ich am Ende so und so ist es in das Video alle. Was ist das für ein Drecksvideo, Alter? Das ist doch viel schöner, finde ich, wenn ich euch in dieser Zeit, wenn ich eben das so lange laufen lassen muss, ja, dann muss ich euch da irgendwas erzählen, oder ne? Oder wir reden ein bisschen miteinander. Oder ich rede halt mit der Kamera und bin halt geisteskrank, weißt du? Aber das ist doch besser, als einen Stummfilm zu machen, oder nicht? Weiß ich nicht. Könnt ihr gerne mal haut's meine Kommentare, wisst schon Bescheid. Dann haben wir frohen Todestag, Silvester. Da kommt dann ohne ein Video, da hat mich der Segler tatsächlich drauf gebracht. Das, natürlich, wenn die jetzt sagen, das mit den Zyklen stimmt nicht,
Die klemmen alle die Module falsch an. E-Autos, Batterien kann man regenerieren. Ist halt alles Dünnschiss. Ja, wieso soll der Kalender dann wahr sein? Oder warum soll irgendwas wahr sein, was uns erzählt wird? Ne, muss man das abwiegen. Gibt schon Sachen, die wahr sind. Aber vieles ist eben Hokus Pokus. Und da hat einen Storsten drauf gebracht. Kommt dann später, sehen wir dann, was da draus geworden ist. Wie regeneriert man einen Akku mit einem 3.0? Einfach so ein bisschen meine Erfahrung, so ein bisschen was dazu erzählt, wie man den halt regeneriert, ein paar Tipps und Tricks, ne? Also wem das halt auch wieder zu lang ist mit 11 Minuten, ich mache mir ja kein Skript, Jungs, ne? Also wenn ich das Video mache, oder ne, wahrscheinlich hat mich einer hier gebeten, da mal irgendwie was weiß ich nicht mehr, ne? Wenn derjenige das noch weiß, dass ich da einfach ein paar Tipps gebe und einfach halt mal 10 Minuten rede, ne? Und 10 Minuten, Leute, bei 10 Jahren Forschung, Basteln, Spaß am NBN und Elektro. Ja, ne, Digga, weiß ich nicht. Also in den 11 Minuten hier, Digga, das sind 2%. Versteht ihr das? Wie sehe ich denn das alles? Ich kann, aber das mache ich nicht, weil das meine Arbeit ist, wo ich wirklich monatelang diese Liste, wie du das mit dem Computer dann machst, ne? Ja, da hast es. Aber das gebe ich doch nicht für lau raus. Warum denn? Das, wisst ihr, ich habe alles verlaut, alles, aber das nicht. Ne, das sollen die Leute selber machen. Oder, ja, könnt ihr bei mir abkaufen. Gut. TQL, ja, das ist der TQL Live-Bastler Hangout. Was war das? 2019, na gut, ist ja gar nicht so alt. Leider nicht nummeriert. Oder? Es ist 131. Haben wir über 100 Hangouts gemacht? Ich gar nicht mehr. Genau, ja, was? Kalenderlüge. Ja, es war ein Titel im Thorsten, wo wir beim Thorsten waren zu Silvester. Haben wir nämlich einen Livestream gemacht. Das weiß ich noch. Habe ich einen Thorsten. Also, ich hatte den Livestream gemacht, weil ich wusste, wie es geht und so. Und wir haben dann halt, ja, ein bisschen gequatscht. Frohes neues Jahr, blablabla. Da hat man das irgendwie Neujahrsbasteln oder irgendein Müll, keine Ahnung. Und da später gehe ich auf YouTube und da hieß es, ich weiß gar nicht mehr, wie das Video ist. Irgendwas mit Todesfeier Papst Silvester oder so, weißt du? Was halt hier, was ich vor uns gezeigt habe. Und dachte, was geht denn jetzt ab, ne? Und hab dann mal mich auf die Reise begeben in dieses Rabbit Hole des Kalenders. Also das ist, es ist nicht so ein krasser Hirnfick wie in der Elektrik. Die ist noch krasser. Aber das ist schon ein harter Tobak, sag ich mal. Gerade für mich, ich hatte keine Astronomie. Ne, ich musste dann mir gewisse Sachen in Astronomie halt auch erstmal angucken, verstehen und das dann halt mit unserem Kalender und ja, das Ergebnis ist quasi die Kalenderlüge, habe ich es genannt. Man könnte so Kalendermanifest nennen, wäre wahrscheinlich jetzt im Nachhinein gesehen besser gewesen. Naja, aber ihr seht, 286 Aufrufe, das ist noch nicht die Zeit. Da war der Thorsten wieder ein bisschen zu früh und ich anscheinend dann auch dadurch, ne? Ja, und hier kann man dann schon sagen, dass es, warum auch immer, anfing komisch zu werden. Es war ja schon ein paar Mal komisch, aber die Häufigkeitsrate erhöhte sich. Da habe ich einfach Nullpunkt genannt. Ich habe auch eine Playlist dazu, die, ich glaube, die heißt Nullpunkt. Da sind dann auch, ist dann auch das Video drin. Da sind schon so ein bisschen, also ich habe Playlists auf YouTube, die könnt ihr, da ist schon ein bisschen was sortiert, bin da aber nicht der Beste, bin da ein bisschen schlampig, bin ich ehrlich. Ist halt so, ne, ihr seht ja, wie viele Videos und manchmal letzten, was war, am Freitag hier, da hab ich 4 Videos und ja, da vergesst halt mal bei jedem, was passiert. So. Dann der nächste Vorfall, Transformator transferiert die transformen Energien. Also ich denke, mit dem Titel ist ja auch alles gesagt. Ne, da zeige ich halt wieder. Also die erklären ja, dass sie da die Blindleistung nutzt, die das Kraftwerk liefern muss. Überprüft das mal. Mach das mal. Und dann machen wir ein Video. Ich mach's nicht. Eine Zensur findet nicht statt. Hashtag Messfehler. Das war dann, wo es mit dem Joule-Thief losging. Action for Free Joule-Thief. Ne, wo dann
extreme Messfehler, sag ich mal, ja, dabei erstmal rausgekommen sind und so. Und das zieht sich dann auch jetzt durch, ne? Ja, über Krieg war, 9 Leute haben es mittlerweile gesehen, teilweise gesperrt. Da hatte ich bis gar nicht mehr. Na, ist aber egal. Na, also es war, ich hatte immer so ein bisschen nicht elektrische Sachen. Kann man auch schon fast sagen, das war eigentlich schon ein bisschen politisch, ne? Wobei ich das Politische natürlich eigentlich, was ich es eigentlich schon raushalten will aus dem Kanal. Es würde natürlich viel mehr Klicks bringen, das Politik weiß ich, aber bin ich bekloppt, ja. Ich will das nie. Begreif du das mal. So, E-Auto, Lüge, Homopolar, Generator oder Motor. Hier ist, das ist auch, also sehr interessantes Video, wo die Autos von 1900 mal gezeigt werden. Die ich und Micha damals bei der Recherche gefunden habe. Da haben sie ja mittlerweile, hier seht ihr noch die Original-Website in dem Video. Die haben sogar die Website jetzt geändert, dass du die Daten nicht mehr lesen kannst. Also nicht nur, dass die Ampere und die Reichweite ist nie auf einem Papier. Weil dann kennst du ja, wäre zu einfach, ne? Du musst immer 2 Papiere und dann musst du das raussuchen und dann stellst du fest, oh krass, übel. Ne? Die Reichweite im Verhältnis zu den heutigen Autos und so. Und ja, vor ein paar Wochen, Monaten habe ich schon wieder ein Video gemacht und wollte das, glaube ich, nochmal zeigen auf der Seite, haben sie die Seite geändert, ne? Schlechter gemacht. Dann hatte mir irgendjemand mal, so wie das Video jetzt hier, einen Link geschickt von dem Film Metropolis. Und ich habe den ewig nicht angeguckt, habe da nie drauf reagiert. Ich hatte aber immer oben in der Leiste drin, also hier, ne, ihr seht, hier sind auch noch ein paar. Ich vergesse das schon nicht, Leute, ne? Ich mache das schon, aber manchmal dauert es ein Jahr oder ein halbes, sorry. Die Zuschauer, die das forderten, sind wahrscheinlich gar nicht, oder wollten, die sind wahrscheinlich gar nicht mehr da. Auf jeden Fall, ja, 200 Aufrufe. Das ist, reden wir in 10 Jahren nochmal drüber, denke ich. Dann ist das, begreifen das die Leute langsam. Also ich, trotzdem hochinteressant, da hängt ein riesen Rattenschwanz dran an diesem Film Metropolis. Und in dem Video zeige ich euch halt mal, dass die Testatica da drinnen gezeigt wird, die, also 1920 oder wann der Film war, und die Testatica ist ja 1950 erfunden worden. Egal, guckt euch an. Ne? Wie gesagt, das ist halt, versteht halt jetzt auch noch keiner. Das dauert halt noch ein bisschen. Dann hat hier erste Messfehler, Joule Thief. Hätte ich ja natürlich noch Action for Free oder so mit hinmachen sollen, können, müssen, dass ihr eben die Schritte auch seht, wie das dazu gekommen ist. Weißt du, das war mir eben auch wichtig. Ja, das sind halt auch mal ein paar langweilige Videos dabei, tut mir leid. Das tut mir eigentlich nicht leid, das ist einfach so. So, Jammer, Einmeldung, kalter Strom, Jörg Hempel. Bringt euch nichts, das anzugucken, ehrlich gesagt. Weil er ja nie, er hat ja nichts rausgehauen, nichts. Bis jetzt den scheiß Akku verschalten, da kannst du so scheißen, Markus, das ist. Aber ihr wisst es ja alle besser, ihr habt ja alle freie Energie, ihr zahlt ja monatlich keine Stromrechnung mehr, so wie ich. Ihr wisst das ja alles, ja, und dann ist doch alles gut, Digga. Dann mach, alles gut. Ich habe kein Problem mit dir, Digga. Aber mit so einem Müll, Alter. Und in dem Buch von 1897, das kommt jetzt dann später, steht da drin, wie man das hier macht. Nur mal so, ne? Aber was will ich damit? So, John Bedini, Schaltung in Resonanz, bau dir Energie. Free for all, das war, da hatte mir auch, das war bau dir Energie, hatte mir da vor Jahren bei der Joule Thief, nee, bei der AAH Challenge, die mittlerweile ja leider auch gelöscht ist, hatte er mir in eine Schaltung mitgegeben, die sollte nicht mit antreten und so. Und ich habe die dann, ja, weil ich nicht angedacht, ja gut, ist halt irgendeine Schaltung, habe nicht groß rumprobiert und nichts. Hab's dann irgendwann doch mal gemacht und ja, da sind halt nur die Eingangsbatterien gestiegen, ne? Ganz lustig. Also ich glaube, es war das Video, ja, weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. So, und hier seht ihr jetzt schon ein bisschen auch die Entwicklung von dem Joule Thief. Hier habe ich noch das echte Joule Thief nach John Bedini genannt. Ne? Weil ich definitiv hier gemerkt habe, dass das definitiv
1000% was komplett anders ist, alles ist anders, alle Effekte sind anders, weißt du? Und dann hast du Elektronik, dieses Rindvieh hier, das ist alles genau gleich. Digga, ich kann nur auslachen, Alter. Probier's doch mal aus. DC, Ladungsschwingung, das war so, also zu dieser Zeit hier, ah ja genau, das muss ich noch dazu sagen. Da war die Action-Verfriewicklung ja schon raus, sag ich mal, aber hatte noch den Namen noch gar nicht. Ne? Den Namen, das ist in irgendeinem Video, erzählt es auch Micha, dass er den Namen gegeben hat. Das war nicht ich. Nur mal für die ganzen Hater wieder, oh, der Action, das ist mir scheißegal, du kannst eine Penisbombenschaltung nennen, das ist mir doch wurscht, Alter. Ich weiß doch, wie es geht. Ne? Muss man drüber nachdenken. So. Und da ist das hier ein bisschen untergegangen, weil wir bei diesen Messfehlern, sag ich mal, an einem Punkt waren, wo wir nicht weitergekommen sind. Und ich habe dann mit Micha zusammen, liebe Grüße an Micha, haben wir dann zusammen entschieden, wenn wir das verstehen wollen oder wie auch immer, dann müssen wir beim Urschleim anfangen, ne? Also nicht hier irgendeine Schaltung bauen und dann irgendwelchen Müll erzählen, sondern Bauteile nehmen und die kennenlernen, damit rumspielen, verstehen, begreifen. Und dabei ist eben auch diese DC-Ladungsschwingung dabei rausgekommen, sag ich mal. Also ich hatte das, ich glaube, das ist auch sehr interessant. Ich weiß es aber nicht mehr, den Kanal. Scheiße. Da gab es einen YouTube-Kanal. Der hat dasselbe gemacht. Genau gleichzeitig, wie ich das gemacht habe. Ich dachte echt, Alter, ist hier eine fucking Kamera und ich schreibe bei dem ab oder der bei mir oder so, weißt du? Ich weiß gar nicht, ob das Bruno war. Ich glaube es auch nicht. Ich weiß es jetzt nicht mehr. Und das ist auf jeden Fall eine interessante Sache, die ich erstmal zurückgesteckt habe, wegen dem Joule-Tief. Auch die Schwingstufe war damals schon, also 14.01.23 gab es die Schwingstufe schon. Wie gesagt, ich habe dann mich konzentriert auf das Action-Free-Joule-Tief, bewusst, um Stück für Stück, ich kann nicht 50 Sachen gleichzeitig machen, Leute, da wirst du wahnsinnig. Kannst du machen, aber wirst halt blöd, ne? Deswegen habe ich gesagt, also das Ding liegt hier auch noch rum. Ne? Das machen wir. Nächstes ist die Schwingstufe. Und dann eventuell das noch. Oder wir kombinieren es dann noch oder was auch immer. Aber ist nicht ganz uninteressant. Das ist jetzt nichts, wo du sagst, das ist es, Digga. Aber das hilft hier oben. Besser kann ich das jetzt erstmal nicht beschreiben. Das ist ja eh, ihr seht ja hier eh nicht und so. Ich muss das ja dann erstmal alles in Videos packen und Videos machen und Aufbauten machen. Ja, hier wieder Beweis, echtes Joule-Tief. Ich hab's halt als echtes Joule-Tief, weil es halt viel besser ist. Es ist einfach alles besser. Es ist einfach alles. Da gibt's keine Diskussion. Ne? Jeder, der das dagegen redet, der hat's halt einfach nicht ausprobiert. Da weiß es nicht. Das lobt den Müll weiter. Das stimmt aber nicht. Probiert's einfach aus. Ne? Ja. Echtes Joule-Tief, erster Nachbau, das war cool, Leute. Das war richtig cool. Weiß jetzt nicht mehr, wer es war. Aber dann ging es halt los, dass Atze, VIP, Michael, blablabla, keine Ahnung, für die ich jetzt vergessen habe, sorry. Habe jetzt einfach mal drei genannt. Alle anderen seien auch, fühlt euch auch angesprochen, die dann das nachgebaut haben und auch gesagt haben, oder komisch, hab hier, ne, das war sonst beim Joule-Tief nicht so, und ne, sag ich jetzt mal, halt auch gewisse Sachen festgestellt haben. Mega cool auf jeden Fall, dass er mitgemacht hat. Und ja. Kalenderlüge 2. Hier habe ich, glaube ich, irgendwie noch eine Ergänzung gemacht oder irgendwas. Kann man sich, glaube ich, auf jeden Fall auch gönnen. Ist, glaube ich, nicht ganz 100%. Ja, aber kann man sich gönnen auf jeden Fall. Wollnisch-Manuskript. Ach, genau, das ist so cool. Da sind wir wieder bei Tick und Eli, Sprachforschung, bla bla bla. Ne? Dass man in diesem Wollnisch-Manuskript ich, Micha und Kai, wir sind die drei, die zusammen das erste Wort
vom Moinisch Manuskript ins Deutsche übersetzt haben. Und ihr werdet lachen, warum? Unten drunter ist die Antwort. Ich habe mich ja wochenlang mit Kalender beschäftigt und bliblablub und keine Ahnung. Und irgendwann bist du voll mit dem Mist und sagst, jetzt leckt mich am Arsch. Also kann ich euch nur empfehlen. Und macht eine Pause. Ne, sammelt euch mal wieder. Und das war halt, wisst ihr, bin ich halt ein Hänger und hab einfach mit Leuten gequatscht und zugehört oder auch irgendwelchen Müll erzählt, wie immer. Und da ging es irgendwie mit dem Woynisch und da sind wir dann ins Woynisch. Da dachte ich mir, ach komm, jetzt gehst du mal in das Woynisch mit rein. Lass mal das Elektrokalender, das lassen wir da alle. Wir gucken uns das einfach mal das an, mit dem Kai zusammen. Ne? Und was er da immer so macht. So. Ja, 39 Minuten könnt ihr euch angucken. Das erste Wort ist Monat. Kalender, und deswegen sind wir da auch drauf gekommen, weil ich mich vorher mit dem Kalender beschäftigt habe, wo ich das dann gesehen habe. Ich dachte, Micha, Alter, das ist doch ein Kalender. Ne, guck doch mal hin. Und weil das 12, die meisten Menschen haben ja 12 Monate im Kopf. Hier, guck, hier seht ihr es. 13. 13 Monde. Monate. Ne? Mondphasen. Und da die Mondphasen oder diese 13 habe ich halt eben in dem Woynisch wiedererkannt und dann konnten wir ein Wort entschlüsseln. Ja? Ja. Leider interessiert keinen. Jedes Video, Leute, über Woynisch, was irgendein Hokuspokus und Huiuiui und Alien waren das und ulala, Milliarden Aufrufe. Wenn es mal richtig klar ist, mal zeigst, hey, wir haben Leute geforscht. Wir haben nicht lange geforscht, Leute. 2-3 Tage, wenn überhaupt, dann hätten wir das raus. Und dann kommen die anderen 100 Jahre nicht drauf. Erbärmlich, Leute. Erbärmlich. Also das kommt dabei raus, wenn du mal aufhörst, RTL zu gucken und deine Rübe, weiß ich nicht, oder einen Geist benutzt. So, Bäckle auspacken. Nicht, dass wir so NBN-Aktion, dass eben viele Sachen hin und her geschickt werden. Ja, oder das Saar-Switch. Christian mit Saar-Bedini habe ich die da auch wieder geschrieben. Ja, da hatte sogar einen Unfall mit dem Auto, aber zum Glück nichts Körperliches, nur die Karre kaputt und so. Ich hoffe, du klärt sich alles im Guten bei dir. Und da ist auch geplant, ich habe vor ein paar Wochen habe ich schon Christian geschrieben, habe gesagt, jetzt ist Schluss, mein Guter. Wir zwei müssen uns mal sehen. Ne? Also es wird, ich hoffe, dieses Jahr wird es vielleicht nicht mehr, ich weiß es nicht. Ich denke eher so nächstes Jahr, dass ich mich mit Christian mal irgendwo treffe, irgendwie, irgendwas, mir alles scheißegal. Ich will den Mann mal kennenlernen. Mit dem haben wir viele Jahre gebastelt. Ne? Saar-Switch. Der Christian hatte dann, also es gibt ja diesen Tesla-Switch, oder? Heißt das? Ich weiß gar nicht mehr. Und Bedini hat das so gezeigt mit den drei Batterien und Christian hat da mit ein bisschen rumgespielt halt und hat da irgendwie, ich glaube, einen Elektromotor anstelle der Batterie und keine Ahnung, müsst ihr euch mal angucken. Und das, also es ist sehr interessant auf jeden Fall. Ne, der Saar-Switch wurde das genannt. Ja, wie ich euch gesagt hatte, vor ein paar Videos hatte ich entschieden, oder wir, dass mir das verstehen müssen oder beziehungsweise auch halt auch ein paar Begriffe lernen, ne, um eben auch ein bisschen ordentlich reden zu können. Natürlich verspreche ich mich auch mal, Digga, wenn ich Kilowattstunden meine und in KW sage, Digga, dann muss da ein Zusammenhang, wenn du nicht in der Lage bist, aus dem Kontext des Gesagten zu begreifen, dass ich dann KW-Stunden meinte und mich versprochen habe, deabonnier mich und geh dich vergraben, Digga, so dumm kann man doch gar nicht sein, aber es ist richtig, ja, aber naja, auf jeden Fall war es dann so, dass natürlich elektrisches Verstehen, sag ich mal, ist eine Katastrophe. Um das mal ganz vorsichtig auszudrücken. Und ja, glücklicherweise haben wir aber in unserer Community in Micha, aka der Boxenbauer, der hat Audio durchgespielt. Der hat einen Endgegner besiegt und da müsst jetzt neu starten. Da gibt's nichts mehr. Der hat den Nullblick. Wahnsinn. Und der hat's geschafft, mir zu erklären,
und vor allen Dingen das teilweise hörbar und sichtbar zu machen. Ihr seht das jetzt mit dem Spektrum-Analyzer, was dann eben irgendwo die Furnierreihe ist. Was du, wenn du dir die Furnierreihe durchliest, Alter, da wirst du einfach nur blöde. Das begreifst du. Also ich konnte das nicht begreifen. Nachdem ich das aber mit dem Spektrum-Analyzer und mit Micha und reden und blieb, also wer die Furnierreihe begreifen will, ich habe sie damit begriffen. Vielleicht hilft das dem einen oder anderen. Es ist nicht ganz uninteressant. Das ist jetzt nicht hier freie Energie oder irgendwas. Aber man muss ja irgendwo auch mal eine Grundlage haben, wo man sagt, da haben wir einen gleichen Nenner irgendwo. Ne? Wie es dann weitergeht, ist erstmal egal, aber ne? Gut. Zensur findet natürlich keine statt. Ach hier, das war, wo ich einen Shadowban reingeballert gekriegt habe. Also Shadowban halt, dass meine Videos, seht ihr ja hier, kaum noch Aufrufe. Und komischerweise genau nachdem ich die Messfehler hochgeladen habe. Aber ist klar, bilde ich mir natürlich alles nur ein. Und wir sollten alle RDL gucken. Ne? Das ist ja klar. So, da gehe ich jetzt eigentlich nicht drauf ein. Dann hat man hier nochmal einen. Wie nennt man das? Ein Remake? Nee. Ein Comeback. Und zwar der TixLPG, ne? Ich hoffe, das ist richtig, Alter. Der Tix halt, ne? Kam noch mal wieder mit der Huckepack-Energie. Ja, er hat dazu auch ein paar Videos damals gemacht. Und ja, wir konnten das ein bisschen hypen, sage ich mal. Aber leider ist es bei meinen Versuchen zumindest dazu gekommen, dass ich halt belegen oder mir selber eben beweisen konnte, dass das nicht das ist, was wir suchen. Jetzt mal ganz vorsichtig. Es mag vielleicht unter gewissen Bedingungen gehen. Das will ich gar nicht abstreiten. Aber weiß ich nicht. Also, ne, da kann es dann sein, dass die Kabellänge von 1 mm entscheidend ist. Das ist schon. Wie gesagt, wir haben es nicht hingekriegt. Ich denke trotzdem, dass da was dran ist. Aber nicht 0815, 2 irgendwas zusammenklemmen und so. Das kannst du vergessen. Brauchst gar nicht probieren. Das kannst du abhaken. So, dann, naja, Elektroatze hat dann auch den ersten Messfehler mit der ZVS. Das war so die Zeit vom Enki, wo ich mir die Enki-Videos reingezogen habe. Ich habe übrigens alle wichtigen, ich habe 3 Stunden alle Videos angeguckt, durchgeguckt. Habe mir jeden Schaltplan, ich habe alles chronologisch, wie er drauf gekommen ist. Er hat das auch in mehrere Videos verteilt, der Lümmel. Also in dem einen Video sagt er so, in dem anderen sagt er das noch. Also du musst halt drei, vier, fünf, sechs Videos gucken, damit du es begreifst. Aber ich glaube, das haben nur Leute begriffen, die es eh schon wussten. Ne? Ich habe es Spaß, sagen wir mal, den sein Kanal ist ja jetzt mittlerweile auch weg. Ich habe das, glaube ich, noch auf dem Handy. Es ist aber uninteressant, Leute. Also was heißt uninteressant? Wenn es weißt es, da brauchst du ja nicht mehr die Videos. Aber da hat er nur die Schaltpläne. Da hat er doch die Magnetfelder gezeigt, dann die Kabellänge, dass das eine gewisse Sache ist und blablabla. Es ist, denke ich mal, auch ein Zusammenspiel von 2, 3 Sachen, die bei ihm da gelaufen sind. Natürlich auch die richtige Wicklung, was ich euch ja gezeigt habe. Und meines Erkenntnisstands jetzt ist es keine freie Energie, sondern einfach nur eine effektivere Nutzung oder Mehrfachnutzung, wie man das jetzt nennen will. Ne? Gut. Ja, hier haben wir es doch nochmal. Schuldief, Abnahme, Vergleich, Trigger, versus Plus, versus Minus. Das ist, glaube ich, das Video, wo ich das dann alles nochmal gezeigt habe. Ne? Die ganzen Abnahmemöglichkeiten. Re-Upload, also siehst, vermutlich 8 Jahre oder was her, weißt du? Naja. The History of Human. Die Geschichte der Menschheit. Naja, vielleicht so. Ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe. Für mich bringt es nichts. Mir ist egal, keine Ahnung. Mir hat mega Spaß. Aber vielleicht hilft es dem einen oder anderen hier oben. Also das ist von jemandem oder von Leuten, die schon anders denken. Vielleicht hilft das so ein kleinen, weiß ich nicht. Weißt du, bei uns wird ja immer hier der Friede, Freude, Eierkuchen erklärt. Und ne,
Aber die Wahrheit sieht da schon ein bisschen anders aus, dass wir hier alles in Ruin treiben und so. Und das ist hier eben mal so ein bisschen auf den Punkt gebracht, sag ich mal. Das war die... Ah, ich weiß gar nicht mehr. Da habe ich auch was Lustiges gezeigt. Ich habe aber nicht gesagt, was es ist. Der Grundversuch war die negative Induktion. Habe ich so oder nie irgendwo jetzt gesehen oder wie, dass da mal jemand davon redet oder weil sonst immer positiv. Ne? Also beim Start, aber es geht eben auch negativ mit einem gewissen paar Tricks, sag ich mal. Und das erklärt dann eben auch, dass alle beim Schuldig falsch liegen. Ne? Das waren so die auch so ein paar Kundexperimente. Also nebenbei war, das war auch so ein bisschen die Zeit, also mit diesem Trafe, das weiß ich noch, da haben wir uns eben auch das Schuldig verklärt, wie das richtig funktioniert. Ne? Ja, ZVS, nochmal, Atze, ne? Kann ich euch nur ans Herz legen, ist so ein. Ob es jetzt 100% Enki ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. War nicht mit Dotten, ne? Ihr seht, im Discord haben wir das übertragen. Aber ich denke schon. Ne? Ja, also ich denke schon. Da, also das waren schon, was da gezeigt hat, Digga. Also da, was hab ich doch Digga gesagt? Das ist schon hart. Hier haben wir wieder Oktaven und Frequenzen. Ja. Andi, du hast ja, ich bin noch dabei, bist eine Stunde noch was. Oh mein Gott, wir haben noch nicht mal die Hälfte oder so. Das ist auch ein sehr interessantes Video. Das ist jetzt nicht, dass du sagst, ey, hier, das ist der goldene Gral und da baust du morgen freie Energiemaschine. Aber hier ist eine Möglichkeit, dass du Frequenz und Oktaven, dass du die Frequenzen mal hören kannst. Verstehst du das? Also, weißt du, also ich, für mich ist das gut. Ich denke, das ist für viele andere auch gut. Wir können eben Strom, Frequenz, das können wir nicht anfassen, das können wir nicht angucken. Und auf dem Ostsee ist auch bloß eine Funktion, zeigt das Ostsee an. Das ist ja nicht, ne? Und da ist das schon mal schön, das mal zu hören, ob es eine Quietsch und Kratz oder was auch immer, dass du mal eine Rückmeldung hast. Weißt du, wir haben ja nicht nur einen Sinn. Und umso mehr, denke ich, umso einfacher ist es. Ja, dann war noch das Auto. Leider ist das Originalvideo bis heute noch nicht wieder aufgetaucht. Das war sowas wie das PV-Manifest oder etc., wo ich eben darauf eingehe, dass die Geschichte des Autos eben ja Betrug ist, eine Lüge. Mittlerweile, das ist ja der absolute Hammer, wurde das auf Wikipedia korrigiert. Natürlich nicht wegen mir oder weil ich sowas als Witten. Nein, ne? Haben die gemerkt jetzt, Mensch, haben wir falsch abgeschrieben dazu mal, ne? Aus Versehen. Ne, also das Auto, das ist halt eine Riesenlüge und alles. Und naja, interessiert ja eh keinen. 150 Aufrufe. Wobei eben auch der Shadowban war, ihr seht das ja. 160. Bin ich nicht mehr über 200 Aufrufe gekommen, Digga. So, dann hier, siehst du, haben wir noch Wort entschlüsselt, wollen nicht mal 400 Aufrufe. Ja, meinst du, paar. 90, 10 Dislikes. Nee, Prozent, 2 Dislikes. Okay. Ja, okay. Das war halt auch wieder so eine Schaltung. Ich glaube, da hat sich die Batterie geladen oder Condi oder irgendwas hat sich da gezeigt, was auch wieder absolut krass ist. Dann Elektronik, Kompendium oder Glaskugel. Ne? Oft wird ja das Elektronik-Kompendium hergenommen, weil es schon irgendwo eine gute Quelle ist, auch fachlich sehr gut, aber bei manchen Sachen, wie bei der Blindleistung, da schreiben sie es falsch, die wissen es halt nicht besser. Ne? Die wissen es einfach nicht besser, die haben es nie ausprobiert. Ich habe es ausprobiert. Ja, wenn ihr in eurer Blase bleiben wollt, beschäftigt euch nicht mit dem Thema Blindleistung. Ganz böse. Ne? Im Grunde genommen kannst du sagen, das ist es schon. Wenn du jetzt sagst, dass du einen gewissen Teil Energie hast, damit was machst, benutzt, blablabla, und du aber hinten eine Mühe mehr hast. Und nicht nur Mühe. Ne? Das ist kein Problem. Das ist easy peasy. Das ist ja auch die. Ich weiß gar nicht, ob das ist, glaube ich, das mit den Travos. Was ich denn davor gezeigt habe, dass die Travos 0 Watt und so. Weißt du? Hm? Kannst halt auch machen. Ja, genau hier ist es. Out Dog bis in Zeig.
2019, das ist noch die alte Bastelkammer, das war der Tag, wo ich komplett, nee, noch nicht komplett, wo ich mit meinem Krempel autark war, bis auf Essen kochen, Internet und Wäsche waschen. Das war noch, ja, von meinen Eltern, sag ich jetzt mal. Also vom Nebengebäude halt, weil hatte ich ja nicht, das hätten meine Berlin ja gar nicht geschafft. Heute, ne, wie zum Beispiel jetzt hier, wird dafür das ganze Jahr gegengespeist. Für zum Beispiel meine Waschmaschinen, für meine Waschmaschine oder irgendwelchen anderen Mist, ne? Da nehme ich dann das Netz meiner Eltern quasi als Puffer. Nürnberger Flugplatz. Ach ja, das war dann auch noch so mit dem Wollen. Ich starte mal ein bisschen. Wie gesagt, da war mal ein kleiner Ausflug in Kai seine Welt, sage ich mal. Mit dem Nürnberger Flugplatz fand ich ganz Sinn. Das hat, glaube ich, der Micha dann. Ich glaube, ich und Micha. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Ist egal. Ich sage jetzt einfach Micha und ich. Einer von beiden war es, weiß nicht mehr. Wir waren zusammen. Das ist halt ein Feuerwerk geworden. Ne? Naja. So ist Krit der Inverter Überspannungsschutz Blitzschaden. Das war nämlich schon Falco halt hier so ein Ding repariert, ne? Erstes Jules-Tief Messe. Guck mal, der hieß immer noch erstes echtes Jules-Tief. Ich weiß gar nicht mehr, was man da gemessen hat. Und da hat man dann, glaube ich, den Puls schon auf dem Eingang, oder? Ich jetzt gar nicht mehr. Na, das kann ich nicht mehr so genau. Das kommt auf jeden Fall noch. Da haben wir hier, guck mal, echtes Jules-Tief, analoge Messung, befreite Energie, nicht freie. Ne? Wer zahlt die Reise zum Mond, um zu überprüfen, ob es auf den Mond geht? Ja, Mann. Ne? Ja, das war eben noch hier, immer digital gemessen, dann analog gemessen, weil ja alle gesagt haben, analog geht das niemals, was du zeigst. Hab ich analog gezeigt. Hab ich noch, das muss ein Ossi zeigen. Analog heißt ja gar nichts und so. Hab dann ein Ossi noch gezeigt. Und dann am Ende hieß halt wirklich, auf den Mund geht's nicht. Und da hab ich dann gesagt, Leute, leck mich am Arsch. Ja, das tut doch genauso. John Bedini, PGMF vs. Tesla Motor Engineer. Ja, das ist auch interessant. Das, wo die, da haben die Tesla-Ingenieure gesagt, ja, wir haben jetzt eine Möglichkeit gefunden, den Back-EMF so zu unterdrücken in der Entstehung, dass wir einen höheren Wirkungsgrad haben und so. Und in dem Video ist es aber klar und deutlich ersichtlich für jemanden, der noch ein bisschen Gehirnmasse hat und sich ein bisschen damit auskennt, das Nutzen. Die zeigen es ja auch, ne? Aber sie erzählen das Gegenteil, keiner rafft's und sagen alle, ja, die haben das so gesagt, das stimmt das. Ja, die lügen doch nie. Echtes Juli fällt langsamer, obwohl mehr Verbrauch. Da habe ich halt gezeigt, dass die Messmethoden, also das ist halt zwei Juli-Tiefs und das eine, du misst halt, das zieht mehr als das andere mit einer Amperezange oder was weiß ich hier, aber die Batterie fällt langsamer, hält viel länger. Ne? Du kannst es nicht messen. Also kannst du schon, aber nicht so. Ne? Hashtag Messgeräte. Dann hier aufschwingen. Das ist auch so, der Vorläufer von dem Modus, was ich damals in der Bastelkammer hatte, ist dann hier, die habe ich sogar noch aufschwingen genannt, weil ich nicht wusste, ne? Und das ist quasi der Modus. Die kommen Videos jetzt, was mit Modus genannt wurde. Ja, aber es noch. Guck, hier kommt dann schon Aufschwingmodus, Leute. Kann man es nicht nachvollziehen, ne? Das war mir eben auch wichtig. Aufschwingender Modus. Aufschwingmodus, hier ist schon zusammengeschrieben. Weitere Schritte, wie es dann eben weiterging. Also das hier an die. Das kann ich nur empfehlen, ne? Echtes Joule, die Rückladungsversuche, da war mir passiert, dass die Batterie. Ich glaube, zwei Aufbauten hatte ich, wo die Batterie sich geladen hat. Ne, beim Jules-Tief. Genau. Echte Rücklauf so 2 Hashtag Mikroampere. Dann Action. So, dann habe ich, hier seht ihr das auch wieder. Dann dachte ich, Action for Free Looper. Wisst ihr?
Also schon dachte ich, du gibst halt meinen Bezug auf meinen Namen, dass du halt die Videos hier findest. Wie gesagt, ihr seht's, ist ja monetarisiert, ne? Warte mal. Ja. Was? Rahmenbedingungen? Ja, AdSense, Kanalüberprüfung, Einnahmen auf YouTube, null. Hier, gibt's nicht. Ich habe keine Einnahmen. Hier geht es mir nicht darum, Einnahmen, Hype, Name, das ist nur, damit ihr das hier sehen könnt. Damit die Leute irgendwann in 5 Jahren mal nachvollziehen können, verdammt nochmal, wie ist der Name entstanden? Ihr seht das. Ne? Aber ich habe es dann Action Free Looper genannt, weil mir nichts Besseres eingefallen ist. Bedini-Style von Mischa. Ne? Mischa hat da auch ein bisschen mit rumprobiert. Also diese Videos hier, die kann ich wirklich jedem dringend ans Herz legen. Mehr könnte ich schon dazu sagen, mache ich aber nicht. Action for Looper Wicklung. Schuldief im Bedini-Style mit etwas Licht. Ne, etwas. Oh, ich wollte die Tür nicht gleich eintreten, sonst glaubt es ja eh keiner. Resultat, nicht mal das glauben sie. Ne, also von daher, mehr brauche ich gar nicht zeigen, glaubt doch eh nicht. Können eine A-Batterie leer werden? Solche Fragen, Digga, musste erstmal, wie kommt man, ne? Aber guckt euch, was passiert ist alles davor und dann erklärt sich, warum man sich solche verrückten Fragen stellt, ne? Hier war es dann schon Juldief A4F Wicklung in Klammern Looper, ne? Hier ist wieder Autorigen Sarg. Und hier ging es jetzt los, Juldief A4F Wicklung. Ich würde jetzt das sagen, ah ne, hier haben wir es ja auch schon. Aber hier ist noch der Hinweis mit dem Looper, ne? Ah ne, hier auch, A4F Looper. Ah, okay. Ich hab's auch noch mit drin. Und hier ist dann ab dann A4F Wicklung und der Modus. Was Aufschwinge ist. Okay? Ach, ich glaube, jetzt haben wir zusammen den Wahnsinn hier. Mit Name und bla. Also, ne, wie nochmal, da geht's nicht um das. Sagen wir es ganz einfach, ich habe eine andere Schaltung, die ist viel besser und da schreiben wir meinen Namen drauf. Das machen wir so. Okay? Das Kinder mir klauen, ist mir wurscht. Und interessant. Das ist uninteressant, das ist schon mega geil, ne? Und du kannst ja Batterien, wenn du es richtig triffst, lädt halt deine Batterie. Also nicht uninteressant, um Gottes Willen. Aber es geht noch viel besser, wenn du immer so geschnuppert hast. Na egal. Hat schon hier Action mit Juldief Looper. Ja gut, ne? Also mit dem Namen, ich hoffe, es ist angekommen, dass das hier eine Entwicklung war, auch von dem Namen. Ja. Hier war dann der Kai, hat das nachgebaut. Genau, der Micha hat das nachgebaut. Ja, haben viele nachgebaut, ne? Stimmt, Kai hat's. Ich glaube, ich vergessen noch ein bisschen. Der Modus 3, da habe ich noch irgendwas erklärt. Der Modus 4. Ja. Kann ich euch nur ans Herz legen, das euch mal reinzuziehen. Juldief Looper, A4F-Wicklung, der Modus 5, T-Code Eli. Das war, glaube ich, ein Video von T-Code Eli. Dann hier wieder eins vom Atze. Da hat es der Atze mal nachgebaut. Vielen lieben Dank nochmal, Jungs, dass ihr das wirklich gemacht habt. Und dann hier auch nochmal ein Video vom Atze. Das ist, Andi, das kannst du mal angucken. Es ist halt, zeigt halt alles nur, dass es doch anders geht. Ne? Aber du darfst halt auch nicht vergessen, das war 23, ne, über ein Jahr her. Das braucht ein bisschen Zeit, dass man selber begreifen und bla, da muss man noch ein bisschen Bücher lesen und so. Hier ist Autorigen Sarg. Da hatte ich, glaube ich, da habe ich immer diese Autorigen Sarg-Reihe, war im Grunde genommen, wo ich euch immer die Rechnungen gezeigt habe von unserem Stromanbieter. Damals lief alles, der ganze Bahnhof quasi auf EM-Zähler. Nee, da war schon 2. Ja, aber das meiste, ne, wo meine Oma und Oma noch gelebt hat, war das halt alles ein bisschen anders, wo die dann gestorben sind, deswegen wird der Zählerwechsel und bla, das war halt einfach so, weißt du. Und hier in der Videoreihe hat es dann gezeigt, ich glaube, immer 300 Euro gespart, dann 600 Euro, dann nochmal 600 Euro Stromkosten insgesamt für meine Familie. Unabhängig von meinem Gedöns hier, ne? Weil ich habe ja mit dem Hühnerhaus, die Hälfte der Hühnerhausanlage speist ja schon seit damals, stand heute immer noch ein, ne? Und das habe ich immer meinen Eltern oder dem Bauernhof halt gegeben, wie gesagt, für Waschmaschine oder was auch immer, dann haben wir ja die, das kommt ja dann noch die NKW-Anlage, blablabla, ne? Also sieht man halt auch, dass das finanziell dann keine Einbildung war.
Schuldi, ja, gibt's jetzt viele Videos, haben wir dann mit denen, das haben wir richtig durchgeboxt hier mit dem Schuldi, mit der Wicklung und jetzt so, damals hat das gar keiner verstanden. Mittlerweile hatte ja dann der Roy, vielen lieben Dank nochmal an Roy, er war einer, der das dann nochmal getestet hatte, noch in einer größeren Zuschauerbasis nochmal zeigen konnte, auch schön gezeigt, dass da definitiv Unterschiede sind, etc. Genau, und jetzt vor kurzem dann der Segelohrenpop. Der ist jetzt wieder da, ne? Der hat das alles verpasst hier. Der hat die ganzen Videos gar nicht gesehen. Na egal, das kriegt man hin. So, NBN-Lieferung, ne? Wieder mit dem Backlight, das ist immer mal. Vor allem, ne? Ja, genau, hier ist das mit dem Action for Free Schuldief. 1 Watt, 230, blablablub. Was ich euch gesagt habe, was aufschwinge. Und aber schon der Modus da unten bei der LED, bei dem Schuldief war, ne? Also. War für unsere Abschreiber. Müsst ihr mal meinen Kanal vorher gucken, bevor ihr behauptet, ihr habt das erfunden. Wenn es dann schon 10 Jahre ist vorher, ne? Das ist schon ein bisschen. Naja, ist halt so. Muss man, das da, hab ich so gelernt, das gehört halt dazu, ne? Ja, auch da gesagt, hier ist der Eispeiser für meine Eltern, da ist er. Oder für den Bauernhof halt, ne? Ist ja nicht nur mein, ne? Ist ja egal. So, ne, hier ist er. Scheiße, kein Datum. Seitdem läuft der. Läuft immer noch. Könnt ihr jetzt runtergehen? Könnt ihr jetzt mit der Kamera runterlaufen? Könnt ihr euch zeigen, der läuft. Ja, E-Auto wieder. Action for Free. Wicklung, Looper, Schultief, Update und Antwort. Weiß ich jetzt nicht mehr, um was es da geht. Aber wie gesagt, also alles, was Action for Free, Wicklung, Looper und A4F, Schultief. Die Suchbegriffe, die Videos, würde ich jetzt mal den Leuten ans Herz legen. In Sachen Energie. Ne? NBN Notfall bei Lieferung. Ah, da war der Felgo da. Und Mensch und Natur, guck, hier ist der Nico auch wieder. Ne? Mensch und Natur, Oma da, da war ein Felgo, das Auto dann kaputt, ne, wo der da war. Haben wir ein bisschen rumgepfuscht, ist er noch bis eben gekommen. Ja, und dann diese Videos, oder also es hat ja allgemein ein bisschen für Gesprächsstoff schon gesorgt. Meistens natürlich negativ, dass ich ein Rindvieh bin und alles falsch ist und so, ne? Grüße gehen raus in Elektronik. Das dumme Punkt, Punkt, Punkt. Nein, der hochintelligente Mensch, ne? dass ich dann, ich glaube, auch auf jeden Fall mit dem positiven Einfluss von Micha, dass Micha gesagt hat, test. Dass Micha gesagt hat, ey, war das jetzt ein Stoff oder was? Ja, den positiven Einfluss von Micha, dass ich eben das mal ordentlich messen soll und das eben auch dokumentieren soll. Ich glaube, ich mache jetzt mal eine kleine Pause, mein Programm schmiert, glaube ich, ab. Ja, dass wir eben mal ein Experiment machen, einen Vergleich, wegen, ob jetzt die Wicklung wirklich was anders macht oder nicht. Und davon habe ich vier Vergleichsaufbauten mir überlegt. Und die eben aufgebaut, da haben wir gemessen und hin und her und blablabla. Also das war so das Experiment. Ja, dann war hier nochmal Sicherungsstand, dass die Wicklung eben nirgendwo, ich habe sie zumindest nicht im Internet gefunden. War auch schon 23, ne, aber ihr habt es ja 24, habt ihr die Wicklung erfunden. Genau, Digga. Genau mein Humor. Ja, Micha dann mal, weil ich manchmal mit dem Erklären nicht ganz so gut bin, das eben nochmal gezeigt, wie man die Wicklung ganz einfach selber wickeln kann und sehr übersichtlich, sehr einfach, wunderbar. Ne? Manchmal, ja, wenn du ja da wochenlang mit solchen Zeug, da hast du richtig ein Brett vorm Kopf. Da ist schon mal gut, wenn ein Außenstehender da mal hilft. Der Fachmann vom Fach, warum die Welt so scheiße ist, ja, will ich jetzt ehrlich gesagt und nicht mehr so richtig. Ich glaube, da ging es halt auch jetzt um dieses Schuldief und die Wicklung, dass die Leute halt überhaupt nichts verstehen und alles nur totreden wollen und schlecht reden wollen und etc. und weiter ihren Müll kloppen wollen, ne? Und ja, ich glaube, das beruht hier eben auf der Wicklung und so, weil da gab's doch ja schon viel Gegenrede und so. Ja, hab ich dann hier auch, ich hab die Schnauze voll, Ende, finito. Das war eben der Punkt, wo ich dann auch erkannt habe, dass du mit Elektrikern oder Ingenieuren, mit denen brauche ich nicht mehr reden. Ne?
Mag jetzt hochnäsig klingen, ist halt so, ein Professor braucht auch nicht einen Ingenieur zu unterhalten, weil der Ingenieur kann dem Professor nichts erklären. Geht nicht, ist andersrum. Ne? Wobei die Professoren ja dann auch nur ihre Zettelchen haben. Ich schreibe meine Zettel selber, ich habe denen ihre Zettel auch, die kann ich auch lesen, ich bin nicht behindert, Digga. Ne? Den Rest müsst ihr euch selber mal ausklamüsern. Solarhühnerhaus, das ist, oh ja, auch da gesagt, das ist halt die Anlage hier, wie gesagt, die ist heute noch, die, ja, die speist immer noch die Hälfte ein und die andere Hälfte, was mein Verbrauch war, ist jetzt unser, für die Hühner. Also, die Hühner haben, wir haben dann eine automatische Tür gebaut, mit einer Steuerung, mit Tag, Licht, Hell, Zeit, extra Winter, Sommerzeit. Dann dadurch, dass es ja umsonst ist, habe ich dann gesagt, komm, ich baue noch eine LED, dass die früh ein bisschen mehr Licht haben oder länger, oder weißt du, jetzt nicht hier zum Quälen und mehr Eier legen, nein, zum Wohle des Tieres, ne? Und weil es halt eben auch kostenlos war, kann man dann solche Geschichten eben auch machen, ne? Ja. Also die Hälfte, die ist jetzt halt für die Hühner. Somit ist die Hühner alles kostenlos, sag ich mal. Ja, Blackout-Lügen, das ist diese Blackout-Scheiße, was hier seit, weiß ich nicht, 3 Jahren durch die Straßen getrieben hat. Absoluter Dünnschiss, ne? Seit 3 Jahren Blackout-Gefahr und wir müssen Angst haben und der Strom ist weg und genau, Digga. Ja. Da ich mal sage, ja, guck hier, 700 sind einfach weg. Ich glaube, in dem Video zeige ich euch eine Rechnung von Nvidia, dass eben 700 Euro weniger zu zahlen sind. Ne? Ist natürlich alles nur Einbildung, alles gefaked. Ne? Dubai LED an Action for Free Schuldi, was keine 1,4 Watt verbraucht. Das ist quasi das, was ich da zeige. Die Messung, die 1,4 Watt, sind ja wieder mit einem normalen Messgerät gemessen. Und da hast du die Rückladung oder das Aufschwingen ist ja nicht mit drin. Also, was ich dann eben im Video gezeigt habe, dass ein Schuldi, nur weil es mehr zieht, nicht mehr verbrauchen muss. Das ist erstmal kompletter Hirnfick, ne? Aber es ist so, ne? Und das ist hier damit gemeint, was keine 1,4 zieht, weil eben noch der Rückpuls. Kann ich aber in dem Fall nicht messen, beziehungsweise ich könnte schon vielleicht, aber das ist ja mein 12-Volt-System, das sind fette Batterien, das alles verkabelt, also da baue ich nicht da rum und so. Ich bin froh, dass es fertig ist und ja. So, und hier kommen wir jetzt schon zu eben der allerwichtigsten Videos. Magnetic Pole Change with Electric Pole Change. Also du kannst halt, je nachdem wie du die Spule links oder rechts rumwickelst, das magnetische Feld zur elektrischen Polung dir raussuchen. Ne? Das ist die Grundlage oder das Grundexperiment meiner Wicklung. Ne? Also wenn du kapieren willst, worum es da wirklich geht, musst du das Video angucken und begreifen, was ich meine. Ne? Dass es einfach dann nicht mehr gegeneinander ist. Fertig. Ganz einfach eigentlich. Wenn es dann weh ist, ist es einfach, ne? AC versus DC. Also WS gegen Gleichstrom. Gedanken zur Autarkie. Ja, da habe ich mal. Da hatte ich viel noch mit Elektronik mal einfach. Haben wir viel geschrieben und sein Kanal damals hat sich ja auch viel mit Elektronik beschäftigt. Leider ist der Kanal ja weg. Und da habe ich, glaube ich, mal so ein bisschen, ein bisschen was dazu gequatscht. Ich glaube, das ist auch nicht ganz verkehrt. Ne, ist jetzt nicht weltverändernd, dass du sagst, bauen wir morgen ein UFO, weil ich das Video gesehen habe. Aber es gibt die Möglichkeit, anders zu denken. Den neuen Weg. Ne? Wir machen die Tür auf und du kannst mal durchlatschen. Und nicht immer im Kreis. RMF Charger bei Action for Free. Oh nein, jetzt habt ihr mich. Er hat nicht René hingeschrieben. Ja, von wem ist denn der Schaltplan im Thumbnail? Was steht denn hier unten bei René? Ne, ich habe halt die Diode hier ausgemacht und habe mich dann dazu ergötzen lassen, bei Action for Free hinzuschreiben, weil ich ja der war, der die Diode rausgemacht hat. Darf ich nicht, ne? Du hast es ja gemacht. Ach so. Da habe ich vergessen, Digga. Das war's ja alles du. Ne, ihr wart es ja immer. Ich mache ja gar nichts. Ich schreibe nur ab bei euch und lade dann die Videos hoch. Ne? Das ist ja die Realität.
Bedini, Juldi, Style, Step Up, Step Down, würde ich auch jedem empfehlen. Weil das immens zum Verständnis beiträgt. Na, also wenn du jetzt sagst, du willst irgendwo Action verwählen, Schuldief und da, das schadet nicht, wenn du dir das Video hier mal anguckst. Kannst du dann danach eben auch Step Up und Step Down bauen, ohne IC oder sonstiges, ohne Computer und das auch zu einem halbwegs vernünftigen Wirkungsgrad. Ne? Also ich hatte hier teilweise sagen wir mal, über 80, 84 Schlüpps, ne? Bei, weiß ich nicht, 40 Volt Transformierung. Das geht schon, das ist nicht optimal, das können alle anderen besser, ja, aber können es alle anderen auch mit einer Spule, einem Transistor und zwei Dioden noch oder ein bisschen Mist. Weißt du, brauchst du kein IC, kein Programmierer, nicht funktioniert. Und beweist eben auch, dass Juldief, alle nehmen es ja nur als Step Up, ne? Wird ja nicht mal gegeben, ob Step Up oder Step Down ist, wird gar nicht unterschieden, weil alle nur im Step Up Modus sind, ne? Ja. Könnt ihr auf Wikipedia auch nachlesen, deswegen kommt es eben dann dazu, dass überhaupt keiner über Step Down redet oder das Haupt differenziert. Warum ohne? In der Welt gibt es ja alles gar nicht. Extra Free SSG Zusatzbatterien laden. Also das ist wieder dieses, ne, mit dem du 230 Volt betreiben kannst, habe ich schon noch gezeigt, wie du damit natürlich auch Batterien laden kannst. Der Modus mit Power, Action for Free, Wicklung, hier haben wir es dann Phantomspeisung, Phantomspannung genannt, weil wir uns eben auch nicht so richtig sicher waren, was das jetzt ist oder was ist hier los und blablabla, ne? Kann ich natürlich auch dieses Video wichtig, würde ich jetzt mal sagen. Ich weiß nicht, was da drin vorkommt, aber diese Wörter, da ist irgendwas Wichtiges ist da drin. Der Modus Fail. Hier wollte ich dann auch mal zeigen, oder habe ich eben gezeigt, worum es jetzt nicht ging oder woran es liegen kann oder was der Fehler war, weiß ich jetzt ehrlich gern nicht mehr, ne? Aber hier mal ein Beispiel, wie es nicht geht oder was die Fehler oder Tücken sind. So, genau, dann kam die EnKW-Anlage, die kam natürlich schon eher. Das ist jetzt der erste Fehler nach Jahren. Da wusste ich auch schon gar nicht mehr, wie lange ich die anlache, ne? Der eine oder andere Zuschauer weiß es wahrscheinlich besser wie ich. Ich weiß es nicht mehr. Ich müsste mal Rechnungen raussuchen oder so. Wenn wir die Anlage wirklich aufgebaut haben für die 1000 Euro. Und dann hoffe ich mal, dass mein Mikro hier alles aufnimmt, du. Ich darf mich nicht zu weit zurücklehnen. Ja, haben wir die EnKW-Anlage. Das war mein Test. Das ist eine Reihenschaltung von Dünnschichtmodulen. Ich glaube, 7 Schicht Dünnschicht. Damals Weltneuheit, ne, gab es in Deutschland noch gar nicht. Da haben wir noch an 3 Schicht geforscht. Ich habe 7 Schichten in China oder Japan habe ich die bestellt, ne? Haben die noch geforscht in Deutschland? Mein Cousin hat daran geforscht. Das irreal ist das. Irreal, ne? Und ja, die Anlage, das EnKW, ballert halt nun auch schon seit Jahren gegen das Stromnetz, sagen wir mal. Ne? Und ich weiß nicht, für den einen oder anderen, für die, die jetzt vielleicht noch sagen und sich denken, na, der Action, der hat ja seine Bude und da tut er aber die Wäsche, die wäscht er ja im Waschhaus unten, ne? Wir haben einen Bauernhof und da ist halt die Waschmaschine unten. Die wäscht er ja mit dem bösen Strom, ne? Ja, was braucht so eine Waschmaschine? Ich brauche keine Ahnung, also eine Maschine in der Woche, sage ich jetzt mal, wenn überhaupt. Natürlich, wenn Bettwäsche ist, mehr hast du, ne? Da bist du bei so 2 kW der Woche und speise die ganze Woche lang mit einer 1 kW Anlage gegen. Da manche nicht so richtig rechnen können, glaube ich, ist das viel mehr, als was die Waschmaschine überhaupt verbraucht. Oder der Herd, der mal eine halbe Stunde läuft, ne? Nur mal so am Rande. Juldief Messung und Frage. Action für Notlicht. Ne? Ich habe dann immer dieses Notlicht, kleine LED und ne? Das, ich lebe halt auch gerne. Ne? Und tja, ich sag mal so, wenn du das mit zu viel zeigst, könnte das wahrscheinlich Probleme geben. Glaubt halt natürlich wieder keiner, weil ja keiner irgendwas glaubt, weil keiner irgendwas versteht. Das ist verrückt. Das ist wirklich verrückt. Juldief Action for Free 2023. Ich habe schon mal ein bisschen Schaltplan und Schaltung und so mal Mai versuche, es ein bisschen ordentlicher zu machen.
Dann kommt hier der Unterschied, hier erkläre ich den Unterschied zwischen Schuldief und Sperrschwinger, was im Grunde genommen auch die Erklärung ist, dass die Erklärung auf Wikipedia falsch ist, ne? Aber ja, bleibt halt falsch, ne? Interessiert niemand. Sicher im Internet. Hier habe ich mal ein bisschen was dazu über mein Hack ein bisschen geredet, was, auf was man achten kann, dass man es verhindern kann und blablabla. Seht ihr, loben mir nicht mal meine Abonnenten, guckt nicht mal jemand an. Coriolis Bienen, wie, ah hier, das ist vom Elektronik von dem Rindvieh. Oh nein. Nein. Jetzt muss ich das wieder raussuchen. So, da sind wir wieder. Meine Stimme kackt langsam ab. ja, wo waren wir? Hier, von Elektronik, das Video. Das ist so die Geschichte. Kannst du mit Mythbusters vergleichen? Ist jemand, der halt überhaupt nichts rafft? Versucht irgendwas zu zeigen, was überhaupt nicht das ist und rafft halt überhaupt nichts dabei und dann ist das die unumstößliche Wahrheit. Ich glaube, sie werden Kirchen gegründet, oder? Bleiakkus haben 100 Innenwiderstand. Ach ja, der Wahnsinn. Zero Brain, ne? Da habe ich auch ein paar Zuschauer, die gucken den noch, ne? Mein Beileid. Da hat er erklärt, dass Autobatterien haben 100 Milliohm Innenwiderstand. Da haben wir auch ein paar Shorts. Die Shorts nehme ich jetzt nicht mit rein hier. Da habe ich mich mit Robert damals dann lustig gemacht. Könnt ihr mal ausrechnen, bei 100 Milliohm, wie viel Strom so eine Autobatterie dann noch liefern könnte, wenn das der Wahrheit entsprechen würde, ne? Könntest du nicht mal dein Auto starten? Also, ihr könnt gar kein Auto, alles Lüge. Alles Lucero Brain, wie ist das bei? Na nee, der wird bezahlt, dass er euch das so. Ach so, kriegt er Kohle. Ah, dem ist das scheiße. Ah, ja gut. Dann geht's halt nur ums Geld, ne? Auto und LKW starten geht gar nicht, ne? Hab schon ein Video gemacht, dass das gar nicht geht, weil Zero Brain das ja erklärt. Es geht nur mit Lithium-Eisen. Phosphatbatterien, so geht er mit Blei gar nicht, ne? Ja. 120 Euro. Absolut. Das wollen die Leute nicht wahrhaben, ne? Dann lieber Betrug mit falschen Angaben, da bin ich leider dann ein bisschen abgerutscht in die, ja, Lithium-Eisen-Phosphat-Verblödung. Ich dachte mir halt, du sollst halt den Leuten, die damit betrogen wurden, helfen oder den Auswegmöglichkeit bieten, aber das ist gründlich nach hinten losgegangen. Das wollen die Leute nicht hören. Die wollen weiter ihre Dogmen reiten und ihren Müll. Und naja, sollen sie halt immer wieder dafür arbeiten gehen. Was juckt mich? Ist mir doch auch egal. Kostenlose Akku-Batterie-Rückladung Free Energy. Oh nein, die haben wir sogar Free Energy gemacht, weil die Rückladung, der Rückladepuls eben die Batterie da geladen hatte. Ja, da kann man ja dann schon mal von freier Energie reden, oder? Weil, weiß ich nicht. Ist halt eine schwierige Definitionsfrage. Aber ich denke, das war auch so in. Das ist schon ein wichtiges Video. Wo du eben den Rückpuls, den es ja nicht gibt, ne? Wo alle sagen, da kann ja der Stromkreis gar nicht geschlossen, das kann ja gar nicht funktionieren. Warte. Für diejenigen, den Rest musst du selber machen. Test 1 oder 3. Senkt meine Kamera? Okay, ich muss komplett PC neu starten. Alles abgeschmiert. Ja, moin. Was ich aber sagen will, den Rest musst du selber machen. Denk mal drüber nach. So. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir waren. Ach hier, mit der freien Energie. Ja, genau, mit dem Rückpuls, ne? Schön hier. Kann man es noch machen? Ja, ich denke, also dieses Klingeln halt. Ne? Müssen wir die Klingel drücken. Community Power Action for Free. Wicklung versus Schuldief Wickling Test Kado. Ja, der Kado das dann nochmal getestet. Ich glaube, das andere, die Aufzeichnung ist zerkratzt. Über eine Stunde. Ja, dann lasse ich's. Dann ist mir wurscht. Ich quatsche es nicht nochmal eine Stunde. Ja, dann hier mal, was ist ein Schuldief? Also ich würde sagen, so die Schuldief-Videos, die kann man sich auf jeden Fall alle mal reinziehen. Dann ein kleines Video vom Ingo, kleines Lebenszeichen nach seinem Brand. Cam in Frührente und Stream-PC. Genau, hier hatte ich damals den Stream-PC. Oh, jo, jo, das ist schon ein bisschen wie ein Jahr her. Also seit einem Jahr kenne ich Stream. Ja, ich habe einen Stream habe ich ja gemacht, den Cam haben wir ja repariert, ne? Naja. Wir können ja wieder mal einen Hangout machen, wenn ihr Bock habt. Magnetfelder, Joule-Wicklung, das war dann so ein bisschen die theoretische Erklärung. Auch würde ich jeden ans Herz legen. Wie gesagt, hat es aber auch in der Playlist, warte,
Nein, jetzt habe ich rüber geklickt. Ach, scheiße. Hier, Action for Free. Irgendwelche Stöße. Oh, das muss ich wieder raussuchen. So, hier waren wir. Was entschuldigt, genau, tages Leben. Genau, hier die theoretische Erklärung. Spam für mehr Content. Das ist nicht ganz so wichtig. Action for Free Regelung besser verstehen. Das ist auf jeden Fall hier ein sehr wichtiges Video. Da habe ich mir auch mit dem Thumbnail mal ein bisschen mehr Mühe gegeben, hatte ich euch ja dann gesagt, dass ich in Zukunft unterscheiden werde. Gepimpte Thumbnails unbedingt angucken, die anderen Videos, wenn ihr Bock habt. Ne? Genau. Das ist, da habe ich mir Professor Julius Miller zur Hilfe geholt. Und ja, unbedingt angucken. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Weniger Verbrauch von 12 Volt Batterie, das ist dann hier der Rückpuls. Und ja. Was ist da los? Real Upload nach Hack, weiß ich nicht mehr. Glaube ich nicht so interessant das Video. Es geht wieder los. Doch! ja, bisschen Community will anfeuern, ne? Wo sind wir? NBN Lost in Europa. Das war geil. Das war geil. Guckt euch das an. Das war cool. Das war eine coole NBN-Aktion. Hat sich über fünf Ecken so ergeben, dass wir jemand eine riesengroße Freude machen konnten. Und derjenige, gestern habe ich mit ihm gequatscht und er hat mir gesagt, es funktioniert noch. Guckt euch mal an. Mehr sage ich nicht. Echt, ist zwischenmenschlich mal was Schönes, ne? Natürlich jetzt so nicht ganz so interessant für freie Energie oder irgendwas. LED versus Action Free im Vergleich. Ah ne, Step Down, genau. Genau, da haben wir mal mit Step Down gezeigt. Oder in dem Fall jetzt Step Up, ne? Ja. Ach, da gab es sogar zwei Teile. Oder das war so ein Teaser, glaube ich. Wo sind wir? MBN Lust, ne? Das Wort, nämlich so ein bisschen Teaser hat ich da gemacht. So. Wir haben's, wir kommen hier, guck mal, 150. Haben wir's doch bald. Ey, ich hoffe, das hat er richtig aufgezeichnet vorhin. Ich dreh durch, ey. Wenn das Audio weg ist. Naja. Grünes Licht, was macht es? Leuchtet grün, Junge. Juri, wisst ihr doch Bescheid, ne? Wir wissen nicht, worum es da ging, haben wir, glaube ich, auch irgendwas gezeigt. Hier, dann geht's dann schon ins, ans Eingemachte. Also das ist in, das ist halt auch sehr wichtig, das Video für das mit den Magnetfeldern halt so ein bisschen zu begreifen. Ob das nur hundertprozentig richtig ist oder nicht, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall macht's einen riesengroßen Unterschied. Ne? Also im Grunde genommen kannst du sagen, entweder ist es so, wie ich es im Video sage, oder 180 Grad verdreht, das weiß ich nicht. Ne? Aber ehrlich gesagt, ich habe da keinen. Ich bin fertig damit, ich bin durch, ich mache da nicht mehr. Hack durch die Freimaurer, da wurde ich beschuldigt, dass ich halt meinen Kanal selber gelöscht habe im Hype irgendwie oder irgendwelchen Müll und Schwachsinn. Das habe ich dann hier aufgeklärt. Grüße gehen raus an. Jetzt komme ich nicht auf den Namen. Ja, moin. Hast du das kommentiert? Ja, genau. Und zwar. Ging es da RC Kall hatte mich damals ja, der Lüge bezichtigt und etc. Da hat sich aber leider selber ins Knie geschossen, weil ich gute Detektive habe in der Community. Grüße gehen raus. Und die dann gesagt haben, ey, warte mal, wir haben uns das Video mal angeguckt, Digga, da lügt doch, da hat die Batterien gewechselt und blablabla, könnt ihr euch schon mal angucken. Und da erkläre ich auch ein bisschen was zu dem Hack. Bisschen Hintergrund und blablabla, wisst ihr, das ist halt nicht hier, das ist hier irgendein Hype oder das ist, ich habe keine Ahnung, 500 Videos verloren, Alter, dümmstes, ne, da brauchen wir nicht drüber reden. Falls euch interessiert, guckt sich das eben an. Nee, keine Ahnung. Glaube ich, diese Dinger, wo meistens nicht ist, ist nicht ganz uninteressant. Manchmal ist es halt nur was, um zum Nachdenken anzuregen und manchmal ist es halt auch was, damit du was siehst oder so. Ja, dann der Fehler hier, der Ausflug in die Verblödungswelt, gehe ich jetzt nicht näher drauf ein. Kauft euch einen Stapler-Akku oder kauft euch den Müll. Mir ist es doch egal. Wenn ihr immer wieder kaufen wollt, dann kauft ihr Lithium-Eisenphosphat. Fehler auf YouTube Deutschland. Fehler Zensur. Da habe ich schon gezeigt, dass. Ich glaube, das weiß ich jetzt gar nicht mehr, was ich da gezeigt habe. Könnt ihr euch schon mal angucken. Also ein Beispiel, wo. Ja, meiner Meinung nach Zensur YouTube eben zensiert. Schöner Wohn.
Mit Lippi und Action. Ja, moin. Weiß ich nicht mehr. Glaube ich nicht ganz so interessant. Hier wird es schon wesentlich interessanter. Und zwar Induktion and Back EMF ist wieder mit Unterstützung von Julius Sumner-Miller, ein Professor. Und nach neuesten Erkenntnissen könnte es sein, dass es auf gewissen Gebieten nicht 100% richtig ist. Aber auf dem Back-EMF gesehen schon. Und hier haben wir hier NBN dreht durch. Da habe ich einfach mal einen Ossi-Donate gekriegt, Digga. Ja. Daraufhin habe ich dann auch die Verlösung, bla. Ja, hier genau, parallele Reihenverschaltung. Ich weiß nicht, ob das hier ein Scheiß-Video war oder ob das die guten sind. Weiß ich nicht. Hat stimmt mal ein paar Videos raus, 7 Minuten. Nee, das waren die falschen, glaube ich. Ich weiß nicht mehr. Ich hatte ein paar Videos rausgesucht, wo Leute eben das zeigen. Eben mal, wenn es falsch, glaube ich, hier war es aber, glaube ich, jetzt falsch. Ich weiß es aber nicht mehr. Dann nochmal die Dubai-LED. Nochmal gezeigt. Das war schon 23. Leuchtet übrigens jetzt auch. Gedanken zur Wicklung. Das war wieder so eine Kopfsache. Ne? Ist jetzt nicht zum Nachbauen, glaube ich, nicht ganz so interessant, aber ich würde es, also weiß ich nicht, ich würde es, glaube ich, versuchen mitnehmen zu wollen, wenn ich Außenstehender wäre. Ja, dann wieder einfacher PV-Regler, also damals war einfachste, ne, und jetzt ist er eben noch dazugekommen, ja gut, kann man doch auch Spaß noch machen. Einfachster PV-Regler mit 0 Watt Verbrauch über Nacht. Selber gebastelt, halt, ne, 29 Minuten könnt ihr euch dann so ein Ding selber bauen. Energieverfolgung, wo ist mein Strom? Da habe ich euch mal einen Tag lang mitgenommen in Bezug auf Energieverfolgung auf Strom. Also ich habe euch nicht gezeigt, wo ich kacken war oder so. Ne? Also jetzt kein Vlog oder so, wie die anderen das alle machen, sondern energietechnisch darauf bezogen. Ja. 100% Likes bei 600, das hat euch gefallen oder was? Gar nicht gesehen, ne? Bei so vielen Leuten 100% Likes, Digga, ne? Musst du dir mal überlegen. Und YouTube sagt, na, ne, da will doch gar keiner sehen, den seine Videos, da teilen wir nicht. Das wird gerade mal in seiner Community und 2-3 Leuten zeigen, oder wo es 100% Likes hat und fast ein 10% Like-Verhältnis, was nicht mal krank schafft. Aber, ist egal. Gut, mir das fällt dann eh, ne? RMF Charger bei Action Free Reload. Das ist auch schon wieder doppelt, ne? Das haben wir vorhin schon mal. Naja, gut, passiert. Ja, dann hier neue bifaziliare PV-Module. Genau, also dieser Regler hier, den ihr seht, der hängt an dem Modul, was ihr hier im Video seht. Hier. Also die, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, das war der Nico, hat mich angeschrieben, also Mensch und Natur, ob es nicht möglich wäre, eine Sammelbestellung PV zu machen und die bei mir hier abzuladen und dass die dann bestellt haben aus der Community, sich die Module dann abholen. Na klar, Digga, let's go. Ne? Haben wir gemacht, hat geklappt, hat alles funktioniert, haben wir noch in Marcel kennengelernt, mega cool, der fetzt. Ja, und so ergibt sich das dann halt, ne? So lernt man sich schon mal kennen, sieht sich und bibabub. Und die Jungs haben dann hinterrücks, der Nico hat ein Modul mehr bestellt, die Lümmel, dann haben die Module abgeholt, weißt du, und ich gehe hier runter und da steht da noch ein Modul. Ist mal blöd, ne? Aber Nico hat mir halt ein Modul geschenkt und das Modul hängt dann quasi jetzt hier an den zwei schwarzen Kabeln, da geht's hoch aufs Dach, ne? Wird dann der Wintertest, nach dem Winter kann ich euch dann sagen, wie es damit aussieht. PV, die totale Verblödung parallel. Was Giebader, der Diodenkönig. Das klingt nicht gut. Ich glaube, da war ich wieder böse. Das könnt ihr euch im Grunde genommen sparen. Eigenartiger Effekt beim Juldiv. Hier hat der Mischa mal diese Videos. Es gibt eben mal Audio klärt Playlist, wo erklärbare Sachen sind von Mischa im Audio in Bezug auf Elektronik. Und dann hat Mischa, glaube ich, nochmal eine extra Playlist auf meinem Kanal. Mischa heißt die. Wo dann das Video ist, da glaube ich in der Playlist drin. Ne, wo die Videos von Mischa, was er mir mal geschickt oder was ich aufgenommen habe, Hänger oder was weiß ich, hau ich dann in die Playlist rein. Ne? Angucken. Ist nur eine Minute.
Vlog 4 Community und das ist mehr so für die Community, da hat schon ein bisschen gefragt, ja, naja, nicht ganz so interessant jetzt. Ne? Strom selber machen, autark bei Atomkraftwerk MUN. Da habe ich Nico besucht. Das weißt du noch. Autark bei Atomkraftwerk. Das war ein bisschen Clickbait, ja. Also, naja, egal. Ne? Also, Nico ist ja auch autark. Ich weiß gar nicht, ob der ist ja 100%, also im Sommer ist auf jeden Fall 100%, ich weiß gar nicht, im Winter. Da muss ich nochmal fragen, du. Beim Winter auch autark ist, ich glaub's aber nicht. Ich weiß nicht, er hat gut nachgerüstet, ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall, dreiviertel Jahr ist Nico auf jeden Fall mehr als durch. Wo ich dort war, dann, also, da war alles Overload, Anschlag, Barina gekocht und, also, da geht's richtig scharf, ne. Echt auf jeden Fall, Julie, Tipps zum Aufbau. Das war dann schon die sau effiziente Variante. Und bei meinen ganzen Rumspielen habe ich das ein oder andere gemerkt, was so ein bisschen scheiße ist, was nicht. Und habe dann hier, das halt eben mal ein Video gepackt. Das sind ein paar Tipps, ne? Das ist, also, wenn er genau das haben will, was ich haben will, habe ich theoretisch alles gesagt, was ich weiß, damit ihr das hinkriegt, ne? Judy versus A411, was ist passiert? Ne? Ja, es bleibt dann wieder die Juldiv-Reihe, das eben im Vergleich zum normalen Juldiv extreme Unterschiede sich herauskristallisiert haben. Reparatur, Gartenlampe, gut, nicht ganz so interessant. Gabelstapler, Akkurieren von 3 auf 6 kW, da wollte ich auf 6 kW umbauen, mein Akku. Das habe ich auch leider nicht geschafft, bin immer noch bei 3 kW, weil 2 Zellen waren komplett Matsch. Ja, das sind jetzt hier die Versuche, den Akku noch am Leben zu... Also die Zellen hier, die kaputt waren halt, ne? Aber 2 habe ich nicht hingekriegt. Meissner Oszillator Transformer, das ist das SSG, ne? Wo ihr die 230 Volt Geräte einfach betreiben könnt. SSG Reupload. Ah, das war das Original hier. Die Steckdosenleiste, Digga, die habe ich nach Österreich oder in die Schweiz. Alter, ich komme nicht mehr auf den Namen. Wie ist dein Name? Tobi? Ich glaube Tobi, ne? Tobi? Die habe ich Tobi geschickt, das Ding. Ja. Der hat mir auch mal geschrieben, der hat eine Alone-Batterie, wo ein Radio dranhängt, ein Kalium-Alone, die seit 6 Jahren oder so, nach 6 Jahren hat er mir geschrieben, die geht immer noch, hört jeden Tag Radio. Noch nie geladen. Hab ich schon lange nichts mehr, von dir hab ich schon lange nichts mehr gehört, ja. Naja. Gut, wie gesagt, das war hier die Kabelstapler. Hier ist jetzt die erste Auswertung von mir, diese, ich sag jetzt mal, 1 kW gekauft. Ich habe ja die 1 kW-Anlage habe ich so gemacht, wie es alle machen. Gegen 0,6 kW selber gebaute Anlage, was im Grunde genommen aber nur Parallel- und Reinschaltung. Der Vergleich ist, der sich immensen Unterschiede macht. Und hier seht ihr mal in einer Minute 26 von der einen Anlage zur anderen gerannt, seht ihr bei der Kamera mal die Watt. Ja. Ist PV, wen das interessiert. Und da muss einem natürlich dann auch so ein bisschen unterbewusst klar werden, dass wenn das alle so machen und übelst viel Energie verschenken, das heißt ja irgendwo, dass alle doch schon ein bisschen blöde sind, ne? Und wenn du dann merkst, 5. Klasse Tafelwerk, dann weißt es. Und dann ist so klar, dass man mal sich die anderen Sachen nochmal angucken muss, ne? NBN-Tour vom 9. Remastered Action for Free Version. Das war doch, ja, Valamor, oder? Wo wir beim Dings waren. Ich glaube. Weiß ich jetzt. Ja, doch. Doch, beim Björn. Ich glaube, das war das. Hat den seinen Kanal, gibt es auch nicht mehr. Und naja, aber es gibt doch noch ein Video beim Segelohrenbob auf dem Kanal von dem Besuch unter Mensch und Natur. Hatte, glaube ich. Nee, das hat er gelöscht. Der hatte auch ein Video. Ja, da waren wir zu 4. oder 5. haben wir da einen Björn besucht. Eine Woche lang. War mega cool. War echt geil. Ja, dann hier RMF-Test. Was ich euch gesagt habe, mal einen RMF-Test gemacht. Hier ein bisschen repariert. Unwichtig. Juldiv-Basisabnahme. Nochmal ein Re-Upload.
Was? Müll-USB-Lader selbst gebaut, 12-Volt-Notlösung. Genau, wenn ihr mal USB-Probleme habt, auch mit Quick-Charge, aber USB, jetzt nicht hier die neuen USB-C, sondern das alte, dann könnt ihr auch jedes Handy damit auch immer noch laden. Gilt immer noch. Schulief 2023, F-Wicklung versus normal. Was steht hier? 1800% effektiver? Der muss doch lügen. Dringend angucken. Das war mir nicht klar. Ah, nee, das war das Höllvideo hier. Das war das Video, da hatte ich mich vorher nur bei der Community bedankt, ne? Das war das Video hier, wo ich dann mal realisiert hatte, dass ich da ein bisschen über die Schränke geschlagen hatte, ne? Okay. Innenwiderstandstester Akkumessgerät. Das ist, glaube ich, so ein bisschen RMF-Test. Da gibt es ja auch eine Playlist. Genau, Widerstandsmessung gleich Glaskugel. Das hängt dann hier mit dem RMF-Test zusammen. Ja, hier haben wir ein Video. Das ist noch nicht veröffentlicht. Ein bisschen aktueller, 1.7.23. Aber dieses Video werde ich erst veröffentlichen, wenn alle Teilnehmer zur zweiten AAH-Challenge ihre Dinger eingeschickt haben. Weil wenn ich das vorher zeige, schickt niemand mehr irgendetwas ein. Also das ist mein Schuldief. Bis dato, wie ich es nicht besser konnte. Und das besiegt niemand. Ja. Ne? Egal. RMF, das gekauft versus selbst gebaut. Ach, da haben wir die Ladegeräte verglichen. Genau, beim RMF, das haben wir dann gleich mal, dachte ich mir, komm, vergleichen wir nicht nur RMFs, sondern zeigen den Leuten mal, dass die ganzen gekauften Ladegeräte alle Schrott sind, all Müll, die machen überhaupt nichts. Und die Regeneriergeräte für 500 Euro, wo Fett draufsteht und das ist doch so super. Und ja, muss ich euch enttäuschen, die Leute haben einfach keine Ahnung. Die funktionieren nur, wenn die Batterie gar nicht kaputt ist, sondern nur extrem tief entladen. Also mit jedem Ladegerät die Dinger mal hochholen, ne? Mehr nicht. Gut. Batterie-Refresher do-it-yourself, RMF-Charger, Action for free. Da habe ich eine Bauanleitung gemacht, wie ihr euch einen RMF bauen könnt. Genau. Ja. Natürlich wieder nicht auf den Renny hingewiesen, wie immer, weil ich ja ein arrogantes Arschloch bin. Schuldief, mehr Licht, Schuldief, Boros. Das hatte mir Liana, Grüße an der Stelle, hat mir die Dache erst geschickt. Dringend's angucken. Dringend's angucken. Da zeige ich, glaube ich, wenn du die dritte belastest und den Back-EMF rausnimmst, dann zieht es weniger. Genau. Schuldief mit Condi über der Batterie, das ist dann so wieder so das Action for Free Schuldief. Könnt ihr euch auch mal reinziehen hier mit Condi drüber, was da so Lustiges passiert. Und dann hier. Ja, hier, wir sind selbst gebastelt, genau. Ne, bei dem RMF-Test habt ihr nicht nur einen RMF-Test, sondern auch den Beweis oder seht ihr, dass C-Tech und der ganze andere Müll eben alles Schrott ist. Günter Rempf hat zugeschlagen. Bastler versus Ingenieur. Genau, hier war, wo die Ingenieursladegeräte versagt haben, hatten Günter Rempf, er hat sich als Günter Rempf betitelt bei dem Aufbau hier, bei der Challenge und hat einfach mal Dings besiegt. Ich meine, alle Teilnehmer haben die Ingenieure besiegt. Ne? Ingenieurs wollen es aber nicht wahrhaben. Ja, warum wollen die es nicht wahrhaben? Sie können es auch nicht. Die Erklärung ist hier oben drüber. Obsolenz in den Physikbüchern. What the fuck? Hier zeige ich euch, da ging es um die Ladeschlussspannung, blablabla. Extrem wichtig. Extrem wichtig. Ne? Dass hier seit über 100 Jahren oder im Laufe der 100 Jahre eben die Ladeschlussspannung geändert worden, blablabla. Und die Ingenieure arbeiten ja mit dem Stand jetzt. Na, hast keine Chance. Hast du verloren, Digga. Das ist einfach so. Na, wissen die auch nicht, von was wir reden und so, weil das ist gar nicht, ne? MPPT versus RE-EMF Charger bei René. Theorie versus Praxis. Hier habe ich mal gezeigt, dass ein RE-EMF Charger, obwohl ja Elektronik sagt, dass der 50% Verlust hat, ist der effizienter als ein MPPT. Also ein MPPT nach Elektronik, seiner Logik, hat also über 50% Verlust. Ja, du Rindvieh, Alter. Du musst mal ein bisschen dein Hirn einschalten. Ne, mit Entladetest, alles drum und dran, dass das einfach
Es ist halt von den Ingenieuren, sie machen das nicht absichtlich, sie können nur das, was sie an Daten haben, dann bauen sie das und dann ist halt scheiße und alle wundern sich und ja, es interessiert aber im Grunde genommen eh keinen, ne? Die wollen immer ihre Kohle am Ende des Monats und fertig. Gut. Hier dann nochmal, wie regeneriert man eine Batteriezusatz? Ja, wenn ihr euch mit Batterien regenerieren beschäftigen wollt oder so, unbedingt angucken. Ne? Telegram für alle. Dann die Telegram-Gruppe gemacht. Dann, ja, RMF-Test machen wir jetzt einfach mal weiter. PKW-Batterie laden im Fahrzeug, RMF. Da habe ich gezeigt, dass, oder beziehungsweise wollte mal darauf hinweisen, dass ihr, wenn ihr mit einem RMF an einem Fahrzeug arbeitet, die Batterie einen Pol aus Sicherheitsgründen abklemmen solltet. Das kommt natürlich auch auf euren RMF an, das ist schon klar. Ich kann mittlerweile, oder ihr könnt bestimmt auch RMFs bauen, wo das kein Problem ist. Wo eben weniger Wicklung drauf ist und dadurch habt ihr weniger Back-EMF oder Selbstinduktivität der Spule. Und dann sind die Spannungsspitzen ja nicht ganz so hoch, aber dann regeneriert er aber auch nicht mehr so gut. Ne? Das muss natürlich auch klar sein. Hashtag Ampere-Tuning. Der Klimameister, der Felgo, ja, der hat mich ja, mit Klima eingedeckt. Er ist ein guter Kerl, ne? Ja, kleiner Flock mal. AA-Batterie, Akku, USB, der Self-Ladegerät. Ja, das ist wieder so ein... aber als RMF-Charger, genau. AA, USB, RMF-Charger für AA-Batterien. Erster Rückschlag. Ah ja, das soll beim Thorsten sein, ne? Ja. Dann haben wir hier nochmal auch sehr interessantes Video. 100 Jahre Ladeschlussspannung Bleibatterie. Von 1897 bis 23 dazu mal. Das eben mal gezeigt, wie im Laufe der Dings in den Büchern das eben auch verschlimmbessert wurde. RMF des 10, das Geheimnis des Back EMF. Aframengus Plug. Puh. Weiß ich jetzt gar nicht mehr, was ich da... Keine Ahnung. Morpheus, der weiße Hase. Das hab ich mal Micha hat mich gefragt, ob er das raushauen kann. Ich war klar, lad ich hoch, kein Ding. Die Rede soll jedes Kind kennen. Das muss ich mal umnennen. So viel zu wenig gesehen. Charlie Chaplin hier, die Rede vom Film des großen Diktators. Dem gibt's nichts hinzuzufügen. Auch nichts zu verbessern oder... Da hat's gesagt. 3 Minuten 28, alles gesagt. Weltneu, das Ladegerät, das war der NBN aus dem Westen, das VEB aus dem Westen, vom Achim, vom Astra. Der hat mal ein RMF gebaut, der DIN-konform ist. Ne? Ja. Den können wir quasi auch verkaufen und blablabla. Entschuldigung, die Sicherung stand, ich habe schon mal eine Sicherung gemacht, dass eben am 8.5.23 das immer alles noch falsch dasteht. Oder gar nicht komplett ist. Ne? Da ging es dann halt los hier. Entschuldigung, 2023 AFL, 5 neue Schaltpläne. Ne? Dafür war die Sicherung vor, um zu zeigen, dass es eben das noch nicht gab. Wobei natürlich jetzt wieder alle bauen, die haben alle schon zig Jahre, ne? Grüße gehen raus, in der Arzt kalt, nicht böse gemeint. Aber, ne? So läuft das, Digga. Und dann, Jungs, wenn ihr euch mal gefragt habt, warum manche Erfinder gesagt haben, wisst ihr was, leckt mich am Arsch, ihr kriegt gar nichts. Ich kann es im Blick drüber stehen. Julie 2023 New Schema, das hatte ich nochmal auf Englisch gemacht. Okay. 5 Versionen im Test. Ja, da hat man halt 5 andere Schaltpläne, 5 Möglichkeiten, die, wie gesagt, hier, 5.3. hast du dazu nichts gefunden im Netz. Ja, hier ist wieder ein bisschen VW, was verschlechtert. Ah, da geht es um Motoren. Instandsetzer deckt auf und bla, da tausende Aufrufe, ja, Milchmotor und bla. Und da erzählt er die ganze Zeit nur den Schiss, ne? Rafft halt überhaupt nichts. Und da geht es um die, warum die Autos eben schlechter geworden sind, also explizit die Motoren, dass es da der Verbraucher dran schuld ist und so, dass das hat halt alles Sinn und Grund und die verstehen es halt nicht. Die reden sich jetzt halt hier ein und naja. Weil ich halt Kapsler bin, ne? 1000
130 Seiten überflogen über unity.com. Und zwar habe ich dort auf 1130 Seiten durchgescrollt die Joule-Thief-Abteilung. Und interessanterweise, ich wusste ja damals, ich dachte mir, mach's einfach mal, ne? 7 Stunden habe ich da rumgemerkt und die Seite ist offline, Leute. Die soll wiederkommen, aber noch ist sie offline. Also bis jetzt gibt's von nur dieses Video. Grüße gehen raus, ne? Ja, hat schon eine kleine Auswertung gemacht. Natürlich kann man 8 Stunden schwer auswerten. Das ist natürlich nicht ganz so einfach. Ich habe auch schnell gescrollt und so. Ne? Nur auf die wirklich krassen Eyecatcher und so. Kann man sich auf jeden Fall mal reinziehen. Schadet nicht. Was haben wir hier? RMF-Test. Noch ein gut RMF-Test. Lassen wir jetzt mal weg, ne? Da könnt ihr euch ja mal angucken. Ganz interessant. Tut ja selbst. Battery Reval, ach so vor. Ah, da habe ich die Voltmeter, Multimeter und so auf 8650 umgebaut. Ja. Komisch, hier war noch ein komischer Effekt. Würde ich euch jetzt aber fast nicht empfehlen, das anzugucken, weil es eigentlich nur verwirrt. Ich wollte es einfach für mich damals. Und auch für den Atze, genau, der Atze war da mit dabei. Im Hangout, wo ich das da rumgespielt habe und dachte, komm, das lädst einfach mal hoch, dass Atze es eben auch mal aus meiner Perspektive sehen konnte. Und das war auch schon, waren schon ballistische Effekte. Aber jetzt nichts wirklich krasses. Vielleicht schon, aber keine Ahnung. Test zum Sonntag. Auf dem Mond geht's sicher nicht. Gar niemals nicht. Das ist ja wieder ja Action for Free Schuldief, denke ich mal. Ja, wir sind mit dem Radl da, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Wie gesagt, solche Titel, meistens ist irgendwas vor dem Kopf mit dabei. Step-Up-Converter versus Schultief. Die haben wir halt auch mal mit Ossi gezeigt und so, den Unterschied zwischen den zwei Schaltungen. Dann hier 100% mehr Licht, LEDs doppelt so effektiv betreiben. Das kann man sich auf jeden Fall auch mal angucken. Messfehler, LED an Action for Free Schultief. Also Messfehler könnt ihr im Grunde genommen auch eingeben in der Suche. Da findet ihr halt auch viele schöne Videos, ne? Zum Thema Messfehler. Das wäre so ein Suchbegriff. LED, ein Schuldief, eine Batterie, ja. Wie gesagt, das sind so. Ist auch, glaube ich, in der Playlist mit drin. Guckt die euch auf jeden Fall mal an. Wenn nicht, halt Messfehler so. Dann haben wir hier RMF Abschluss, die Gegenmessung nochmal. Resultat ist halt alle RMF Bastler, die für 10 bis 30 Euro ein Ladegerät gebastelt haben, sind besser als alles, was es zu kaufen gibt. Weil die halt zu doof sind. RMF Charger bei René, 60 Volt Version. Hier habe ich mal einen RMF Charger gebaut, der mit 60 Volt am Eingang läuft und eine 12 Volt Batterie laden kann. Krasses Ding. Da hat sogar der Kern inne geschwungen, wenn das Ding lief, ne? Aber leider hat das Falco, da sollte das mal Video aufnehmen, hat er irgendwie leider nie aufgenommen. Ja, wieder Reparaturvideo vom Scenic. Dann ja mal, wie ich bei mir Platinernte. Dann der gute Shadowban. Da habe ich dann ja noch. Hier habe ich prophezeit, dass das Linkverhältnis weiter fällt, ne? Und das war das am selben Tag? Ha, es war dann Nachmittag. Habe ich so, das Linkverhältnis fällt weiter wie prophezeit. Mit Uhrzeit ist, glaube ich, unten angegeben. Das seht ihr. Wie das bei YouTube gemacht wird, ne? Wo war denn das? Ich weiß nicht mal, welches Video das war. Ne, da wird dann erstmal, kriegst du 50 Dislikes rein, dass der Bot sagt, ja, das Video ist ja scheiße, weil es so einen Haufen Dislikes hat. Dann guckt das keiner. Und nachdem, sag mal, eine Woche oder ein paar Tage vergangen sind, machen die Dislikes wieder weg. Und das Ranking oder Rating bleibt aber negativ. Ne? Und ihr guckt dann das Video und sagt, ich weiß gar nicht, was los ist. Ne? Hast du bestimmt einen Fehler in der Beschreibung gemacht, deswegen wird das nicht geteilt. Ja, genau, der. Ne? Dann hab ich gesagt, ja, ich bild mir das alles noch ein und so, naja. Das ist halt, wenn man mal ein bisschen hinter den Vorhang guckt. Ne? Kurze Info, Vlog, ja gut, ist nicht so. Dann nochmal vom, hä, das hatte ich doch schon, das Video, oder? Ein Tagesleben? Hat man das schon wie? Ah ja, vom Gleichstrom, 220 Volt, Gleichstromhaus sozusagen, da hat es da gebrannt und so. Da hat mir der Ingo das
Video zur Verfügung gestellt, dass ich das hochladen kann, weil der hatte da, glaube ich, keinen YouTube. Nee, da hat er keinen YouTube-Kanal gehabt. Ja. Da hat er mir das geschickt, weißt du, und da hab ich gesagt, Mensch, das interessiert bestimmt viele. Wenn du das jetzt nicht hoch, darf ich es halt hochladen, weißt du? So. Groß Tataria, so hat die Technik vor 300 Jahren wirklich funktioniert. Da geht's, glaube ich, um die Lakowski-Spule und so, ist nicht ganz uninteressant. RemF Charger, ein Drahttrigger. Ja, also der RemF mit der Triggerwicklung nur eine Windung. Also ein Stück Draht. Ne? Aber es geht ja nicht. Das Video ist ja gefaked. Elektronik sagt, es geht nicht. Du geht es nicht. Ne? Geht seine Rechnung nicht auf. Dann kann es ja gar nicht gehen. Ihr müsst aber aufpassen. Die Diode. Ja gut, es ist hier nur der eine Trigger. Okay, wenn ihr die Diode rauslasst, habt schon vergessen zu sagen, da geht der Rückpuls auf euren Krempel. Ne, also Schaltnetzteil oder so, zerfatzt das ruckzuck. Kannst du die Uhr stellen. Rückpuls oder doch nicht? Da haben wir ein bisschen uns eben auch mal gegengeprüft, ne? Nicht, dass wir vielleicht schon einen Fehler machen oder so. YouTube-Umfrage sinnlos. Klimaflüsterer war Feige zu Besuch. Das ist so NBN-Lieferung. Dann Solar 12 Volt anschließen, noch Solar, ne? Das war genau vor 10, 14, na sagen wir mal 10 Jahre plus, wo Solar eben noch komplett neu war, Neuland. Und da hat ich da ein Video gemacht, das hatte aber wesentlich mehr Aufrufe damals, ne? Aber jetzt weiß jeder, wie es geht, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Jul Deep Action for Free Wicklung. Ey, mir geht langsam die Stimme aus hier. Was hier los? Mehr Licht ist nicht immer weniger. Das ist halt wieder diese Sache. Es ist mehr Licht. Es verbraucht auch mehr. Aber an deiner Batterie verbrauchst du weniger. Das ist der Hirnfick. Ja, hier habe ich dann ein E-Bike geschenkt gekriegt. Das ist nicht jetzt für freie Energie und Geschichten. Noch zwei Seiten damals. Halbe Stunde schon wieder. Ja, Mann. Ja, Eva hat gekriegt, die Karre wieder gebaut und keine Ahnung. Ich bin letztens 40 Kilometer mit dem Haufen gefahren. Geht. Ne? Felge vorne eiert aber noch. Da muss ich mal gucken. Siehst du, Johannes kann steigen, ob der die wieder gerade kriegt. Na egal. Machen wir weiter. Dann. NBN Spülfilm, da ging es darum, dass ich mit ja einem Zuschauer, einem David, mittlerweile guten Kumpel, gesagt habe, David hat gesagt, ja, wenn du willst, helfst du mit beim Dach reparieren oder so, weißt du, und habe ich mit David Dach repariert und da hat dann VEB und so, haben dann Falco und haben gesagt, komm, wir kommen einfach mal vorbei mit und weißt du, und ja. David war eine Woche, die Jungs wisst jetzt nicht, ja, Johannes war auch länger, war, also so ein kleines Treffen, ne? Noch nicht so offiziell oder einfach mal so ein bisschen, was aber auch die Vorstufen sind für das, was bald kommt, das erste große NBN, ja große, aber das erste NBN-Treffen vom inneren Zirkel. Ja, genau. So, Bosch Entladestation, ja, ja, ein kleiner Ausflug in die Bosch-Akku-Geschichte. Da haben wir die Entladestation gebaut und da wollte ich so, wisst ihr, ich hatte gedacht, so ein bisschen Akkus regenerieren und ein bisschen Kohle verdienen und so. Und aber das, naja, es geht, ne? Das Problem ist aber, du hast ein paar Akkus, die kriegst halt nicht wieder hin und dann machst du halt Minus. Also ich habe kein Minus gemacht, bin noch halbwegs, ich glaube bloß minus 0 rausgekommen, hab trotzdem jetzt keine Ahnung, braucht noch jemand solche scheiß Bosch-Akkus? Ich habe kaputte noch, ne? Weil die in alles komplett kann ich in den Zusammenbauen, geht aber nicht. So. RMF Charger mit einem Trigger. Oh, ist halt nochmal das eine Trigger-Ding hier. Ne? 100 Aufrufe. Interessiert halt niemand. Will auch keiner sehen, weil es sind ja die ganzen Dogmen runterfallen, dass die Wicklung und so und das geht ja an das Geheimnis und bla. Und ich nehme Draht. Und das ist ein Live-Bastler. Ja, das war. Der letzte Abend in meiner Bastelkammer am. Ah ja, guck mal, hab ich das Datum. Das ist ja geil. Das Datum. Das war der letzte Abend. Oder die letzten zwei Abende oder so
in meiner Bastel, oder 33. natürlich, ne, das ist ja klar. Wie wenn es dann nicht immer nach 33 wieder, ne, das ist dann wieder am selben Punkt am Fenster, nach 33 Jahren. Am 13.04. Bisschen interessant, ne? Das war der Abschluss für die Bastelkammer da. Genau. Neue Challenge? Ja, das ist der Adderbild. Das hat man doch schon, neue Challenge, oder nicht? Na egal. 666 Abo-Spezial. Ich heb das Rad für euch. Damals bei 100 Abos. Nun, ah ja! Ah, das war mein 100 Abonnenten-Spezial, Leute. Hier. Ne, weil das ja, weil ich da gehackt wurde und ich hatte dann 666 auf dem neuen Kanal, dachte ich mir, jetzt haust du das so raus als 660 Abo-Spezial. Ich weiß gar nicht, wie viel. Warte mal. Ja, ist übrigens das Video, was ich meine. Wie haben wir denn? Oh, oh, fast 900? Wird das hier aus 900 Abo-Spezial oder was? Naja, egal, mal weiter. Reparatur, Aktenvernichter, gut, das nicht ganz so, der. Ich kann mit YouTube aufhören, das war halt, wo ich den Shadowban mitgekriegt habe und so, dass das alles hier blockiert wird und so. Weil, macht ja dann fast keinen Sinn mehr, aber es waren ja trotzdem, sag mal, das Minimum waren ja so 90 Aufrufe und so, es sind trotzdem 90 Leute, die ich erreicht habe, lang mehr. Lang mehr. Ich bin zu blöd zum Suchen. Da ging es hier darum, dass die Suchmaschinen das Video mit den 100 Jahren Ladeschlussspannungen nicht anzeigen. Mittlerweile weiß ich nicht, ich habe es noch nicht wieder überprüft. Damals haben die das nicht angezeigt. Ne? Dafür soll ja auch keiner wissen. Bleibatterien, hier ein bisschen Werbung für Bleibatterien. Dann haben wir ja irgendwie Lithium-Schrott. Mein RDL, Digger. Ja, moin. Ladegeneration, wie der RMF die Welt verändern könnte. Passiert aber nicht. Scheiße. Das ist das Ding vom Achim halt. Ne? Dass man es halt abschirmsicher hingekriegt. Er hat es halt abschirmsicher hingekriegt und etc. Sodass ja, es theoretisch eben hochverkauft werden könnte. Ja. Vom Irrtum zur Aufklärung der Wahrheit über Lithium und so. Wie gesagt, das war halt der Ausflug in die Verblödungswelt. Na, ja, das war nicht so schlau. Mich wundert, dass es so viele Likes hat. Ein Dislike nur. Hä? Naja. RMF, Back-EMF, Lader oder doch nicht. Da ging es drum, dass alle Leute gesagt haben, dass das ja der Back-EMF ja negativ wäre, aber der Bezugsquelle ist falsch. Ne? Ich habe es dann hier im Video gezeigt, wie ihr sehen könnt. Ja, dass es eben positiv ist. Bedini. Die Verbindung in Hild, warum RMF und Step-Down-Converter Zwillinge sind. Ja, wer da, Schuldi, Bedini, wer da mit basteln oder so, kann euch mal angucken hier, dass ihr da die Verbindung habt zum Step-Up und zum Step-Down. Hier ist eine Spende reingekommen für, weiß ich nicht mehr, auf jeden Fall konnte ich mir da Adobe, habe ich mir da gegönnt, habe ich mittlerweile nicht mehr, weil mir das dann zu teuer war. Und ich mache jetzt meine Thumbnails wieder selber. Ja. Muss ich einfach mal Danke sagen. Ne? Tiefentladeschutz im Müllbastler-Style. Ja, wieder mal eine kleine einfache Variante. Hier mal ein kleiner Ausflug, hatte ich ein Video gesehen. Hat mir irgendwie gefallen. Hab ich was zusammengemixt. Nur 98%, 100 Likes. Ja. Ich denke, kommt gut an. Ja, mir gefällt es selber auch. Effizienteste Schuldief der Welt, ewiges Licht. Da hab ich ja voll in den Kacke gegriffen. Das Ding ist schon wieder da, Leute. Ich hab mir auch gar nicht getraut, das Video zu machen. Ja, ich bin alle immer voll Schwein. Und, das hat nicht so geklappt. Da war ich mir zu sicher. Hab ein bisschen geschlampt. Dann hab ich ja mit dem Lithium, dachte ich mir, versuch's es nochmal den Leuten das eben zu erklären. Aber das ist zwecklos. Ja, dann hier mal ein bisschen Spaß. Muss ja ein bisschen Spaß, darf ja auch mal sein. Hat schon einfach ein bisschen was Lustiges zusammengeschnippelt. Jetzt nicht so wichtig. Dann haben wir einen Podcast gemacht. Stromsparen 2.0 DC Rückpuls im Fokus. 100% Likes? Das gibt's ja nicht. Guck mal an. 400 Aufrufe, 30 Likes. Fast 10%. Krass. Das ist krass. Ne? Das ist ordentlich. Wird nicht gepusht von YouTube.
Warum? Geht dann nur um Stromsparen. Das soll ja keiner, es geht, die Videos werden gepusht, Blackout, dein Gerät braucht so viel und immer, ne, auf das. Das ist wichtig. Das andere dürft ihr nicht sehen, darf keiner sehen. Ja, wie gesagt, da gehe ich jetzt nicht drauf näher drauf ein. Ich und mein PV, das war dann auch so ein lustiger Ausflug. Also im Grunde genommen ist es die, meine Reaktion, diese Verblödung von den Leuten zu verarbeiten. Weil ich das einfach nicht in meinen Kopf reinkriege. Wie man so dumm sein kann. Ne? Auch wenn man darauf hingewiesen wird. Ne? Aber die Leute haben halt, die wollen es nicht hören. Die haben ein Brett vor dem Kopf und fertig. Verschwundene Clips, die dunkle Seite der Suchmaschinen. Haben wir da einen Podcast gemacht? Das ist ja krass. Ne, wo halt, da zeigen wir halt auch, dass so meine Seiten, meine Videos da bei den, ich glaube, 7 oder so, ja, ich glaube, 7 bekanntesten Suchmaschinen der Welt finden das Video aus Versehen nicht, ne? Na, genau, der. Ja, Lithium. Werbung, wie gesagt, ne, mit dem Lithiummüll gehen wir nicht weiter drauf ein, die sind einfach, die wollen das so in der Süd. Solarbetrug aufgedeckt, ein Blick hinter die Panels. Das war noch hier KI-Text. Ja, also, guck mal, 700 Aufrufe, hat sogar ein bisschen was gebracht. Aber, ja, wurscht. Da geht's halt hier um PV und bla, kannst du im Grunde genommen schenken, wenn du das Manifest angeguckt hast. LED-Tischlampe-Reparatur, nicht ganz so interessant. Lithiummüll. Ruhe im Block. Hier waren wir am Falco. Genau, hier habe ich noch mal was zurückgeben, ohne Hintergrundgedanken, mit Freude wahrscheinlich. Ja, der Falco bringt ja immer, ne, da die Batterien gebracht und Klima. Und da bringt es ja unser NBN-Lieferant, sag ich mal. Und der hat irgendwann gesagt, oh, ich kann den Kompressor nicht anmachen, die Leute beschweren sich im Block hier, da wohnt der hier, seht ihr, fand mir jetzt im Block. Da hab ich ja gedacht, ey, Digga, da bauen wir den so einen Silent-Kompressor mit einem Kühlschrank-Kompressor, der halt übelst leise ist. Das war am 24.12. Sagen wir mal, vor 8 Monaten. Das Ding hat er mir gestern erst gesagt, dass er damit sein Dyson ausgeblasen hat. Das freut mich wirklich. Ne? Ding funktioniert immer noch. Und ja, schön. Ne, hier seht ihr das so mal. Hier, wer noch dabei ist, weiß nicht, ob der noch dabei ist. Nachtrabe. Guck mal, ich habe Urheberrechtsverstoß und mein Video ist trotzdem online. Hätte ich jetzt Werbung geschaltet, wär's weg. Und das, da verarschen euch die ganzen anderen YouTuber. Und die lügen, dass sich die Balken biegen, aber ihr versteht das einfach nicht. Hier seht ihr's. Ne? In die keine Werbung kannst du machen, fast machen, was du willst. Ne? Wenn du Musikindustrie klaust, dann geht's nicht. Die striken trotzdem. Weihnachtsbäckle, da habe ich eine kleine Weihnachtslieferung gekriegt. Oh ja, schon am Schwitzen, du am Auspacken, ne? Ja. Genau. So, dann habe ich einfach so ein effektivstes Step-Down der Welt. Ja, ne? Einfach und dann eben noch dieses Effektiv noch mit rein. Ne, dieses einfach stammt halt noch von ganz am Anfang, falls ihr euch erinnern kann. Und dann eben noch effektivste. Weil das Ding, das ist schon ordentlich. Ne? Ich glaube, da war ich. Ich will jetzt nicht lügen, ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich glaube, da war ich über 90. Ich glaube 94 oder halt ohne IC, ohne irgendwelche Ingenieure und Zauberei und vier Beinchen, bla, wie das oft so propagiert wird. Also das ist hier. Also, ich weiß nicht, ob es noch einfacher geht. Ja, es geht noch einfacher. Scheiße. René! Mit René? Naja. Das ist gar nicht der einfachste. Hier, warte mal, da sagen wir René, Step Up, ne? Ha! Das ist Step Down. Das ist doch ein einfachster Step Down. Ja, keine Ahnung. Na, das war's mal weiter. Lithium lassen wir weg, ne? Reihenverblödung. Solar PV ist im Grunde dasselbe wie bei dem Lithiummüll hier. Ne, und das, die haben sie dann eben auch gedisliked, ne? Scheinbar hat es doch irgendjemand mal geteilt hier. So 900 Aufrufe. Und da haben sie halt ordentlich gedisliked. Und ja, ne? Und das ist dasselbe hier, Reihenverblödung mit Solar. Die sind halt so dumm, fünfte Klasse. Naja. Die Blubber-Theorie. Hier geht's Batterieverschaltung richtig. Sternpunkt oder alle einfach der Reihe nachgeklemmt. Das ist extrem wichtig bei der Parallelverschaltung von Batterien. Wird natürlich in Wikipedia falsch erklärt. Ist ja klar. Nackt
in dem Deutschen Reich. Ja, das ist auch für den Kopf wieder. Ne? Jetzt nichts Technisches. YouTube-Richtlinienmissbraucher, wo sie mich gemeldet haben. Ne, das ist aber eher uninteressant. Kapitalistische Scheiße. Feier ist zwei. So viel Aufrufe, ja. Da habe ich auch ein bisschen Dampf abgelassen über den ganzen Müll. Also im Grunde genommen kannst du sagen, alles, was den Otto Normalo umgibt, den Arbeiter an Elektrik oder elektrischen Geräten. Also wenn du es noch 5% schlechter machen würdest, dann geht's gar nicht mehr. Das ist alles der letzte Schrott. Gebaut kurz vorm Explodieren. Das, wenn du einmal die Lampe, den Schalter falsch betätigst, sofort die Lampe kaputt. Ja, ja, 18650 Pfusch, das ist nur ein Reparaturvideo, nicht ganz so wichtig. Dann die Nachspülung, NBN. Das war dann, ja, weiß ich jetzt nicht, ein Jahr drauf, glaube ich, das Treffen. Ja, ich glaube ein Jahr drauf, das NBN-Treffen. Und wie gesagt, ab dieses Jahr ist es jetzt dann offiziell, dass inoffiziell immer das Treffen stattfindet. Es wird immer lustiger, das wieder PV-Reihenverblödung. Da hatte ich mal einen ja, Podcast-Stream, wie wir es nennen, mit David und Calvin gemacht, wo wir da mal ein bisschen drüber gequatscht haben, philosophiert haben und etc. Juldive Update, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Wie gesagt, also die Juldive oder die Videos, was ich euch da hier, Juldive oder Messfehler oder was auch immer, ja. Ich würde jetzt sagen, guck dir die alle an. Aber vielleicht ist es besser, oder wenn das dann für deine Kinder ist, dass du denen sagst, die sollen sich den, du besorgst den Bastelkrempel, das ist deine Aufgabe, das ist deine Pflicht, Lötkolben, bliblablub, Entlötbombe, Lötfett, das ist deine Aufgabe, das besorgst du, dann besorgst du dem einen Computer, irgendwas, Handy oder was, stellst es dem hin und machst dem meine Playlist, irgendwelche Stöße an und dann soll der Kerl einfach basteln nebenbei und nebenbei meinen Müll hören. Und wenn er nicht hinguckt, das geht rein, Digga. Ne? Irgendwann macht er früh auf und sagt, ich hab's. Das ist deine Aufgabe. Das, mehr, Digga, mehr kann nicht, da bist du dran. Das ist der Elternpflicht oder was weiß ich. Mehr, egal. LED-Lampe der E2, da kann die Lampe wieder Reparatur. Dann wieder Riesenlieferung vom Falco. Was ist hier? NBN Geilheit. Da war noch ein Bäckle. Ja, da kam noch ein Backlit zwischendrin, ne? Ja, mehrere sogar. Hab ich auch, guckt euch an, wenn euch das interessiert. Das ist halt so dieses netzwerklose Bastlernetzwerk. Ja. Wechselstrom ist scheiße. Warum denn das? Das ist doch voll gut. Das haben doch alle. Wenn es alle haben, muss doch gut sein. Hm? Teil 6 eure Kommentare. Da weiß ich jetzt gar nicht mehr. Das wäre so kopfmäßig, dass du mal. Wie ich darauf reagiere oder wie ich das sehe, wie ich darauf eingehe oder so. Hm. Der Router-Tester vom Astra, da hat der Astra ein Gerät gebaut, wo wir die Router, wenn Falco einen Router mal findet auf dem Schrott, stöpseln wir dann an und dann kannst du auch das Telefonie testen. Nein, Router kannst du einfach so testen, anstecken, durchschleifen, fertig. Und Astra hat dann gesagt, ey, die Dinger können ja auch Telefon, das prüft ihr gar nicht. Ich baue euch mal ein Ding, könnt ihr anstellen und dann geht das, ne? Bin noch nicht dazugekommen. 4 Router oder 5 stehen oben drauf. Ne? Es steht 4 Meter von mir hier entfernt. Erfahrungsbericht parallel schalten. Akkus über Kreuz verschalten. Da habe ich schon mal den Fehl gezeigt. Ne? Wenn man es eben so macht wie Wikipedia, das einmal klar, da gehen eben Akkus kaputt. Dann nicht mal meine Abos sehen, meine Videos, da zeige ich den. PV-Vergleich nochmal, komischerweise hat dieses Video 1500 Aufrufe, ich weiß nicht warum. Irgendein Müll hier geschrieben und genau, na egal. Solar, 180% mehr Power nicht gewollt, parallel oder reinschalten. Also bei dem Test waren es dann 180% Unterschied und ja, also ich meine, ich stehe im Dachwerk, 5. Klasse. Das ist eigentlich sinnlos, die ganzen Videos, aber es ist halt, damit es in den Kopf rein, dass Leute es verstehen oder was. Ivan Maria hört mit echten Szenen. Ja, moin. Das war ein Fake-Titel. Ich glaube, das war Besuch von Falco oder sogar noch jemand. Das ist sowieso MBN-Besuch gewesen. Schlimmer als TV. Die Solar-YouTuber. Ne, für wen das interessiert.
Ja, könnt ihr euch mal angucken, hab ich mal zumindest mal irgendwas hier aufgedeckt, wo es auch richtig um Geld geht, wo die Leute einfach verarscht werden. PV Paraverse, es sind doch einige Videos, doch mehr als ich dachte noch auf dem Kanal, ne? Und da ging's drum, da hat ein Zuschauer gesagt, ja, das ist ja nicht mit voller Leistung. Dann kann das ja, und das, ihr seid doch alle blöde, bla, hab schon voller Leistung gezeigt, wie was da wieder geschrieben, auf dem Mond geht's nicht, ne? Ivy Block, PVP, das ist halt auch so ein Elektroingenieur, da hab ich euch nochmal gezeigt, das ist halt die Ingenieure, einer der hoch angesehenen Ingenieure auf YouTube, und da, keine Ahnung, Digga, da hat keine Ahnung. Deswegen hab ich euch gesagt, ich brauche mit solchen Leuten nicht mehr reden, auch nicht mit dem Elektriker, Digga, das ist vorbei. Ich rede mit Professoren, Digga. Übrigens bin ich da jetzt auch an was dran. Die Schaltung, die ihr noch nicht kennt, die Schwingstufe, habe ich jetzt einen ist glaube ich kein Experimentalphysiker. Also ich habe einen Doktor Dings angeschrieben, der auch auf YouTube ist, und der hatte in seinen Videos, dass dem Studenten theoretische Fragen schicken, und er tut das mal, und da habe ich halt ihm mal gebeten, ob ich ihm nicht mal eine theoretische Frage schicken kann, die er dann ausklamüsert in seinen Videos. Habe ich vor uns geschrieben, ich weiß noch nicht die Antwort, ich habe es nur, es hat er vor uns ein paar Mal gedüdelt, ich glaube, er hat ja, was ich so in der Vorschau gesehen habe, ich glaube, ja, er wird es, glaube ich, machen. Ne? Also da kommt auch noch mal was, da reden wir dann mal. Ich weiß gar nicht, oder Doktoringenieur, ich weiß es nicht, wir werden es sehen, ne? Also da, vielleicht gibt es da ja mal eine Zusammenarbeit, wo was Gescheites bei rauskommt, sag ich mal. Doppelter Verbrauch mit Solar. 57%, ne? Fast 50% Dislikes. Die Leute wollen es nicht wahrhaben. Leider habe ich in dem Video einen Fehler gemacht in der Berechnung. Und dadurch ergibt sich dann ein bisschen dieses Verhältnis, das ist ja teilweise auch meine Schuld, ne? Das habe ich dann korrigiert, ne? Und das Video wird natürlich nicht geteilt, ne? Ist natürlich klar. Visiers-Likes-Verhältnis, ja. Ne? Also die mich hier durch meinen Fehler, die habe ich selber abgeschreckt, die werden das Video nie gesehen haben, wo ich es korrigiert habe, wo ich zeige, es ist doch so, wie ich es zeige. Ne? Ich habe mich bloß falsch, ja. Bisschen schade, aber das ist ja meine Dummheit, ne? Frohe Ostern, Ostsee. Das war, glaube ich, die Ostsee-Verlösung. Genau, da war die Ostsee-Verlosung. Und das ist das Interessante. Keiner hat ja geglaubt, ja, Shadowban oder dass die mich blockieren und so, dass die meine Videos nicht teilen, dass die Suchmaschinen das nicht finden. Haben ja alle geschrieben, das ist ja alles Blödsinn, bla bla bla. Und dann mache ich ein Video, frohes Osterfest, wo ich, weiß ich nicht, 4 Ostsees oder so verschenke. Uns meldet sich niemand. Niemand. Also nochmal, ich verschenke Oszilloskope, die funktionieren. Teilweise sogar, der Hälfte war mit Dustköpfen sogar, ne? Mit Kabel, allen drum. Bei ihm war sogar Beschreibung dabei, oder bei zwei, ne? Meldet sich keiner. Da meldet sich niemand, ne? Aber wenn ich euch dann sage, hey, ich habe einen Shadowban, ihr habt das ja gar nicht gesehen, deswegen meldet ihr euch nicht, weil ihr würdet doch den Seder Ostsee haben wollen. Da habe ich dann hier, ich habe da mal eine Frage. Warum sich denn keiner meldet, was soll ich jetzt mit den Ostsees machen, weil dann muss ich sie wegschmeißen oder verkaufen. Ich habe dann halt gesagt, gut, dann tue ich die jetzt bei eBay rein und verkaufe die, wenn ihr das nicht haben wollt. Fand ich halt mega scheiße, weil wir hatten die repariert, die hatten wir zum Kai geschickt, der hat die mal durchgeguckt und repariert und angeguckt, wisst ihr, dass er auch was Ordentliches kriegt. Und melde ich kein Schwein, ne? Das ist also definitiv ein Beweis, der Shadowban, ihr habt das ja nie gesehen. Und wo ich dann das Video gemacht habe, dann ging's los. Ne? Dann mussten sie euch ja das Video zeigen und zwei Tage später auf einmal in die Glocke hauen, ne? Weil ich es ja gezeigt hatte, dass das nicht geteilt wird. Und es glaubt halt keiner, ne? Obwohl ich Ostsees verschenke, meldet sich niemand und ihr glaubt mir immer noch nicht, dass ich einen Shadowban hatte. Das weiß ich jetzt nicht, ne? Ist mir jetzt auch egal, ich guck da auch nicht mehr nach. Damals definitiv. Also wenn man Ostsees, die fast 100 Euro wert sind, eine Ostsee, verschenken will und es meldet sich niemand. Also ich weiß nicht, da muss man ein bisschen drüber nachdenken.
REMF Reparatur und MBA. Ah, das war der REMF-Lader, den wir in Feigo gebaut haben. Der ist leider kaputt gegangen. Der steht sogar hier. Der ist schon wieder kaputt. Nee, diesmal ist er nicht kaputt, aber er funktioniert nicht mehr so, wie er soll. Das muss ich mir dann in Ruhe nochmal angucken. Habe ich jetzt keinen Nerv dafür. Ja, moin, sitzt 3 Stunden hier und quatscht, ne? Wie gesagt, das ist mein Ausgleich. Ja, sind wir schon wieder mit dem Radl da. Guckt euch an, ich weiß es nicht. Warte, glaube ich, auch irgendwas. Entschuldigung, Lichtmodus oder. Keine Ahnung. Grablicht fail, alles neu. Hätte ich damals machen sollen. Wie gesagt, kommt noch ein Video. YouTube 24, Triggerwarnung. Alut, Verschwörungstheorie. Das war, glaube ich, schon nochmal hier. Um zu zeigen mit der Zensur und so. Ich weiß nicht ganz genau. Ne? Das Autozusatz. Gesperrt. Weltweit. Ne? Weltweit. Ist ja klar. Also selbst in der Arktis kannst du es nicht sehen. Weil muss ja das Dogma muss ja durchgeprügelt werden. Da ist ein Dieter. Oh nein, hier ist ein Video, das habe ich gar nicht veröffentlicht. Hä? Oh, da muss ich noch mal gucken. Das mache ich mir jetzt gleich mal auf hier, dass ich es nicht vergesse. Das habe ich gleich vergessen. Nee, schon wieder ein Nee-Video. Weiß nicht, was das wieder war. Balancer-Betrug, Alut, Inflation. Ah, das ist wieder so ein bisschen Kopfsache mit ein bisschen Wissen drin. MBN-Lieferung wieder, rum. Kack-Video, bin zu faul, das neu zu machen. Das war auch nicht ganz, da war auch irgendwas gar nicht so Uninteressantes dabei. Aber ich weiß nicht mehr, was. Haha. NBN-Bäckle, dann haben wir hier Influenz-Dieter. Also, wie nennt man das? Stehende Ladung, statische Ladung, so in etwa, ne? Kann man sich auf jeden Fall auch mal reinziehen. Was ist Back-EMF? Fragezeichen, ne? Wusste ich damals auch noch nicht. Jetzt ist mir da schon ein bisschen klarer. Dank Astra auch und den Tests. Zensur schon vor Hitler, das war dann in dem Buch. Von 1900 habe ich dann ziemlich schnell festgestellt, dass 2 Sachen, die ich eben da drin gesucht habe, nicht drinstehen und dass die Zensur schon vor 1900 war. Ne? Also da ist Hitler, das ist viel zu spät. Ja, dann Europa elektrifiziert 1700, das ist dann der Guerrige oder wie der heißt, der Erfinder der Luftpumpe. Könnt ihr mal gucken. Mega krass, das habe ich aber hier glaube ich mit drinne. Also das ist auch gerade geschichtlich Wahnsinn. Dass sie da 2,5 Meter große Maschinen hatten. Und es wird aus Versehen in Wikipedia, wenn er beim Erfinder der Luftpumpe steht, nicht mit da. Haben sie aus Versehen vergessen, ne? Ja, genau. Und Europa elektrifiziert, ne? Europa! Ist natürlich Deutsches Reich gemeint damit, aber wir schreiben Europa, ne? Hab ich in dem Fall auch mal so gemacht, weil es mir Aufrufe gibt. Aber wer ein bisschen mitdenkt, das geheime Wissen, genau, und hier ist nochmal Einleitung für den Play. Ja, gut, das ist jetzt das Video, was startet über das Buch. Nicht bestimmt hier irgendwo rum. Nicht Sofa. Von den 1897 in dem Buch, da stehen halt auch viele Sachen drin, dass, was weiß ich, das 200 Jahre eher, dass in Europa, wenn du dann guckst, ist Europa Deutschland und Deutschland ist das deutsche Reich. Ja, egal. Ja, ganz, nicht ganz uninteressant. Also wer dann später das Buch sich dafür interessiert, soll ich das auf jeden Fall schon mal reinziehen. Dann hat der Andreas mir ein Liebesbeckel geschickt. Ein Liebesbeckel? Ja, moin. Ja, übelst viel geile Bauteile und so. Dem hab ich, wir haben nochmal miteinander gequatscht, da schickt noch eins. Da müsste die Dache irgendwann mal noch eins kommen. Oder hat mich im 20 abgezogen, eins von beiden. Glaube ich aber nicht. Ich denke, ich krieg noch eins. Die Lithium-Idiotie, das war dann für mich so, das, wo ich gesagt habe, jetzt Schluss. Das sind Idioten, mit denen brauchst du nicht mehr reden. Ne? Wenn du so ein Idiot bist, tut mir leid. Mich brauchst du nie wieder darauf ansprechen. Wenn du mich fragst, was besser ist, Lithium oder Blei, werde ich dir sagen, Lithium. Kauf Lithium, Eisen, alles, was in der Werbung kommt, kauf das. Und leck mich am Arsch. NBN-Treffen 24. Oh, jetzt haben wir es bald, Jungs. Ja, da hat man ein kleines Treffen, das war natürlich nicht vorangekündigt, damit dann, das muss ja keiner wissen, ne? Und dann, das wurde mit 4K aufgenommen, keine 700 GB Filmmaterial, das reicht gar nicht, das ist auf anderen, ne? Ich hab noch was, der hat noch was, der andere hat noch was, also das Hauptvideo macht diesmal Astra,
Der hat sich als Kameramann zur Verfügung gestellt. Nicht nur das, der hat da übelst viel mit gebuckelt, aber hat halt auch die Kamerasache übernommen. Du das jetzt schneiden und bibabub, es wird noch ein bisschen dauern, nur wir Geduld haben. Und dann denke ich mal, dass auf dem Achim, seinen Kanal, auf dem Astra, das informiere ich euch natürlich noch, dass er das bei sich gleich hochlädt, weil wenn das, keine Ahnung, 100 GB hat oder so, wie soll ich denn das machen, ne? Da bin ich zu sehr an der Steinzeit, Leute. Naja, auf jeden Fall, das war ein geiles Treffen. Und nächstes Jahr machen wir das wieder, ne? Aber ein bisschen größer. Näheres werde ich nicht erfahren, erst danach. Eure Kommentare, keine Ahnung, was stört, da bin ich schon mal ein bisschen auf Kommentare eingegangen. Ist für Kopfsache vielleicht. Ja, dann hier, wie die LED leuchten kann. Eben ohne Widerstand. Mit höherer Spannung, blablabla. Das ist auch nicht ganz uninteressant. Werde ich aber höchstwahrscheinlich in kommenden Schaltungen und so noch mit verwenden. Oder dann eben nochmal drauf eingehen, erklären. Ja, dann BackEMF, das ist wieder der echte, ne, das echte Juli. Und hier mal der echte BackEMF. Wobei es sehr schwierig ist, also ich denke, dass das in dem Fall sogar der EMF ist und nicht der BackEMF, also dass ich hier einen Fehler gemacht habe, einen Gedankenfehler. Und hier habe ich es dann um EMK, also der EMF, Deutsch EMK, dass es der EMK ist und nicht der BackEMF. BackEMK, ja, moin. Gibt es etwas, was nicht gelogen ist? Der Dünsch ist von Wikipedia halt, ne? Brauchen wir jetzt nicht näher drauf eingehen. Dann das Video nochmal auf Englisch. Aber neu abgedreht. See it and use it, the BackEMF, ne? Oder EMF in dem Fall. Und hier habe ich dann auch nochmal, weil hier hatte ich ja BackEMF, habe ich dann EMF und EMK. Ne? Ich denke, so ist es richtig. Und hier kommen dann die Schwingstufe. Das darf doch noch nicht sehen. Wir machen immer schön der Reihe nach. Ne? Da bin ich so gerade dran. Das ist aber wieder ein riesen Missgeschick passiert, was zu diesen Videos geführt hat, aber im Endeffekt für mich wieder scheiße war. Aber egal. Ich habe auch was gelernt. War gut. Nehme ich zurück. War gut. In diesem Sinne, Männers, ich weiß nicht, wie lange das Video jetzt ist. Auf jeden Fall 2-3 Stunden oder so. Mal eine kurze Zusammenfassung, ein kleiner Rückblick. Andi, nimmst du nicht übel. Die Playlist hier, geh auf die. Also, weiß ich nicht. Ah, ne, das ist Podcast. Hier sind die Playlists. Hast du da. Das sind ja mehr wie Zähne, ne? Ich hab da sind ein paar Seiten. Da hast du das alles so ein bisschen sortiert, ne? 8 Videos, Juldief, das sind auch von anderen Leuten Videos dabei. RMF Charger. RMF Test, sogar nochmal extra Playlist. Also. Die Hangouts, was jetzt schon oben ist, im Vlog hatte ich. Hier ist die Misha-Playlist. Wir gucken mal, da müsste vorne irgendwo, hier müsste Audio klärt. Hier ist die Nuller-Playlist. Ne? Also, so grob habe ich schon sortiert. Guck einfach mal die Playlist auf meinem YouTube-Kanal dir an. Ne, in diesem Sinne, machen wir mal einen kleinen Rückblick. Ich fand's ganz lustig, muss ich sagen. Fand's ganz gut. Viele Erinnerungen wieder hochgekommen, gerade wo ich unten, wie ich da unten saß, das erste Mal, ey, bis brauchst keinen Strom mehr aus dem Netz und so, das war schon, sind schon so ein paar kleine Highlights, ne? Was heißt kleine Highlights, Riesen-Highlights und ja, ich hoffe, vielleicht kann der eine oder andere was damit anfangen, keine Ahnung. Machen wir mal einen kleinen Rückblick auf den Wahnsinn der letzten Jahre, wie gesagt, es fehlt halt viel durch den Hack, aber die grundlegenden Sachen sind schon da und ich denke an die, dass in der kommenden Zeit, was kommen wird bald, ob das jetzt dieses Jahr ist, das ist mir egal, ich habe Zeit. Ich vermute aber mal so Anfang nächstes Jahres, Mitte nächsten Jahres, dass man dann eine Schaltung irgendwie, was irgendwie, warum oder so. Kleiner Tipp für alle, es wird eine LED-Schaltung.